Lieber Volker Kauder, sehr geehrter Herr Minister, lieber Christian Schmidt, verehrte Podiumsgäste, meine Damen und Herren. Wir, die Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, freuen uns, Sie hier heute zu unserem Kongress begrüßen zu können. Starke ländliche Räume heute und morgen. Dies ist für uns nicht nur ein Thema, sondern dies ist für uns ein Bekenntnis zu und für das Leben auf dem Land. Denn wir wissen zum Teil aus höchstpersönlicher Erfahrung, dass unsere ländlichen Regionen das Leben in Deutschland prägen. Übrigens wie kleine Städte, Ballungszentren oder aber auch pulsierende Metropolen. Der Reiz von Deutschland liegt in seiner Vielfalt. Und deshalb darf es aus unserer Sicht auch keine Konkurrenzdebatten geben. Wer in der politischen Diskussion nur auf die großen Städte setzt, hat am Ende den Charakter unserer Heimat nicht verstanden. Starke ländliche Räume sind für uns alle unverzichtbar. Aber ich frage Sie, was sind eigentlich ländliche Räume? Die einen verstehen darunter Bilderbuchlandschaften, Raum, Ruhe, Entspannung. Die anderen assoziieren das mit fehlenden Arbeitsplätzen, Überalterung, einer schwachen Infrastruktur und natürlich einem langsamen Internet. Es hilft sicherlich der Blick auf die Fakten. Etwa 90% der Fläche in Deutschland sind ländlich geprägt. 47 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Deutschen, leben auf dem Land, haben hier ihre Heimat. Knapp 300.000 Höfe, unzählige mittelständische Betriebe sind hier zu Hause. Sie bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft und das Herz schlägt auf dem Land. Denn hier ist bürgerschaftliches Engagement zu Hause. Ohne Ehrenamt läuft auf dem Land nun wahrlich nichts. Allerdings, das typische Land gibt es schon lange nicht mehr. Es gibt ländliche Regionen mit starker Wirtschaftskraft und gut ausgebauter Verkehrsinfrastruktur. Andere Regionen verlieren Betriebe, damit Arbeitsplätze und Menschen und werden zum Wolf-Erwartungsland. Was sind die Gründe für diese großen Unterschiede? Wie lassen sich Wirtschaftsräume wieder stärken? Was müssen wir für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse tun? Wie lassen sich auch die Chancen durch Digitalisierung nutzen, wie lässt sich sozialer Zusammenhang sicherstellen und. Über diese Fragen wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Wir erhoffen uns von Ihnen Antworten und natürlich von unseren Expertinnen und Experten, die sich zu uns auf den Weg gemacht haben und jeweils in Zusammenhang mit ihrer Runde auch vorgestellt werden. Denn wir wollen starke ländliche Räume, heute und in Zukunft. An erster Stelle will dies übrigens unser Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder. Er kommt vom Land. Er wurde in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg geboren, das heute 3.263 Einwohner hat. Und ein Fußballclub namens Hoffenheim. Er lebt in Tuttlingen, einer auch nicht ganz großen Stadt mit knapp 35.000 Einwohnern. Und er ist mehr als das. In ihm haben die ländlichen Räume einen großen, einen starken und auch einen wichtigen Fürsprecher. Sie werden es gleich erleben. Und deswegen sage ich jetzt, lieber Volker, du hast das Wort. Liebe Gitta Connemann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ländliche Räume, Politik für ländliche Räume, da denkt man zunächst einmal an Landespolitik, an Kommunalpolitik, die sind doch für die ländlichen Räume und für die Entwicklung ländlicher Räume zuständig. Und ich selber war 10 Jahre lang stellvertretender Landrat eines kleinen Landkreises, des drittkleinsten in Baden-Württemberg, also ländlicher Raum, aber ein wirtschaftsstarker Raum. Meine Heimat ist in Baden-Württemberg gemessen an den Einwohnern der steuerstärkste Kreis. Medizintechnik, Automobilzulieferung, Vollbeschäftigung eigentlich immer,
Und trotzdem fühlen wir uns als ländlicher Raum. Manche sagen, ländlicher Raum, Provinz. Wenn Sie aus dem Ballungsgebiet kommen, schauen Sie auf die Provinz. Aber Manfred Rommel hat einmal so schön gesagt, Provinz ist keine Region oder Landschaft, sondern ein Geisteszustand. Und da hat er völlig recht gehabt. Und deswegen bezeichnen wir uns als ländliche Räume und sind auch stolz darauf. Dennoch sehen wir schon seit einigen Jahren, dass die ländlichen Räume zu kämpfen haben. Schon früher, als ich noch für Regionalentwicklung zuständig war, haben wir den Satz gesagt, die Ballungsgebiete sind natürlich unser Wettbewerber, aber die Ballungsgebiete werden immer dicker und fetter und trotzdem und wahrscheinlich gerade deshalb findet sich dort immer eine Lösung. Gerade weil sie immer mehr werden, weil damit die Herausforderung, der Druck immer größer wird, kümmert sich die Politik dann um Ballungsgebiete. Da muss dann noch im Nahverkehr Besonderes gemacht werden. Da wird dann die U-Bahn gebaut und wir sagen, warum die U-Bahn so teuer ist, warum können wir im ländlichen Raum nicht auch etwas bekommen für den Nahverkehr? Und trotzdem sind wir nicht richtig immer vorangekommen. Ja, es gab eine ganze Reihe von wunderbaren Programmen und Entwicklungen, um die Gemeinden attraktiver zu machen, Arbeitsplätze durch Umsiedlung zu erreichen, Aussiedlung von Betrieben der Landwirtschaft. Aber irgendwo fühlen viele ländliche Räume, dass sie im immer schneller werdenden Wettbewerb Probleme haben. Und seit einiger Zeit wissen wir auch, dass dies sich in der Zustimmung zu unserem Land, zu unserem Staat und auch zur, wie man so sagt, offiziellen Politik ausdrückt. Die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern waren nicht nur so schwierig wegen der Flüchtlingspolitik, sondern das muss man auch einfach richtig analysieren, weil sich viele abgehängt gefühlt haben, weil die Kreise immer größer werden, weil das Krankenhaus geschlossen wird und die Post gibt es schon lange nicht mehr. Wer sind wir eigentlich, dass man so mit uns umgeht? Und dieses Gefühl, dass man nicht mehr so wichtig ist, weil man nur noch wenige ist, das drückt sich dann auch aus. Und darauf müssen wir Antworten geben. Und da haben wir uns schon angeschaut, übrigens schon in der letzten Legislaturperiode, haben wir uns mit dem Thema ländlicher Raum in der Koalition mit der FDP beschäftigt und haben versucht, wo sind wir als Bund ganz konkret gefordert und zuständig und wo sollten wir als Bund auch bereit sein, mit den Ländern zusammen, die Kommunen können wir ja nicht mehr direkt ansprechen nach der Reform im Grundgesetz, wo können wir da etwas tun? Und da sind wir auch bereit, als Bund eine Gesamtaufgabe in Deutschland zu sehen, Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse wird immer schwerer und deswegen müssen wir schauen, was bedeutet das. Aber da will ich gleich mal eines sagen, was vielleicht gar nicht auf der Tagesordnung steht, was ich aber glaube, was wir tun müssen vom Bund aus, um Entwicklung gerade in ländlichen Räumen voranzubringen. Wenn wir Geld geben für Entwicklungsprojekte in Kommunen, dann verlange ich, dass wir auch kontrollieren können, ob dieses Geld auch dafür eingesetzt wird und ankommt und nicht in den allgemeinen Haushalten verschwindet, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesen Tagen hat unser haushaltspolitischer Sprecher Eckhard Rehberg in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem größeren Beitrag darauf hingewiesen, was natürlich dann den Protest herausgefordert hat, dass wir seit Jahren
jährlich eine 500 Millionen Euro geben für den sozialen Wohnungsbau. Gebaut wurde nicht. Und jetzt kommt man und sagt, ja, weil es die Flüchtlinge sind und man kann ja nicht nur für die Flüchtlinge Wohnungen bauen, sondern auch für alle, die es nicht so einfach haben, Geringverdiener, Studenten, müssen wir mehr für den Wohnungsbau tun. Prompt hat der Bund gesagt, wir geben noch einmal Geld für den Wohnungsbau. Und auf meine Aussage, aber das müssen wir jetzt kontrollieren, dass es auch dort ankommt, sind Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten schier geplatzt vor Zorn, was denn das für ein Ansinnen sei. Aber da muss ich sagen, es kann nicht sein, dass wir uns auf gemeinsame Projekte verständigen, dann kommt es nicht so weit und dann nachher haben wir unser Ziel nicht erreicht. Es geht mir gar nicht darum, dass dann mit dem Finger von einem auf den anderen gezeigt wird, sondern es muss auch funktionieren. Und es muss schnell funktionieren, dass die Menschen in den ländlichen Räumen sehen, jawohl, es tut sich was. Und zweitens, wir müssen die ländlichen Räume in der Infrastruktur wettbewerbsfähig halten. Und da spielen Straßen eine Rolle und da spielen das schnelle Internet eine Rolle, damit junge Firmen, aber auch etablierte Firmen bleiben können. Ich habe vor kurzem eine Ingenieurkonstruktionsfirma besucht. Die machen schwierigste Konstruktionen für alle Firmen in der Bundesrepublik Deutschland. Und die sagen, sie müssen ihre Daten und Pläne streckenweise nachts, da geht der Juniorchef nachts hin, um die auf den Weg zu bringen, weil es tagsüber zu lange dauert, bis das Zeug wegkommt. Und da muss man sagen, das ist wichtig im ländlichen Raum, dass wir da nicht abgehängt sind von den Entwicklungen. Und natürlich müssen wir im ländlichen Raum uns auch mit der Frage beschäftigen, wie kann Infrastruktur, Gesundheit, Krankenhäuser, ärztliche Versorgung, dies alles bewerkstelligt werden. Und da sind wir im ländlichen Raum schon bereit zu akzeptieren, dass ich den Kindergarten nicht aufrechterhalten kann, nur wegen der Erzieherin. Das sind wir bereit zu akzeptieren. Aber wir sind natürlich auch bereit zu akzeptieren, dass ich nicht in jedem 500-Seelendorf einen Arzt haben kann. Aber wir wollen natürlich schon auch erreichbare Infrastruktur. Und jetzt kommt der Punkt. Wir wissen, dass wir uns beschränken müssen bei der Zahl der Einrichtungen, aber nicht bei der Qualität. Und deswegen ist ganz entscheidend, und das müssen wir auch lernen, der Bürgermeister, der sagt, in meinem Dorf muss die Schule bleiben, ganz egal, welche Qualität in der Schule herrscht, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Also Schule und alle Einrichtungen, das Krankenhaus muss bleiben, aber was drin für eine Qualität herrscht, geht nicht. Die Menschen stimmen da mit den Füßen ab. Und deswegen ist die für den ländlichen Raum wichtig, dass wir Infrastruktur schaffen, dass die Leute sehen, es geht weiter, dass die jungen Leute erkennen, das ist nicht die Schließung der ländlichen Räume grundsätzlich, sondern da ist Zukunftsentwicklung drin. Und dass wir auch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unsere ländlichen Räume bekommen. Vor kurzem, eine Firma sucht einen Diplom-Ingenieur für die Entwicklungsabteilung. Die Familie, heute ist ja nicht mehr so, dass der Mann sagt, das mache ich, super Job, und kommt heim und sagt so, Frau, Kinder, morgen ziehen wir dort und dorthin. Da sagen die, nö. Also die muss man überzeugen, dass die da mitgehen. Also ist die Familie am Wochenende gekommen und der Chef des mittelständischen Betriebs hat sie mir gesagt, das Erste, was die Kinder gefragt haben, gibt es hier schnelles Internet. Als man gesagt hat, der Vater zieht auf so ein Dorf, gibt es da schnelles Internet? Nicht wie ist die Schule oder so, sondern gibt es hier schnelles Internet? Und als der Bürgermeister hat, der Chef dieser Firma hat sagen müssen, nein, das kommt aber in 2 Jahren, sind die Gesichter länger geworden. Also die wollten nicht aus der Infrastruktur, die sie aus der Stadt gewohnt haben, in den ländlichen Raum abgehängt werden. All diese Fragen müssen wir relativ rasch beantworten. Wir vom Bund haben einen großen Teil unserer Hausaufgaben gemacht mit der Infrastruktur, jetzt mit dem Bundesverkehrswege geplant, mit dem schnellen Internet. Minister Dobrindt wird nachher darüber berichten, aber auch mit den Maßnahmen, die Christian Schmidt mit unserer Fraktion auf den Weg bringt. Christian Schmidt ist eben nicht nur der Landwirtschaftsminister,
sondern ich würde sagen, er ist der Minister für den ländlichen Raum. Richtig ist, ländlicher Raum ohne Landwirtschaft ist kein ländlicher Raum mehr, sondern es wird dann versteppt. Aber es gehört dazu, ländlichen Raum nicht nur als Landwirtschaft, aber ländlichen Raum ohne Landwirtschaft sich auch nicht vorstellen zu können. In diesem Spannungsfeld wollen wir schnell vorankommen, weil als letzter Hinweis, mittelständische Unternehmen sind bei uns in Deutschland weit im ländlichen Raum verbreitet. Weit, Gott sei Dank. Weil früher die These galt, wir gehen mit der Produktion zu den Menschen, nicht die Menschen zur Produktion. Aber jetzt kommen die Fragen, können wir weiter wachsen hier? Gibt es genügend junge Menschen, die wieder zurückkommen? Und deswegen heißt der Satz, der ländliche Raum muss für junge Menschen attraktiv sein. Darauf müssen wir ein großes Gewicht legen. Wir Alte bleiben sowieso dort, aber die Jungen müssen dort bleiben und wieder zurückkommen, wenn sie zur Ausbildung gegangen sind. Und deswegen muss es heißen, unsere Heimat ist super, sie ist 4.0 und sie ist Zukunft. Und nicht nur im Ballungsgebiet geht die Zukunft ab. Und dafür danke ich, dass dieser Kongress jetzt möglich geworden ist. Dir, Gita, und allen, die sich daran beteiligen, herzlichen Dank. Ja, unser Vorsitzender, lieber Volker, vielen Dank für dein Plädoyer für den ländlichen Raum, übrigens auch für das Leben auf dem ländlichen Raum, das Heimat ist und bleiben soll, auch für jüngere Leute. Ich fand sehr schön dein Einstandszitat, mit dem du begannst von Dr. Rommel, Provinz ist keine Landschaft, sondern ein Geisteszustand, wohl wahr. Man könnte auch sagen, sie ist keine Frage der Größe einer Stadt, sondern der Enge des eigenen Horizonts. Wir sind hier auf jeden Fall bekennende Landliebende, egal ob wir dort leben oder nicht. Das sage ich im Namen unserer Fraktion, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die deshalb auch diesen Kongress veranstaltet. Dafür auch an dich vielen Dank, lieber Volker, stellvertretend für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich heute hier auf den Weg auch zu uns gemacht haben, gemeinsam mit uns sprechen wollen, darf ich begrüßen unsere parlamentarische Geschäftsführerin Michaela Noll und stellvertretend auch für die Sprecher und Ausschussvorsitzenden, die heute hier sind, den Sprecher des eigentlich zuständigen, Arbeitsgruppe Franz Josef Holzenkamp. Damit kommen wir dann schon zu unserem Fachminister sozusagen, und das ist Christian Schmidt. Volker Kauder hat zutreffend darauf hingewiesen, dass sein Ministerium auch Landwirtschaft und Ernährung ist, aber weit darüber hinausgeht. Deswegen bezeichnen wir es in unserer Fraktion übrigens auch gerne als das Lebensministerium, denn dort geht es um die Grundlage unserer aller Leben. Wir müssen uns ernähren. Das ist Leben, aber wir leben eben auch im ländlichen Raum und deswegen würden wir uns durchaus auch wünschen und freuen, wenn diese Verantwortung bei Zuschnitten von Ministerien eine entsprechende Berücksichtigung finden würden. Lieber Christian Schmidt, dein Haus unterstützt die ländlichen Räume mit den unterschiedlichsten Maßnahmen und Programmen und ich freue mich, dass du uns an dieser Stelle darüber einen Überblick geben wirst. Jetzt ist es dein Wort, Minister Christian Schmidt. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Volker Kauder, sehr geehrte Frau Kollegin Konnemann, liebe Gita, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Frau Professor Lehr, vor allem meine sehr geehrten Damen und Herren. Einen herzlichen Dank an die CDU-CSU-Fraktion, dass Sie heute den ländlichen Raum in den Mittelpunkt der politischen Diskussion stellt, da, wo er hingehört und nicht da, wo er ab und zu ist, nämlich bei Agenden und Tagesordnungen oder im Punkt Sonstiges aufgerufen zu werden. Das hat er nicht verdient und das entspricht auch nicht seiner Bedeutung. Es wurde in der Rede von Volker Kauder und auch in den Worten von Gita Kornemann bereits deutlich, dass wir
uns auch über die Frage, was wir eigentlich vom ländlichen Raum erwarten, was wir unter ihm verstehen und wohin wir ihn führen wollen, uns klar werden müssen. Was wollen wir nicht? Wer in den Bezügen zu ländlichem Raum in Geschichte oder in Literatur und Denken zurückgreift, findet viele Ansätze, die interessant sind, die gut sind. Aber ich will mich jetzt gerade mal hier von Jean-Jacques Rousseau distanzieren. Seine Vorstellung des Zurück zur Natur und eine Idealisierung des ländlichen Raums oder dessen, was sich drin bewegt, auch in seinem Denken, eine Zuordnung auf eine spezielle Besonderheit, ist eigentlich gerade nicht das, was wir wollen. Wir wollen den ländlichen Raum nicht ob seiner Defizite oder ob seiner romantisierenden Möglichkeiten definieren, sondern als einen veritablen Faktor in unserer Gesellschaft insgesamt, insofern dann doch nochmal Rousseau, einen Gesellschaftsvertrag, da kann ich mich eher damit befreunden, die aber dann auch sehen muss und der auch sehen muss, dass wir nicht einem Patienten zu Hilfe kommen, sondern dass wir die Potenziale nutzen. Ich darf mich beim Deutschen Landkreistag bedanken, Professor Hennecke, Sie hatten gerade 100 Jahre Jubiläum und gerade diesen Aspekt auch in Ihren Diskussionen sehr deutlich herausgearbeitet. Ich beobachte natürlich, wie Sie auch, mehr und mehr, dass der ländliche Raum aus den Städten eben aber vor allem als schöne Kulisse und Naherholungsmöglichkeit betrachtet wird. Nun, das will ich ja nun gar nicht nehmen. Und hier sitzen ja auch viele, denen der ländliche Raum so oder so eine Herzensangelegenheit ist. Aber ich meine, dass wir den ländlichen Raum wegholen müssen vom Platz der Betrachtung hin zu einem Ort der Handlung. Deswegen danke ich sehr der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, dass sie in dieser Legislaturperiode die Politik für die ländlichen Räume unterstützt hat, dass sie meine Arbeit unterstützt hat, ja, und ich darf vor die Wahl greifen, dass wir vor der Wahl programmatisch und nach der Wahl in den Koalitionsvereinbarungen uns diesem Thema sehr gewidmet und genähert haben. Herzlichen Dank dafür. Ansonsten wäre manches, was ich auf den Weg bringen konnte, nicht möglich gewesen. Dazu gehört die Änderung der Gemeinschaftsaufgabe, dazu gehört die finanziellen Möglichkeiten, ein eigenes Bundesprogramm ländliche Entwicklung zu haben und einen differenzierten Zuwachs für die Unterstützung und Förderung der ländlichen Räume dort, wo notwendig. Dafür meinen herzlichen Dank. Wir haben also gemeinsam in den letzten Jahren, denke ich, ein deutliches Signal ausgesandt. Wir dürfen es nicht zulassen, dass nur die Metropolen im Fokus stehen und andere Regionen nicht beachtet werden. Richtschnur unserer Politik ist und bleibt das Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, aber auch das Ziel der Aktivierung der komparativen Vorteile der ländlichen Räume. Jede unserer vielfältigen ländlichen Regionen muss die Chance bekommen, ihre eigenen Potenziale voll auszuschöpfen. Dabei will ich auch festhalten, dass es ja nur nicht so ist, dass der ländliche Raum, wenn wir ihn definiert haben, ein einheitliches Anforderungsmuster hat. Ganz im Gegenteil. Die Disparitäten zwischen den Regionen sind erheblich und wir dürfen dies weder verharmlosen noch verklären. Wir brauchen eine realistische Sicht der Dinge, die Probleme wie Potenziale, Risiken wie Chancen aufnimmt. Fakt ist, im ländlichen Raum, so wie wir ihn verstehen, leben mehr als die Hälfte der Mitbürgerinnen und Mitbürger unseres Landes. Und das, wie Studien meines Hauses immer wieder ergeben, eigentlich und zumeist sehr gern. Der ländliche Raum prägt also das Gesicht unseres Landes, er ist aber auch wirtschafts- und kulturprägend.
Nun lassen Sie mich, gestatten Sie mir, dass ich das an einem Beispiel darstelle. Zur Abstrahierung dessen, was zu tun ist, komme ich dann gerne wieder zurück. Aber gerade der ländliche Raum lebt ja von der Erfahrung, vom Vergleich, vom Best Practice und von der Erkenntnis dessen, was auch schon gelungen ist. Ich habe im letzten Jahr eine ganze Reihe von Bürgerdialogen für mein Haus durchgeführt. Auch meine parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre haben dies getan im Rahmen der Initiative Gut Leben in Deutschland der Bundesregierung. Es war richtig so, dass mein Haus die größte Zahl dieser Initiativen und Gespräche hatte, weil wir in der Differenziertheit auch feststellen konnten, dass die Themenstellungen anders sind und irgendwo dann doch auf gleiche Grundlagen zurückgehen. Wenn ich in der näheren oder weiteren Heimat des Herrn Fraktionsvorsitzenden in die Bodenseeregion blicke, dann stellten wir fest, dass die Bedürfnisse und Fragen im Bodenseekreis natürlich völlig andere sind. Da ist nicht die Frage der demografischen, der Abwanderung, ein Stück die Frage der demografischen Struktur. Aber die Abwanderung wird kompensiert oder findet nicht statt durch eine ganz im Gegenteil erhöhte Zuwanderung, die durch den Siedlungs- und Kostendruck beispielsweise aus dem in diesem Landregion durch die hohen Lebenshaltungskosten, die am Bodenseeufer und in den Städten und Gemeinden unmittelbar da sind, entstehen und dann eher nach Weitem in den rückwärtigen Raum mitgehen. Fast hätte ich gesagt ins Hinterland, was natürlich, lieber Volker Kauder, eine unzutreffende Beschreibung der Region wäre. Andere Regionen wie Teile der Oberpfalz leben unter einem doch deutlichen demografischen Wandel und demografischen Druck, aber sie haben auch ihre Potenziale genutzt. Lassen Sie mich das heute an dem Tag, an dem die Bundesregierung den Bericht zur Entwicklung in den neuen Bundesländern, früher war das der Bericht zur deutschen Einheit. Wenn wir den heute beschlossen haben, wurde auch sehr deutlich, dass die deutsche Einheit und die europäische Einheit in vielen Regionen auch Westdeutschlands, des alten Westdeutschlands, viel Gutes und Segen gebracht hat. Die Oberpfalz, eine Region, die eine sehr ländliche Region ist, bei der die Arbeitslosigkeit, die Winterarbeitslosigkeit früher, wenn ich sage früher, meine ich vor einer Generation, 40-50% betragen hat, weil die Bauunternehmen im Winter zu waren und weil die Pendelei zur Saisonarbeit nach München, Nürnberg oder die Ballungsräume nicht möglich war. Wenn Sie die Zahlen im Landkreis Cham hören von heute, bei der gerade gestern der zuständige Bundestagskollege berichtet hat, dass ohne das Potenzial für Auszubildende und für Facharbeitskräfte aus der benachbarten Tschechischen Republik von ca. 2.000 bis 3.000, die im Landkreis Cham leben und arbeiten, und dieser Landkreis Cham trotzdem nur eine Arbeitslosigkeit von 2,8% hat, dann mag man sehen, welche tektonischen Verschiebungen sich auch da ergeben können. Der Blick auf den Bayerischen Wald, drei Vierteljahr Winter, ein Vierteljahr kalt, ist in dieser Form nicht mehr zu beschreiben. Es ist Boomregion und beispielsweise ist es auch sehr zukunftsträchtig, dass dort eine der ersten deutsch-tschechischen Berufsbildungseinrichtungen installiert worden ist. Die Berufsschule in Cham kann von beiden von Schülern aus beiden Ländern besucht werden. Da habe ich die Firma Meyer besucht, auch kein seltener Name, aber eine Maschinenfabrik in der Oberpfalz, zwischenzeitlich ein Hidden Champion, ein Vorzeigeunternehmen, das aus zwei Gründen für mich bemerkenswert ist. Es nimmt die Vorteile der ländlichen Räume auf, das heißt hohe Mitarbeiterbindung, die Bereitschaft der Mitarbeiter zu Initiative und antwortet darauf mit dem für die Regionen typischen Verhältnis, dass auch
gerade die mittelständische Wirtschaft bereit ist, im sozioökonomischen Bereich, das heißt eben bei der Unterstützung des Fußballvereins beim Schützenfest oder auch bei anderen Dingen mit dabei zu sein, ja auch bei der Investition für Kinderbetreuungseinrichtungen, ist das ein nahezu ein Musterbeispiel, was ich erleben konnte. Auch das Krisenjahr 2009, durch das viele Betriebe in Deutschland gegangen sind, hat mit einem sehr kooperativen Modell der Mitarbeiterverantwortung sich ausgezahlt. Keiner musste entlassen werden, jeder trat etwas kürzer. Heute steht der Betrieb besser da denn je. Und es sind also nicht mehr damit die Fragen, Fachkräfte für das Land zu finden, ohne Antwort. Es sind nicht mehr nur die gut ausgebildeten Ingenieure, die fragen, gibt es Arbeitsmöglichkeiten für meinen Partner, gibt es gute Kinderbetreuung? Und eben diese Entscheidung, der Volker Kauder nicht nachtrauert, dass da durch eine Entscheidung eines Ehepartners gesagt wird, wir gehen ab morgen dahin, lässt sich heute gar nicht mehr auch durch die Möglichkeiten für Arbeit für den anderen Ehepartner, für die Kinderbetreuung so kommunizieren oder so entscheiden. Ganz im Gegenteil, moderne Ausrichtung heißt, dass wir eine Diversifizierung der Themen auch in diesem Bereich sehen müssen. Es genügt nicht, nur einen guten Arbeitsplatz zu bieten. Das Drumherum ist natürlich im ländlichen Raum ein Stück sogar noch wichtiger als im städtischen, wo das mehr oder weniger dann von selbst in der Angebotsmöglichkeit besteht. Wenn die kleinen und mittelständischen Unternehmen wegen Fachkräftemangel oder schlechter Infrastruktur der ländlichen Region dann allerdings den Rücken kehren, dann wird nicht selten eine echte Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Also, ohne Arbeit kein neuer Zuzug, und das würde dann wieder zu den klassischen Themen Überalterung führen, Leerstände, sinkende Auslastung der Infrastrukturen und all das, was wir auch als schwierige Fragen kennen. Wenn wir wollen, dass der ländliche Raum ein attraktiver Ort bleibt, dann müssen wir die ländlichen Räume wieder zum Kern der wertgebundenen und natürlichen Entwicklung machen. Das ist nicht die Aufgabe eines einzelnen Ressorts, dazu braucht es viele Kräfte, doch wir müssen diese Kräfte gemeinsam bündeln. Deswegen ist die ländliche Entwicklung eine klassische Querschnittsaufgabe. Die Praktiker der Politik, nicht nur auf Bundesebene, wissen, Querschnittsaufgaben sind ambivalent. Wenn Sie etwas zur Querschnittsaufgabe erklären, könnte es sein, dass sich keiner so richtig drum kümmert, weil jeder irgendwie meint, das macht dann doch der andere. Deswegen ist die Bundesregierung hier einen anderen Weg gegangen. Wir haben einen nicht nur Staatssekretärsausschuss, einen interministeriellen Ausschuss eingerichtet, der unter der Leitung meines parlamentarischen Staatssekretärs und Kollegen Peter Bläser steht, sondern auch in der Koordinierung und Steuerung der zukünftigen Aufgaben mein Ressort mit betreut. Das zeigte sich jetzt in der Frage der Verbesserung der Gemeinschaftsaufgabe, zu der ich noch kurz kommen werde. Ich denke, dass mit diesem Arbeitsstab ländliche Entwicklung die erste Grundlage gelegt ist. Ich freue mich, dass ich mit dem Sachverständigenrat ländliche Entwicklung in meinem Hause, einige der Mitglieder des Sachverständigenrates sitzen ja hier im Raum, auch einen guten Ansatz für eine kontinuierliche Beratung aus der Zivilgesellschaft, aus den anderen Ebenen der Verantwortungsträger, aus der Wirtschaft mitfinden konnte. Und wir werden auf diese Hinweise natürlich und auf die Beratungen sehr dankbar immer wieder zurückkommen. Ich bekomme insofern das gute Gefühl, dass wir die Phase der Ressortzuständigkeit überwunden haben und sie gut organisiert haben. Ich sehe meine Kollegin, parlamentarische Staatssekretärin Beer aus dem zweiten Ministerium, das sich unwahrscheinlich intensiv kümmert um das, was die ländlichen Räume betrifft, nämlich die digitale Infrastruktur und auch die klassische Infrastruktur. Der Ministerkollege Dobrindt
geht momentan gegenwärtig in diesen Tagen nach der Verkündung des Bundesverkehrswegeplans und der Beratung desselben keinen Schritt, ohne dass der eine oder andere interessierte Kollege, ich nehme mich da gar nicht aus, ihm sagt, du lieber, mein lieber Alexander, wir hätten da und dort noch eine Bundesstraße oder eine Bundesautobahn, die gebaut werden kann. Aber ich empfehle uns, dass wir auch auf die digitale Struktur mit eingehen. Lassen Sie mich über die Instrumente reden, wo wir was erreichen wollen. Wir wollen erreichen, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und Entwicklungsmöglichkeit in die Zukunft hinein besteht. Ja, wenn ich definieren würde, was denn die wichtigsten Punkte in diesem Dreiklang mit sind, den ich sehe, dann wäre das zum einen, dass wir in einer gemeinsamen Finanzierung Bund, Länder und Europa, dass wir uns um die Aufgaben kümmern und zum Zweiten, dass wir zielgerichteter besser werden. Zur Gemeinschaftsaufgabe, das ist unser Hebel, der mir die Möglichkeit gibt, im Bund, im ländlichen Raum zu wirken. Die Gemeinschaftsaufgabe ist eine durchaus umstrittene Diskussion der 60er Jahre gewesen. Franz Josef Strauß und Karl Schiller haben die Idee damals im Artikel 91a unseres Grundgesetzes verankert. Wir haben zwei Gemeinschaftsaufgaben, die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes und die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Wir sind nun dabei, die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes in diesem Jahr anzupassen, zu einem wichtigen Instrument für die Zukunft auszubauen. Aus welcher Schlussfolgerung heraus? Nicht der, dass die Landwirtschaft nicht mehr die Rolle spielen würde und die Potenziale braucht, ganz im Gegenteil. Ich sehe, dass die Landwirtschaft, die auch in der politischen Betrachtung wegkommt, Landwirtschaftspolitik war früher eine Fachpolitik von Lotenjackenträgern, die unter sich geblieben sind. Das ist heute nicht mehr das Thema. Das Thema ist, dass wir von einer sektorbezogenen Politik zu einer gesellschaftsorientierten, offensiven Politik kommen müssen, um der Landwirtschaft ihren Platz im ländlichen Raum und in der Gesellschaft insbesondere zu schaffen. Deswegen wird sie auch zukünftig im Mittelpunkt stehen, ergänzt durch Instrumente der Förderung des ländlichen Raums insgesamt. Deswegen werden wir, ohne dem Bundesrat vorweggreifen zu wollen, das sollte man nicht tun, aber ich habe meine Meldungen und Nachrichten deuten darauf hin, dass wir am Freitag im Bundesrat die Zustimmung zu unserem GAK-Gesetz mitbekommen werden. Dann hier die gezielte ländliche Infrastrukturen und die Belebung der Dorfkerne voranbringen können und die Einrichtung der Daseinsvorsorge und Kleinstunternehmen der Grundversorgung stärken, damit das Leben weiter attraktiv bleibt. Von den Finanzen her ist das eine Ausstattung. Wir haben zusätzliche 40 Millionen. Wir werden in verschiedenen Bereichen und Tranchen noch weitere Gelder aktivieren können, die dann allerdings bei der Gemeinschaftsaufgabe natürlich auch auf eine Antwort aus den Ländern warten. Sie wissen, 60-40 ist das Grundschema, das ist der Grundverhältnis der Finanzierung Bund-Länder, mit Ausnahme der Sonderregelung für den Küstenschutz, wo wir eine 50-50-Regelung haben, aber die ist hier nicht betroffen, weder im Volumen noch im Thema. Ich habe zusätzlich mit dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung eine rein vom Bund her gesteuerte Initiative und ein Programm auf den Weg gebracht. Was will ich damit? Ich weiß, dass der Bund nicht durchfördern kann und will, aber wir setzen auf die vielen guten Ideen, die es vor Ort gibt. Ich denke zum Beispiel an unser Modell der Mehrfunktionshäuser, in denen sich Nahversorgung, Arzt, eine Bibliothek, die Postfiliale, die Apotheke unter einem Dach befinden können, um solche Modelle zu initiieren, zu fördern und auch greifbar und sichtbar zu machen. Darüber hinaus haben wir 13 Landkreise als Partner in unserem Modellprogramm Land auf Schwung genommen, die als besonders strukturschwach gelten. Damit fördern wir flexibel und nachhaltig das Engagement, die Aktivitäten und die Ideen der Menschen vor Ort für eine zukunftsfähige Entwicklung ihres Landkreises. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden seitens der Bundesregierung
wird mein Ressort in die Kabinettsberatungen aller Voraussicht nach im November den zweiten Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume mit einbringen. Und ich will in diesem Punkt und in diesem Bereich dann auch die Zukunftsperspektiven mit anschneiden. Was sind denn die Ziele für die Zeit nach 2017? Der Solidarpakt Ost-West läuft aus. Wenn wir die Betrachtung der Förderung von schwierigen oder Gebieten, die Förderung brauchen und Innovation in den neuen Bundesländern sehen, dann wissen wir auch, dass es in den alten Bundesländern auch welche gibt. Wir werden deswegen an einer Auflösung der Unterschiede und einer Konzentration auf Regionalflächen in allen Bundesländern gehen. Dann ein Bekenntnis zur Gemeinschaftsaufgabe mit einer Schärfung und Straffung. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch im Grundgesetz das noch verankern, was wir jetzt vorbereitet haben über das einfache GAK-Gesetz, nämlich den Förderrahmen in ein vernetztes Umfeld zu stellen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht uns zu stark auseinanderentwickeln mit allen möglichen Wunschkonzerten, sondern dass wir präzise und konzise bleiben. Deswegen ein Bekenntnis zu ein, höchstens zwei Gemeinschaftsaufgaben. Dann eine Stärkung der europäischen Strukturen, die bisher mit viel Geld, mit viel Treffsicherheit, aber manchmal auch mit Fehlallokationen arbeiten. Ich möchte das hier nur andeuten und ansprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, nach Jahren, in denen die Metropolen und Konzerne im Fokus standen, sollten wir wieder deutlich machen, dass wir uns um die kleineren Orte und Unternehmen der ländlichen Region kümmern und vor allem für die jüngere Generation in den neuen Räumen zur Verfügung und Zukunft stehen wollen. Wir werden das in den nächsten Jahren erarbeiten müssen. Ich vermute, nicht alles, liebe Gitta, wird uns in dieser Legislaturperiode noch gelingen. Es ist unsere Aufgabe, auch in die Zielperspektive, was wir nach 2017 erreichen wollen, gerade die letzten von mir genannten Punkte mit einzubeziehen. Das erfordert auch eine deutliche Finanzausstattung. Mein Vorvorvorgänger und Mitverhandler Horst Seehofer hatte eine Zahl genannt, Sie wissen, wir in der CSU, wir nennen ab und zu Zahlen. Diese Zahl bezog sich auf die Frage, wie viel Geld wir investieren können. Ohne dass wir das in einem Stück durchgesetzt haben, sind wir beim Zuwachs von fast 200 Millionen zwischenzeitlich bei der Gemeinschaftsgabe und anderen Förderungen gelandet. Das ist aber nicht alles. Wir müssen mehr definieren, wie wir die Zukunft der ländlichen Räume fördern können und nicht nur die Vergangenheit konservieren. Das wäre nämlich der Blick auf romantisierende Vorstellung, wie denn der ländliche Raum als Urlaubsort für die städtischen Bevölkerung dienen könnte. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Minister Christian Schmidt. Du hast dargestellt, was und in welchem Umfang heute auch schon seitens eures Hauses über ganz unterschiedliche Töpfe geleistet wird. Du hast aber auch daran hingewiesen, dass es sich um eine Querschnittsaufgabe handelt mit der gesamten Ambivalenz einer Querschnittsaufgabe. Dazu gehört auch die Tatsache, dass auch in der Bundesregierung mehrere Häuser dort Verantwortung tragen. Ein Haus, das dem außerordentlich gut entsprechend auch Wertschätzung trägt, ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Angekündigt war Herr Bundesminister Alexander Dobrindt, der aber ganz kurzfristig zu einem zwingenden anderen Termin musste. Aber wir haben hervorragenden Ersatz in Gestalt seiner parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Beer. Sie kommt selbst auch vom Dorf und lebt dort. Auch sie in einer Kommune mit 4.000 Einwohnern. Und sie weiß also, wenn es darum geht, was Digitalisierung und die damit einhergehende Flexibilisierung der Arbeitswelt bedeutet, an Herausforderungen bedeutet, aber auch an großer Chance für die ländliche Region,
Die Bundesregierung hat sich ja hier bekanntlich sehr ambitionierte Ziele auch gesetzt. Bis 2018 soll es eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde geben. Das wäre eine erhebliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Situation und von großer Bedeutung für die Region. Ich habe es jüngst selbst erleben dürfen, als meinem Heimatwahlkreis immerhin eine Förderung von über 20 Millionen Euro ausgegeben wurde, liebe Dorothee. Und deswegen freue ich mich jetzt auf deinen Beitrag für euer Haus. Ist dein Wort. Ja, liebe Gitta, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Christian Schmidt, liebe Kolleginnen und Kollegen, man freut sich nicht über jede Ministervertretung, aber über die schon. Das gebe ich ganz offen zu, weil ich das ganz großartig finde, das Thema starke ländliche Räume jetzt und in Zukunft, weil es genau das ist, was wir in unserer täglichen Arbeit machen, aber wo ich auch die wahnsinnig große Chance sehe, beziehungsweise immer auch die These vertrete, dass von der Digitalisierung, wenn man überhaupt von großen Vorteilen spricht, wenn jemand Vorteile hat, dann ist es der ländliche Raum. Also das tut mir jetzt leid für alle, die einen Erstwohnsitz in Berlin, in München oder in Hamburg haben. Sie haben natürlich auch Vorteile, aber gerade auf dem Land, im ländlichen Raum haben wir die größten Chancen, werden wir am meisten von der Zukunft hier profitieren. Übrigens in Teilen auch schon von der Gegenwart. Und es ist richtig, Gitta, mein Ort hat 4000 Einwohner, der würde aber nie sich so wahnsinnig dörflich fühlen, weil in einem Landkreis, aus dem ich komme, wo die größte Stadt 13.000 Einwohner hat, sind 4000 schon eine Metropole. Und wer meinen Wahlkreis kennen würde, Bad Kissingen, das sind drei Landkreise, von der Fläche her ein Drittel größer als das Saarland, mehr Rhönschafe als Menschen, die da leben. Und Frau Lehr, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die schönsten Fotos im Internet, die es über Sie gibt, sind in Bad Kissingen geschossen worden. Also Sie kennen dann auch die Heimat gut. Auf jeden Fall waren Sie schon vor Ort, die Beweise sind da. Wenn man sich anschaut, dass über 70% der Deutschen außerhalb von Großstädten leben, kann man ganz klar das zusammenfassen, dass ohne das Land kein Staat zu machen ist. Und wir hatten das erlebt auch bei den Koalitionsverhandlungen. Ich durfte die Unterarbeitsgruppe zur Digitalisierung auch leiten. Übrigens, vielleicht wird es auch in Zukunft nicht mehr Unterarbeitsgruppe heißen. Das wäre auch schon mal ein Vorteil, wenn auch bei Koalitionsverhandlungen es auch die Digitalisierung den Stellenwert auch hat, den es verdient. Wir haben zumindest auch erstmals ein Ministerium, wo das Wort digital schon mal im Namen vorkommt. Und wir haben damals auch festgelegt, wie wollen wir Deutschland anbinden. Die Gitta Konnemann hat gerade diese mindestens 50 Mbit pro Sekunde bis 2018 angesprochen und auch erklärt, dass das ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Das teile ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite reicht es natürlich trotzdem bei weitem nicht aus. Was nicht heißt, dass wir nicht an den Zielen im Koalitionsvertrag festhalten, aber man sieht einfach, wie wahnsinnig schnell solche Entwicklungen vonstatten gehen und ich komme da gleich noch drauf, was wir jetzt schon machen bei uns im Haus und wofür die 50 Mbit eben bei weitem nicht ausreichend sind. Deswegen, lieber Herr Landwirtschaftsminister, wenn man es flapsig ausdrückt, sind für mich das immer diese 50 Mbit so Feldwege, Schotterwege, aber sicherlich keine Datenautobahnen, sondern diese mindestens 50 Mbit, die wir, weil der Ingbert Liebing da ist, also auch auf Nordseeinseln brauchen. Das ist Sylt ja eine der größeren Inseln, aber auch auf kleinen Halligen und auf Almhütten und selbstverständlich auch in kleinen Weilern. Gab es heftige Diskussionen 2013, übrigens auch von führenden Kollegen aus der Nachbarfraktion, die schon sich sehr schwer getan haben mit der Festlegung auf 50 Mbit, eher der Meinung waren, oh, wenn dann maximal. Eine andere Oppositionspartei hatte 2013 im Programm noch eine ausreichende Abdeckung von 6 Mbit festgeschrieben. Auch dass man mal nur sieht, was dann noch nicht einmal innerhalb von 3 Jahren sich auch an der Diskussionsgrundlage ändert. Und da gab es auch den einen oder anderen, der der Meinung war, machen wir doch 95% Abdeckung, das reicht ja völlig aus. Wenn man sich aber dann überlegt, dass ja über ein Drittel der Bevölkerung dann in den letzten 5% liegen, hätte es jetzt nicht nur meinen Wahlkreis betroffen, Gitta Konnemanns Wahlkreis ganz sicher auch, der nicht abgedeckt worden wäre. Und wenn unsere Vorvorväter und Mütter, liebe Frau Lehr, damals auch gemeint hätten, dass es nicht notwendig ist, überall einen Brief hinzurudern oder auch Telefonleitungen oder Wasser und Abwasser zu legen, hätten wir sicher nicht diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und deswegen nochmal zum Eingang, Digitalisierung
sorgt gerade im ländlichen Raum für eine absolute Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und deswegen hoffe ich auch persönlich sehr, dass von diesem Kongress da auch noch eine größere Begeisterung für diese neuen Maßnahmen geht, weil wir sind da weltweit mit am zurückhaltendsten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn zum Beispiel für die Bereiche, für die wir auch zuständig sind, der ganze Bereich des automatisierten und autonomen Fahrens, da gehen in den Umfragen so die Begeisterungsstürme immer weiter nach unten. In jedem Land auf der Welt ist die Freude groß, da bald partizipieren zu dürfen. In Deutschland ist da die Skepsis noch mit am größten. Warum kann der ländliche Raum von der Digitalisierung profitieren? Beispielsweise gegen den Abwanderungstrend. Und das merkt man ja heutzutage auch, sie werden nicht mehr so stark wie früher, wenn sie Bürgermeister sind, gefragt, wenn Neubaugebiete da sind, wie ist die Situation der Kindergärten, der Schulen, das spielt auch eine wichtige Rolle. Aber die Anbindung, die digitale Anbindung ist das, was jeder möchte, ob das ein mittelständischer Betrieb ist oder ob das eben auch Familien sind, die sich für Gemeinden entscheiden. Deswegen haben wir da viele Weichen gestellt. Wie gesagt, wir reden jetzt schon von der Gigabit-Gesellschaft, die dringend notwendig ist, und haben mit der Wirtschaft die Netzallianz Digitales Deutschland gegründet. Wir haben das Commitment bekommen, die Zusage, Schutz der deutschen Sprache, also die Zusage von allen Unternehmen, die investitions- und innovationswillig sind, jedes Jahr 8 Milliarden auszugeben. Im letzten Jahr wurde die Zusage gegeben, eingehalten, jetzt wieder. Und wir haben auch mit unseren Förderaufruf, mit unserem Breitbandförderprogramm, wo wir 4 Milliarden zur Verfügung stellen. Jetzt können Sie sagen, 4 Milliarden ist nicht viel, die Wirtschaft macht 8. Wenn ich Ihnen sage, dass wir 2013 im Haus die Aufgabe bekommen haben, den Breitbandausbau zu schultern und 2013 im Haushalt einen Nullstand, eine schwarze, eine rote, eine pinkfarbene, Sie suchen es sich aus, auf jeden Fall hatten wir keinen einzigen Euro für den Breitbandausbau, sind diese 4 Milliarden 4, weil die auch wirklich hart verdient wurden in den letzten Jahren. Wir hatten jetzt in den Förderaufrufen 171 Anträge auf Projektförderung, da wurden jetzt schon 1,3 Milliarden positiv beschieden und Gesamtinvestitionen von 3 Milliarden Euro, die nochmal dazugekommen sind, weil wir auch noch natürlich von den Ländern auch das Geld bekommen. Wir haben ihnen das erstmal mühevoll wieder nach der Versteigerung der Frequenzen erst gegeben, auch mit der Auflage, es dann wieder für Digitalisierung einzusetzen und zwar tatsächlich auch für Ausbau, weil dann einige Stadtstaaten der Meinung waren, wir kaufen davon Whiteboards in Klassenzimmern, so ist es nicht gemeint, sondern dass es tatsächlich auch wieder für Breitbandausbau zur Verfügung steht. Und wir machen jetzt, sind gerade dabei, einen Sonderaufruf Mittelstand, das ist vielleicht für Sie auch ganz interessant, weil der Sonderaufruf Mittelstand wird nochmal mit 350 Millionen Euro dotiert sein. Aber die Grundbedingung ist, dass dann in den Gewerbegebieten eine Breitbandversorgung von mindestens einem Gigabit symmetrisch ermöglicht sein muss. Wir sind da gerade noch in der letzten Ausgestaltung, in der letzten Diskussion. Ich spreche es aber deswegen an, weil wir haben da eine Deckelung und es wird im Vergleich zu unseren anderen Förderprogrammen ein Windhundprinzip geben. Also wenn Sie da schon mal auch zu Hause die Vorbereitungen treffen, sobald das Programm startet, werden diese 350 Millionen auch extra nochmal für unsere Gewerbegebiete zur Verfügung stehen. Wirtschaftsförderung ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Die Verfügbarkeit von Anschlüssen mit mindestens 50 Mbit hatten wir in den letzten 12 Monaten schon einen Zuwachs um 15%, im halbstädtischen Raum einen Zuwachs von 8%. Und wir haben momentan 120.000 Kilometer neue Glasfaserstrecken errichtet und 625.000 Haushalte angebunden. Ich gebe ganz offen zu, wir machen momentan einen Technologiemix, also auch mit LTE und Vectoring. Schöner wäre es natürlich, überall ausschließlich Glasfaser zu machen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir brauchen aber für den Übergang, um diese Zwischenziele zu erreichen, diesen Technologiemix, setzen aber trotzdem eben sehr stark auch auf die neuen Technologien. Wir haben die Gemeinden, die Landkreise und die Regionen auch gebeten, wenn sie bei unseren Förderprogrammen erfolgreich sein wollen, sollen sie auch ein gemeinsames Ausbaukonzept erarbeiten, weil auch durch den Zusammenhalt in der Region dann nochmal neue Synergien gehoben werden können. Und wir haben das sogenannte Diginetz-Gesetz auf den Weg gebracht. Was bedeutet das? Da geht es auch nochmal darum, dass beispielsweise auch Kostensenkungsrichtlinie der Europäischen Union umgesetzt wird, dass es also auch Mitverlegemethoden gibt, günstigere Verlegemethoden. Und ich hatte jetzt gestern auch Gespräche, auch mit Kommunalpolitikern, auch die Idee eines Landrats, die wir gerade prüfen, versuchen umzusetzen, ob nicht bei der ganzen Stromtrassendiskussion, die ja für viele vor Ort eine schwierige Diskussion ist, ob es nicht möglich ist, dann auch gleich Gigabit
Glasfaser mitzuverlegen, dass zumindest diejenigen, die an der Strecke von diesen Stromleitungen liegen, die das schnellste Glasfasernetz der Welt bekommen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall dann ein solcher Vorteil, dass man dann vielleicht auch die Nachteile, die man anderweitig hat, mit in Kauf nehmen kann. Wir stehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Wir müssen da jetzt nur auch noch mit den anderen Ressorts sprechen und auch mit den TK-Unternehmen, die davon betroffen sind. Aber das sieht man, wo dann auch tatsächlich Mitverlegung genutzt werden kann, wo Synergien entstehen. Wir bleiben bei dem Ziel, wie gesagt, ich will unsere Ziele da nicht kleiner reden. Trotzdem müssen wir uns anschauen, was wir jetzt schon für Anwendungen haben, die jetzt schon vorhanden sind, beispielsweise bei der Industrie 4.0 oder beim autonomen Fahren. Wir haben, um die Reaktionszeiten zu ermöglichen, muss die Datenverarbeitung bereits im Netz erfolgen. Netze müssen dementsprechend auch intelligent sein. Und im Ergebnis werden künftig die Kommunikations- und die Informationstechniken zu einer einzigen Infrastruktur verschmelzen. Wir werden also auch dem Ausbau eine grundlegend zentralere Bedeutung zumessen. Ganz wichtig für unsere Anwendung ist der neue Mobilfunkstandard 5G. Auch da, wenn man sich mal anschaut, das war bei der CeBIT 2014, war ich beim Kanzlerinnenrundgang dabei, wo viele Unternehmen dabei waren, die der Kanzlerin zugeflüstert haben, 5G wird nie kommen. Das hat man ein Jahr später zum Glück schon anders gesehen. Wir unterstützen umfassend die Einführung, weil 5G keine ganz gewöhnliche Weiterentwicklung ist, sondern es geht um ganz neue Netzarchitekturen, um neue Funktionalitäten, um eine Symbiose von Festnetz und Mobilfunk und vor allem um Echtzeitkommunikation. Das ist das ganz Entscheidende. Brauchen wir für unser automatisiertes, vernetztes Fahren, wenn jetzt eine Ihrer E-Mails mal eine Sekunde zu spät rausgeht, hält sich wahrscheinlich das Drama in Grenzen, wenn aber das Auto auf das Auto, was vor einem fährt, eine Sekunde zu spät reagiert, hat es halt ganz andere Konsequenzen. Und deswegen haben wir eine sehr breite Forschungslandschaft dazu in Deutschland auch eingeladen. Ziel ist es, dass 5G möglichst schnell eingeführt wird und wir arbeiten auch aktiv an den frequenzpolitischen Voraussetzungen mit, nicht nur für unser Land, sondern auf europäischer Ebene. Und wir sind ganz aktiv alle 4 Jahre bei der Weltfunkkonferenz, sind da auch 4 Wochen vor Ort vertreten, um die Interessen Deutschlands, um die Interessen Europas auch gegen die anderen Kontinente da zu verteidigen. Wir machen den Startschuss für die Einführung von 5G in Deutschland als Konferenz in der nächsten Woche am 27.09. bei uns im Ministerium gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Bundesgesundheitsministerium und wollen da auch alle ansprechen, die daran interessiert sind, die Öffentlichkeit, aber auch natürlich die Medien, um zu sagen, wir sind da schon mal einen Schritt weiter und überlassen die Entwicklung jetzt nicht den USA oder China. Was haben wir noch für Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum? Kommunikation ist das eine, das hatte ich angesprochen, Mobilität ist das andere. Carsharing, App-vermittelte Beförderungsleistungen, da bin ich auch fest davon überzeugt. Klar gibt es jetzt diejenigen, die hier jetzt in Berlin oder in anderen Großstädten Rosinenpickerei betreiben wollen, das ist okay. Ich verstehe nur nicht ganz vom Ansatz her, wer sich mit Deutschland beschäftigt, wer sich mit unserem Markt hier beschäftigt, wer weiß, dass wir ein föderales Land sind, wir haben 16 Bundesländer, wir haben einen starken ländlichen Raum, müsste ich eigentlich, wenn ich schon in der Öffentlichkeit nicht wahnsinnig gut dastehe, vielleicht versuchen, an der einen oder anderen Stelle mein Image aufzubessern, indem ich sage, ich gehe gezielt auch in die Regionen, wo es eben keinen ÖPNV gibt und wo vielleicht auch die Akzeptanz und die Freude, Carsharing nutzen zu können, oder Ride-Sharing oder ob das jetzt auch neue E-Scooter sind oder was alles auf dem Markt ist, weil ich da tatsächlich für die Bevölkerung vor Ort zur Lebenserleichterung wirklich was erreichen kann. Wenn man sieht, wie sich das Smartphone zunehmend als Kundenmedium für die Servicekette informieren, buchen, bezahlen entwickelt, also das Smartphone auch eine persönliche Mobilitätszentrale ist an dieser Stelle, wir gar nicht wissen, ob das so bleibt. Das Smartphone wird 1:1 wahrscheinlich dann auch mal im Auto oder in einem anderen Gerät aufgehen oder in anderen Wearables. Im Moment nutzen wir es eben noch, aber mit Hilfe unseres Smartphones, mit Hilfe von Mobilitäts-Apps sind eben die Menschen heutzutage in der Lage, in Sekundenbruchteilen eine Verknüpfung von Angebot und Nachfrage zu bekommen und auch ihre intelligente und individuelle Nutzung des Verkehrs hinzubekommen. Und wir arbeiten stark daran, dass man sich tatsächlich, lieber Ingbert, vielleicht in Sylt hinsetzen kann und sagt, man möchte nach Berchtesgaden und dann wäre es halt wunderschön, wenn ich da nicht nur
auf die Deutsche Bahn zurückgreife oder auf die Nord-Ostsee-Bahn, sondern vielleicht auch noch mit einem Carsharing-Auto zu einer bestimmten Stelle hinfahren kann, dazwischen vielleicht mit dem Scooter oder mit einem Leihbike, und ich hätte die Buchung von A nach B in einem Rutsch durch. Jetzt ist es halt so, dass es halt oft schon an Landkreisgrenzen scheitert. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also es hat nicht nur was mit unseren 16 Bundesländern zu tun. Ich weiß auch von Beispielen jetzt aus Bayern, wo dann tatsächlich, auch wenn der Wille da ist, zwischen zwei Landkreisen und einer kreisfreien Stadt so ein Buchungssystem nur in einem Bundeswahlkreis oft 2,5 Jahre dauert, weil halt dann doch vielleicht es wahnsinnig schwer ist für den einen oder anderen, ich sage jetzt mal, überspitzt Gebietsfürsten, da vielleicht auch mal Kompetenzen abzugeben oder von der Verwaltung dann auch der Nachbarverwaltung mitzuvertrauen. Deswegen ist dieses System, so wie wir es uns vorstellen, was technisch alles möglich ist, leider noch nicht so durchführbar, obwohl es alles von den Daten her auch vorhanden wäre, wie es eigentlich im Jahr 2016 sein sollte. Wie gesagt, private Mitnahmegelegenheiten und so weiter, da gibt es positive Beispiele. Wir loben gerade einen Mobilitätspreis aus, der sich gerade auch mit solchen Lösungen für den ländlichen Raum beschäftigt und wo auch einige ausgezeichnet werden, die gerade für den ländlichen Raum da auch das Leben erleichtern für die Menschen. Automatisiertes Fahren, vernetztes Fahren habe ich angesprochen. Wir wollen zum einen Verkehrsflüsse deutlich verbessern. Wir wollen die Entstehung kritischer Verkehrssituationen reduzieren. Die Fahrer sollen entlastet werden, übrigens nicht nur Sie alle, sondern auch gerade unsere professionellen Fahrer, die eben jetzt im Güterverkehrsgewerbe beispielsweise tätig sind. Die Umwelt wird entlastet, wir kriegen eine zusätzliche Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze. Und wo ÖPNV und Taxiunternehmen und die Angebote der Sharing Economy auch an ihre wirtschaftlichen Grenzen stoßen, werden selbstfahrende Autos künftig auch für ältere und kranke Menschen eine ganz wichtige Alternative bieten. Und wie schaffen wir das, diese Begeisterung zu wecken, dass jeder sagt, ja super, dass ihr da so vorangeht, dass ihr ein digitales Testfeld habt, und ich freue mich auch, wenn ich später mal gefahren werde. Wir hatten mal nur zu dem Thema hier einen Kongress und dann kam gleich als erste Antwort, also ich lasse mir von euch mein Fahrvergnügen nicht kaputt machen. Dann wird es schwierig. Also wenn ich immer davon ausgehe, dass ich immer zu 100% jeden Tag bei jeder Fahrt ein Fahrvergnügen habe, das würde bedeuten, ich fahre jeden Tag auf der Autobahn alleine immer mit 240 und immer bei besten Wetterbedingungen, dann hat man wahrscheinlich schon ein Fahrvergnügen, die meisten zumindest. Wenn ich aber auch weiß, dass es auch mal Situationen geben soll, wo man in einen Stau gerät, mag dem einen oder anderen schon mal passiert sein, Stop and Go. Am schlimmsten ist ja nicht das komplette Stehen, sondern wenn es dann immer so 10 Zentimeter weitergeht. Wenn ich weiß, wer sich noch an die Winter erinnern kann, dass es auch mal Glatteis gibt, dass es Regen gibt, dass es Dunkelheit gibt. Wenn ich weiß, wie viele Jahre meines Lebens ich mit der Parkplatzsuche einfach beschäftigt bin, finde ich, müssen wir vielleicht viel besser den Menschen auch erklären, was ihr persönlicher Vorteil ist. Wenn ich jetzt sage, über 95% aller Unfälle gehen auf menschliches Versagen zurück, dann ist das vielleicht eine Zahl, wo man sagt, ja gut, aber ich bin ein guter Fahrer, nur alle anderen sind blöd. Ich bin der Einzige, der fahren kann, die anderen bräuchten es vielleicht, aber ich natürlich nicht. Dann hilft es nicht, die Menschen zu überzeugen. Also müssen wir vielleicht einer 80-jährigen Dame aus Oberleichtersbach erklären, die am Grauen Star operiert wurde, zwar besser sieht als vorher. Ist zu lang? Nee, okay. Dann muss man vielleicht, du stoppst mich einfach, du trötest und dann höre ich auf. Auf jeden Fall muss man der dann vielleicht erklären, dass sie einen Vorteil hat, weil sie länger selbstbestimmt im Alter leben bleiben kann. Wenn ich jemanden habe, der früh gerne lang schläft, dann muss man dem auch erklären können, du kannst jeden Tag eine halbe Stunde auf dem Weg zur Arbeit sparen, weil du nie mehr einen Parkplatz suchen musst, dein Auto parkt sich selbst, kommt wieder zu dir zurück. Und wenn man, ich habe das gehört, kleine Kinder hat, die immer dann, wenn man in brenzliche Situationen kommt, sich auf der Rückbank gegenseitig umbringen. Wenn man nach dem Weg sucht oder in sonst einer Situation ist, wenn man da sagt, du kannst dich umdrehen, Hände vom Steuer nehmen, was zu essen, was zu trinken reichen, beruhigend einwirken, dann hat man vielleicht mehr Freude daran. Und wenn die Menschen sagen, alles gefährlich, dann fragen sie einfach mal, nutzen sie jetzt schon Teilautomatisierung? Dann sagt jeder nein. Man sagt, haben Sie einen Regensensor? Mhm. Haben Sie Glatteiswarnung? Ah ja. Piepst Ihr Auto, wenn Sie rückwärts fahren? Ja, das tut es auch. Also merkt man gar nicht oft, dass schon teilautomatisierte Fahrzeuge unterwegs sind und dass wir die eben schon nutzen. Also ich muss jetzt trotzdem ein wenig schneller machen. Also ich habe noch nicht mal die Hälfte, aber okay, Sie sehen, das treibt mich um, aber ich mache es jetzt mal ein paar Vorschläge, nur Stichpunkte. Also wir haben eine Strategie fürs vernetzte Fahren, wir haben ein digitales Testfeld auf der Autobahn, auf der A9.
Wir steigen jetzt in den Raum, wir gehen in 6 Großstädte, wo wir das auch weiter erproben. Wir digitalisieren unseren Mittelstand. Auch das ist wichtig, da die Mittelständler mit ins Boot zu holen. Das sind die, die jammern aufgrund der digitalen Disruption, sich aber noch am wenigsten bewusst sind, was sie persönlich eben auch für Chancen davon haben. Jetzt habe ich einen total spannenden Blog, den ich leider weglassen muss, nämlich Digitalisierung in der Landwirtschaft, lieber Christian Schmidt. Ich durfte heuer auf der Farm and Food 4.0 im Rahmen der Grünen Woche auch mit Günther Oettinger sprechen. Also mit das spannendste Thema, wenn man sieht, wie Drohneneinsatz in der Landwirtschaft funktioniert. Das Stichwort Bauer sucht Cloud ist in aller Munde. Also auch diese Wachstums- und Wohlstandschancen, die einfach da sind. Der Bauernhof 4.0 ist ein Erfolgsmodell, der wirklich extrem beeindruckend ist. Und wenn man sieht, Präzisionslandwirtschaft, wie hier Traktoren, Erntemaschinen ganz anders im Einsatz sind, der moderne Traktor ist eher ein Rechenzentrum als ein Fahrzeug. Und alleine auch da die Sensorik, das sind übrigens unsere Automobilzulieferer auch gigantisch. In über der Hälfte aller Fahrzeuge weltweit ist deutsche Sensorik verbaut. Also da wird mir nicht bange, und die Multicopter, die digitale Helferlein sind. Also vielleicht können wir noch mal extra zur Digitalisierung in der Landwirtschaft noch mal einen Kongress machen, Gitta. Es würde mich auf jeden Fall sehr reizen, und der Christian hat vorhin von den grünen Joppen gesprochen. Wir können das auch im Dirndl machen, Christian, das müssen nicht nur grüne Joppen sein. Also Produktivität steigt auch in der Landwirtschaft, und vielleicht noch abschließend, auch was bedeutet es eben auch noch für die Familien, für die Schulen? Ich denke, wenn jemand tatsächlich seine Familie im ländlichen Raum haben möchte, verstärkter Einsatz von Homeoffice, weniger Pendlerstaus, mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf und neben der Landwirtschaft, neben der Mobilität, das allerspannendste Thema, was wir noch nicht besprochen haben, ist die Digitalisierung in der Medizin. Ist der ganze Bereich von E-Health, ist der ganze Bereich auch beispielsweise digitalen Sprechstunden und zur Bildung und zum E-Learning bin ich jetzt überhaupt nicht mehr gekommen. Also Sie sehen, mein großer Wunsch wäre es, dass auch von diesem Kongress wirklich ein Zeichen ausgeht, dass diejenigen, die auf dem Land leben, nicht diejenigen sind, an denen die Chancen vorbeigehen, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt niedrigere Lebenshaltungskosten, es gibt für das gleiche Geld mehr Fläche, mehr Grund zur Verfügung. Man hat eine wahnsinnig spannende, schöne Umwelt, eine sehr hohe Lebensqualität, und durch die Digitalisierung wird man genau die gleichen Lebenschancen haben wie heutzutage in unseren Großstädten. Deswegen vielen Dank dafür, den Kongress, dass er stattfindet, und an Sie alle ein herzliches Dankeschön und auch eine Bitte, als kleine Botschafter rauszugehen und den Leuten sagen, dass das alles großartig ist, und die Bedenken hinten anzustellen. Da gibt es genug Bedenkenträger, die rumlaufen. Wir brauchen jetzt diejenigen, die das Ganze mit uns machen wollen, und selbst diejenigen, die keine Lust dazu haben, sollten Lust haben, weil auch wenn sie keine haben, machen müssen sie es trotzdem. Dankeschön. Liebe Dorothee, vielen Dank für diesen Parforce-Ritt. Parforce-Ritte sind erforderlich, wenn es einfach viel auch darzustellen gibt. Und es ist deutlich geworden, in welchen Feldern ihr am Ende auch über das Bundesministerium, in diesem Fall für digitale Infrastruktur, tätig seid und wie viel sich auch gerade in den letzten Jahren bewegt hat und auf den Weg entsprechend gebracht worden ist. Mir hat besonders gut gefallen, dein Plädoyer zu sagen: Am Ende sorgt die Digitalisierung für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Denn das ist eine der Fragen, die wir uns stellen. Wie können wir zu dieser Gleichwertigkeit kommen, für die wir uns aussprechen, die uns auch qua Grundgesetz vorgegeben ist, die aber am Ende zurzeit nicht vorherrscht. Und das wird auch das Thema sein des ersten Podiums, zu dem ich jetzt begrüßen darf. Es geht um das Thema Wertschöpfung durch Wirtschaft. Eines ist deutlich, dort, wo keine Wirtschaft mehr ist, fehlt am Ende auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln für Menschen. Deswegen kommt Wirtschaft eine ungeheure Bedeutung für den ländlichen Raum, für die ländlichen Regionen zu. Und ich freue mich deshalb, dass mein Kollege, unser Kollege Ingbert Liebing, sich bereit erklärt hat, die Moderation für dieses Podium zu übernehmen. Er ist selbst Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Aber nicht nur das, er hat in der letzten Legislaturperiode eine Arbeitsgruppe der CDU-CSU und der FDP geleitet. Am Ende stand ein echtes Kompendium: Was muss eigentlich passieren, damit sich Fortschritte auch zeigen im Bereich der ländlichen Region? Er ist also
tatsächlich ein Gesicht des ländlichen Raums. Deshalb, lieber Ingbert, ihr seid jetzt am Zuge. Du wirst auch die Teilnehmer dieses Podiums vorstellen. Wir freuen uns darauf. Herzlichen Dank, liebe Gitta Konnemann, für die Überleitung zum ersten Podiumsgespräch. Ja, ländliche Räume war in der vergangenen Wahlperiode ein Thema, mit dem ich persönlich mich beschäftigen durfte, als wir diese Koalitionsarbeitsgruppe geleitet haben. Mich freut, dass aus den Ergebnissen dessen, was am Ende der Wahlperiode ja auch beschlossen wurde vom Deutschen Bundestag, viele Punkte auch auf den Weg gebracht worden sind, zum Beispiel auch die Fortentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur Küstenschutz zu einer Gemeinschaftsaufgabe zur ländlichen Regionalentwicklung. Das war einer der Punkte und viele andere Aspekte auch dessen, was wir eben besprochen haben, was wir gehört haben zur Digitalisierung, zeichnete sich damals ja auch bereits ab. Nun haben wir viel gehört an Bekenntnissen zur Leistungsfähigkeit, zur Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume. Wir haben auch viel gehört, was jetzt schon auf dem Weg ist. Aber wir wollen jetzt mit Gästen diskutieren, die von außen, nicht aus der Politik heraus, aber aus Verbänden, aus Organisationen, die sich mit der Zukunft der ländlichen Räume befassen, zu uns gekommen sind. Und dazu darf ich von links beginnend begrüßen Dr. Achim Derks, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Dr. Christoph Eiden, den Präsidenten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Neben mir sitzt Professor Hans-Günther Hennecke, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages. Zu meiner Rechten sitzt Marika Puss-Keppeleit, die Geschäftsführerin der Plattform Ländliche Räume in der Andreas-Hermes-Akademie. Und ganz außen rechts der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer. Und meine erste Eingangsfrage an Sie alle geht: Wie sehen Sie die Lage und die Perspektiven für die ländlichen Räume? Wir kennen das Thema der Landflucht. Stimmt das überhaupt? Jüngst haben wir gelesen, Spiegel Online hat damit aufgemacht, das sei doch alles gar nicht so. Seit 2014 würden mehr Menschen von der Stadt auf das Land ziehen als umgekehrt. Rennen wir also einem falschen Trend hinterher? Und sind die Besorgnisse, die ländlichen Räume könnten abgehängt werden, wirklich berechtigt, das Empfinden von Menschen abgehängt zu werden? Davon sprach unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder. Oder können wir zufrieden sein mit dem, was auf dem Weg ist zur Entwicklung der ländlichen Regionen? Denn wir schauen ja auch auf die Probleme in städtischen Regionen. Wir sprechen über Wohnungsnot in den Städten, Ballung von sozialen Problemen. Ist da nicht die Zukunftsperspektive in den ländlichen Regionen heute schon viel besser? Also, Feuer frei, ich bin interessiert an Ihrer Einschätzung zur Lage und den Perspektiven und beginne mit Ihnen, Frau Puss-Keppeleit. Wie ist Ihre Sicht auf dieses Thema? Ja, vielen Dank für die Fragestellung, und ich schließe eigentlich gerade dort an, wo Frau Bär aufgehört hat mit dem Thema Digitalisierung, das, was ich heute mitbringen möchte für die ländlichen Räume, weil ich glaube, dass da wirklich riesiges, riesiges Potenzial drin steckt, wenn wir die Chancen nutzen. Und wenn wir hier auf einem Podium sitzen, was das Thema Wirtschaftsentwicklung hat und Marktentwicklung, dann sehe ich da einen ganz großen Motor, dieses in Schwung zu bringen, dieses in Schwung zu halten, aber auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und ich glaube, das betrifft nicht nur die Märkte und die einzelnen Unternehmen, das betrifft auch den Kunden und damit auch den Einwohner in den ländlichen Räumen. Ich gebe Ihnen ein paar Bilder dazu, wie sich das Konstrukt Märkte verändern wird und auch schon auf dem Weg dahin ist. Wir werden zu einem dreidimensionalen Netzwerk hin uns entwickeln, das heißt, die lineare Wertschöpfung wird Konkurrenz, aber auch Zuwachs und Möglichkeiten, Potenziale aus dem Netz erhalten. Das heißt, ein Unternehmen kauft Dienstleistungen im Netz ein, auf sogenannten Plattformen. Ein Kunde kann 1:1 Lieferungen erhalten im Netz und seine ganz individuellen Produkte einkaufen. Die Selbstständigen bieten sich als Dienstleister im Netz an und haben so ein großes Portfolio an Möglichkeiten, Auftraggeber zu finden. Also da gibt es ganz viele Bilder, die entstehen. Wir müssen sie nutzen. Wir müssen sie vor allen Dingen mit einem guten Breitband ausgestattet wissen, die ländlichen Räume. Das ist natürlich das A und O und steht ganz am Anfang der Agenda.
Ein Punkt zwei, den ich Ihnen mitbringen möchte, ist, dass eine These, die heißt, Innovationen sind überall möglich. Gerade die Digitalisierung ermöglicht ein großes Feld an Möglichkeiten, Innovationen auch im ländlichen Raum stattfinden zu lassen. Meine Frage, die ich immer gerne stelle, ist, warum muss Adlershof in Berlin sein? Durch die Digitalisierung haben wir ganz andere Möglichkeiten über Labs, über Plattformen, über virtuelle Hochschulen und Universitäten, über Campusse, die international vernetzt ist, auch Forschung und Entwicklung und damit Innovation in den ländlichen Räumen stattfinden zu lassen und damit ganz andere Potenziale der Wirtschaftskraft auch wachsen zu lassen. Den dritten Punkt, den ich Ihnen mitbringen möchte, ist, dass auch Standortbedingungen und Standortfaktoren aus meiner Sicht deutlich anders diskutiert werden müssen. Wenn wir, ich schließe hier auch an das Thema Mobilität an, wenn wir über die autonomen Mobilitätsmöglichkeiten sprechen, wenn wir über Logistik sprechen, die sich vervielfachen wird, wenn wir über Losgroße einsprechen, wenn wir über neue Arbeitsmodelle sprechen, wenn wir über Forschung und Entwicklung sprechen, das alles kann in den ländlichen Räumen stattfinden, wenn wir die nötige Infrastruktur dafür haben. Und deswegen habe ich auch nicht nur ein Statement mitgebracht, sondern ich möchte auch gleich mal noch drei Wünsche loswerden. Und das erste geht an die Gesamtpolitik, ein Bekenntnis für die ländlichen Räume, für die notwendige Infrastruktur ist einfach auch ein Bekenntnis für die ländlichen Räume. Und ich habe es sehr begrüßt, dass ich das heute schon oft gehört habe, dass Ihnen das am Herzen liegt. Aber ich möchte auch an die Wirtschaftsförderung appellieren und an die Bürgergesellschaft. Wir brauchen einfach auch breite Diskurse, die es möglich machen, interdisziplinär, bereichsübergreifend, ressortübergreifend dieses Thema anzugehen. Alle sprechen über Smart City, aber wenn wir über 47 Millionen Menschen sprechen, die in den ländlichen Räumen leben und arbeiten, dann möchte ich auch gerne über Smart Rural Areas sprechen. Und hier auch Strategien entwickeln, die uns einfach mal auch einen Schub bringen und ein Stück weiterbringen. Und ich möchte auch einen Appell an die Strukturplaner und Regionalentwickler geben, denn Breitband ermöglicht digitale Lösungen. Digitale Lösungen ermöglichen aber auch eine neue Wertung und Bewertung der ländlichen Räume, da bin ich mir ganz sicher. Und da werden sich auch erhebliche Massen an Räumen und Raumentwicklungspotenzialen verschieben und somit auch Investitionsansätzen und Fördermöglichkeiten. Das möchte ich auch noch mal mit ins Gespräch reinbringen. Und viertens, Wirtschaftspolitik ist auch Bildungspolitik. Das Wort Bildung ist heute noch gar nicht gefallen. Das ist mir immer ein besonderes Anliegen, auch darauf hinzuweisen, dass wir Menschen brauchen, die das auch wollen und die das auch können. Das heißt, in Schulen, in Ausbildung, in Fortbildung, in Weiterbildung gehört auch das Thema Digitalisierung. Wie gehe ich damit um, wie gehe ich da auch gut mit um und sicher mit um, und das ist mir nochmal zum Schluss nochmal ganz wichtig. Herzlichen Dank, Frau Hilskippeleit. Die Landkreise sind diejenigen, die in der kommunalpolitischen Szene die ländlichen Räume stärkstens vertreten, dort Entscheidungsgänge bündeln. Herr Professor Hennecke als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages ist auf diesem Feld unterwegs. Wie ist Ihre Sicht? Wie ist die Lage aus Sicht der Landkreise, die zukunftsfähig? Wie ist es um die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume bestellt? Ja, Herr Liebig, vielen Dank für die Einladung und die Mitwirkung. Es war ja schon angesprochen worden vom Bundeslandwirtschaftsminister, wir hatten gerade unser 100-jähriges Jubiläum und wir haben uns deutlich dazu bekannt, das selbstverständlich zu sagen. Wir sehen gerade mit Blick auf die kommende Wahlperiode sozusagen die Fragen der Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes sozusagen als ganz entscheidende politische Fragestellung an. Jetzt will ich aber doch die Gelegenheit nutzen, obwohl Herr Kauder und Herr Schmidt schon weg sind, sondern mal ganz kurz darauf einzugehen, was beide gesagt haben. Geht ganz schnell. Also, Herr Kauder hat gesagt, und das würde ich nachdrücklich unterstreichen, wenn wir uns die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen, jetzt lasse ich mal Berlin weg, das ist kein ländlicher Raum, aber die anderen vier Länder, in denen wir gewählt haben, sind alle Länder des ländlichen Raumes. Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und auch weite Teile von Baden-Württemberg. Und insofern ist das in den Wahlergebnissen zum Ausdruck gekommene sozusagen Unbehagen, dass er mit der realen Leistung der deutschen Wirtschaft, des Wirtschaftswachstums
der Wohlstandsentwicklung, der Altersentwicklung und so weiter, also der Gesamtentwicklung Deutschlands eigentlich überhaupt nicht übereinstimmt. Das ist eine Frage, die uns vornehmlich im ländlichen Raum trifft. Und deshalb glaube ich, dass wir darauf Antworten finden müssen. Und ich bin nicht sicher, sage ich jetzt mal hier auch, um die Diskussion ein bisschen aufzumischen, ob uns sozusagen Science-Fiction-Bilder von selbstfahrenden Autos und die Digitalisierungsdebatte wirklich die Wähler zurückbringt, die wir im Moment sozusagen suchen und um die wir kämpfen müssen. Wir müssen im Grunde das Gefühl des Abgehängtseins bestimmter Räume, des Nicht-Gewürdigt-Werdens und so weiter, ich glaube, das ist unser zentrales Problem. Und deshalb dürfen wir auf der einen Seite den ländlichen Raum nicht schlechter reden, als er ist. Provinz ist auch kein negatives Wort. Ich sage ja immer wieder gerne, ruft das nochmal in den Raum hinein. Es gab hier mal eine Werbung in Berlin, die Baden-Württemberg-Werbung, Sie kennen das. Schön, hier waren Sie schon mal, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg. Die haben mal eine Weile geworben mit dem Slogan, langweilige Provinz, immer nur die Nummer eins. Und das sollte hinweisen auf das Hohenloher Land, Schwäbisch Hall und so weiter mit der großen Zahl von Weltmarktführern. Wenn Sie dahin wollen, ich war im letzten Jahr zweimal beim Konvent für Deutschland beim Bundespräsidenten Herzog eingeladen, Eisenbahn gibt es da nicht. Ja, dann müssen Sie in Möckmühl aussteigen und dann sehen, dass Sie jemanden finden, der Sie nach Jagsthausen bringt. Und trotzdem ist das irgendwo der Nabel der Welt, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung, Künzelsau und so weiter. Das heißt also, es kann funktionieren und wir dürfen uns das Ganze nicht schlecht reden. Aber wir müssen im Grunde die Menschen im ländlichen Raum da abholen, wo sie stehen. Und zum einen haben wir festgestellt, zu sagen, da wohnen viele Alte und Ältere. So, da müssen aber auch viele Junge wieder hin, dass Junge anderswo ausgebildet werden. Das ist wahrscheinlich ja doch nicht zu verhindern, sondern es muss uns Rückholung gelingen der Generation derer, die junge Familien gründen und so weiter und sich dann nach Möglichkeit im ländlichen Raum ansiedeln, damit die Kinder dann auch dort zur Schule gehen und richtige Ausbildungsmöglichkeiten und so weiter finden. Jetzt haben Sie das Wort Wohnungsbau angesprochen. Ich habe mich einerseits gefreut und andererseits geärgert, und will das nochmal spezifizieren über das, was Volker Kauder und Christian Schmidt gesagt haben. Beide haben im Grunde, Herr Schmidt hat an einer Stelle gesagt, zu sagen, geteilte Verantwortlichkeit darf nicht dazu führen, dass keiner verantwortlich ist. Das ist es doch. Unser Hauptproblem ist doch hier in der Fragestellung der Förderung des ländlichen Raumes. Wir haben etliche Bundesressorts. Es kümmert sich auch nicht nur eines um Digitales, sondern mindestens vier oder fünf. Wir haben dann die Frage von Gemeinschaftsaufgaben. Da hat der Bundesminister aus meiner Sicht das völlig Richtige gesagt. Nicht kleckern, sondern klotzen. Zwei Gemeinschaftsaufgaben haben wir. Mehr sollen es nicht werden und damit vernünftige Akzente setzen. Wir brauchen klare Verantwortlichkeiten. So, wir brauchen im Grunde eine Ressortstärkung und eine Ressortbündelung. Ob im Landwirtschaftsministerium das um ländliche Räume erweitert wird oder anderswo, ist mir egal. Aber es muss eigentlich passieren, dass man im Grunde klarere Konturen da setzt. Und wenn der Kauder jetzt im Grunde gesagt hat, wie ist das mit dem sozialen Wohnungsbau, dann will ich daran erinnern, sozialer Wohnungsbau ist seit 2006 reine Ländersache. Das heißt, Sie können den Ländern Geld geben als Entflechtungsmittel, Sie können den Ländern keine Wohnungsbaumittel mehr geben. Das haben wir im Grundgesetz geregelt, dass es Entflechtungsmittel ohne Zweckbindung gibt und wenn Sie die geben aus politischer Verabredung wegen der Flüchtlingsbewältigung, dann ist das in Ordnung, aber wir haben diese Aufgabe nicht mehr. Und im Grunde seien Sie froh, dass wir sie nicht mehr haben, denn dann sind damit Länder in Verantwortung und müssen das Ganze auch ausfüllen. Und im Grunde plädiere ich deutlich dafür, sozusagen Verantwortlichkeiten wahrzunehmen. Und ich habe heute hier gerade auf dem Weg hierher den Antrag gefunden, Entschließung des Bundesrates zur Abwehr wachsender Disparitäten zwischen den Kommunen im Bundesgebiet, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland schaffen. Raten Sie mal, von wem der Antrag kommt. Nicht von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt oder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sondern von den Ländern Nordrhein-Westfalen und Bremen, weil sie zwar die ländlichen Räume sehen, aber daneben die urbanen, abgehängten Räume im Ruhrgebiet und so weiter und im Grunde sagen, wir brauchen Entschuldungshilfen und so weiter. Also insofern ist es nicht einfach. Jeder versteht darunter was anderes und deshalb bin ich sozusagen für Klarheit in der Verantwortung, für Klarheit in der Kompetenz, für eine deutliche, und das ist ein großer Fortschritt gewesen, muss ich sagen, ich mache das, was ich mache, 23 Jahre. Und als es den Regierungswechsel gegeben hat, im Jahre dann 2005, Große Koalition, aber 2009, haben sie sozusagen eine Verbindung bekommen zwischen den Ressorts für Landwirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft einerseits und für Bauverkehr und so weiter, Bau ist jetzt da raus. Aber dass beides sozusagen in Unionshand war,
kombiniert mit der Demografiestrategie, die im Innenministerium resultierte, war für die Politikentwicklung für den ländlichen Raum in Deutschland nicht das Schlechteste. Sie haben das jetzt aufrechterhalten mit einer etwas anderen Verteilung, aber auch da muss man nach 2013 gucken, zu sagen, das muss so bleiben, damit hier sozusagen nicht gegeneinander gearbeitet wird. Und insofern glaube ich, wir stehen als Kreisbereich auch in den Gebieten, das muss ich nach innen immer wieder anmahnen, die nicht nun gerade ländlicher Raum sind, wie Mettmann oder Wesel oder sowas, stehen wir sozusagen zu der Priorisierung der Förderung ländlicher Räume und sind bereit, unseren Part zu spielen, was wir an Unterstützung liefern können, wo wir es tun können. Wir erwarten aber für die Zeit nach der Bundestagswahl, dass gerade sozusagen von bürgerlicher Seite hier ein Akzent gesetzt wird. Und ich glaube, Herr Lietz, Sie werden das unterstützen, dass man sagt, wir kriegen das Wahlverhalten nur geändert, wenn wir den Leuten das Gefühl vermitteln, das ist eine sachliche Komponente, aber das ist auch eine emotionale Komponente. Wir nehmen euch mit. Und dieses euch mitnehmen muss in der Gegenwart ansetzen. Und ich will nichts kritisieren, was hier gesagt worden ist. Aber wenn Sie mitnehmen dadurch, dass Sie zu sehr in die Zukunft springen und sagen, ich zeichne euch jetzt nur sozusagen einen Science-Fiction-Film selbstfahrender Autos. Ich komme aus einem Landkreis mit 200.000 Einwohnern, Landkreis Diepholz, da hat jeder Mensch, der über 18 ist, einen Führerschein. Ja? Wenn er nicht gerade ihn abgeben musste wegen Trunkenheit am Steuer. Aber das ist sozusagen die Frage sozusagen, der ländliche Raum hat sich darauf eingestellt, zu sagen, das regeln wir nach Möglichkeit sozusagen selber. Wir brauchen unterstützenden ÖPNV, das Gerüst ist die Schülerbeförderung, ganz klar. Und sie brauchen sozusagen für alte Menschen in einer alternden Gesellschaft bei geringerer Mobilität unterstützende Leistungen. Aber wir müssen da sozusagen auch die Realität sehen und im Grunde auch da gucken, zu sagen, wo können wir ergänzende Leistungen bringen. Aber lass uns da keine sozusagen auch in der Erreichung der Menschen nicht Fehleindrücke setzen, dass wir im Grunde sagen, wir legen jetzt Programme auf, wo wir sagen, ja, das ist ja ganz schön, aber das ist nicht das, was uns jetzt zentral berührt. Ärztliche Versorgung berührt, Schulversorgung berührt und so weiter. Ich will jetzt nicht zu lang werden, aber ich wollte da im Kern unterstützen. Und eins sage ich als letzten Satz. Ich habe neulich in einem Gespräch mit dem DSGV-Präsidenten im Beisein meiner beiden Kollegen Städtetag und Städte- und Gemeindebund gesagt, nie wieder wird der Deutsche Landkreistag so still sein, wie er gewesen ist, wenn es um die Frage der gesetzlichen Statuierung einer Mietpreisbremse geht. Das ist ein Eingriff in den Wohnungsmarkt, ein Eingriff in den Markt, zu Lasten der Fläche, sozusagen der Selbstregulierung im Markt. Das ist etwas, wo wir im Grunde sagen müssen, da ist Unterlassen wertvoller als Tun. Und auch bei der Frage der Wohnungsbeförderung gibt es eine hochinteressante Studie. Herr Liebing hat das ja eben gerade angesprochen. Es ist sehr unterschiedlich, wie sich Wanderungsbewegungen und Wohnbewegungen ausdrücken. Also insofern müssen wir auch bei der Frage sozusagen bauen, 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 nicht sagen, bauen auf Teufel komm raus und da, wo eh schon soziale Brennpunkte sind, sondern mal gucken. Und wir haben 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen, davon auch viele im ländlichen Raum. Und wir dürfen auch da nicht durch öffentliche Fördermaßnahmen an falschen Plätze der dauerhaften Eigentumsentwertung woanders sozusagen mittelbar das Wort reden. Also insofern ist mitunter Nicht-Tun besser als Fehltun. Und insofern will ich Sie durchaus dazu ermuntern, sozusagen nicht jedem Trend hinterherzulaufen, sondern sorgsam zu gucken, zu sagen, welche Auswirkungen hat welche Maßnahme wo im Raume und wo tragen auch politische Entscheidungen einer großen Koalition, auch wenn sie von einem anderen Partner geprägt sind, im Ergebnis dazu bei, dass es sozusagen die Chancengerechtigkeit zwischen Stadt und Land nicht nur nicht erhöht, sondern möglicherweise vermindert. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden auf das Thema der Digitalisierung sicherlich nochmal zurückkommen. Ist das eine Chance, gerade für die ländlichen Regionen Defizite auszugleichen? Oder wird es von den Menschen auch mehr als Bedrohung empfunden, eine Entwicklung, wo sie meinen, nicht mehr mitzukommen und auf die Weise dann vielleicht wieder abgehängt zu werden? Ich würde jetzt aber gerne Herrn Wollseifer ansprechen, den Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. In dem Thema der Digitalisierung ist ja eine der großen Diskussionsthemen in der Entwicklung die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel. So ist es, ja. Wie nehmen Ihre Handwerksbetriebe das wahr? Gibt es einen Unterschied zwischen ländlichem Raum und Städten? Gibt es auch dort
einen Zug hin zu den Städten nach dem Motto, dort finde ich meine Arbeitskräfte, die ich brauche. Droht dort eine Abwanderung? Würden Handwerksbetriebe jetzt eine solche Entwicklung noch zusätzlich befeuern? Oder was kann man tun, um auch Handwerksbetrieben in der Fläche, gerade dem Mittelstand, dem Handwerk, Zukunftsperspektive zu geben? Herr Weiserfer. Vielen Dank. Natürlich wird auch in unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe unterschieden zwischen Metropolen, Städten und peripheren ländlichen Räumen und auch ländliche Räume, die eine etwas weitere Distanz zu den Metropolen hat. Aber Handwerk, Handwerk ist wesentlicher Teil ländlichen Räume, weil seit Generationen versorgt Handwerk schon die ländlichen Räume und wir arbeiten in den ländlichen Räumen und wir sind stark verhaftet in der Gesellschaft, in Vereinen und leben eigentlich die ländlichen Räume. Und für uns, um das direkt vorwegzugreifen, sind ländliche Räume keine Resträume. Für uns sind ländliche Räume Zukunftsräume. Aber wir müssen sie gestalten. Und das ist eine Herausforderung, die wir annehmen müssen in der Zukunft. Und Handwerk ist gewohnt, Herausforderungen anzunehmen. Und wir nehmen das an. Und dazu möchte ich Sie auch auffordern, die ländlichen Räume nicht nur aus der Problemperspektive zu sehen. Wir müssen so ein Stück weit, glaube ich, in der Gesellschaft den Blick auf die ländlichen Räume erweitern, verändern. Wir müssen natürlich die Probleme erkennen, aber wir müssen dann auch Lösungen bieten und diese Lösungen umsetzen, ohne Katastrophenszenarien herbeizurufen, so wie das heute ja doch vielfältig der Fall ist. Ja, wir sehen die Probleme, wir sehen aber auch natürlich die Risiken, die Chancen der ländlichen Räume. Wo haben wir auf der einen Seite die Probleme? Die Probleme wurden ja schon teilweise genannt. Die Fachkräftesicherung ist für uns in den Betrieben im ländlichen Raum natürlich ein Problem. Wir müssen unsere Mitarbeiter halten, möglichst lange in den Betrieben auch halten. Wir müssen sie qualifizieren. All das ist natürlich Aufgabe der Wirtschaft. Aber es ist natürlich auch Aufgabe von uns allen, auch der Politik, auch der Bürger, ein attraktives Umfeld zu gestalten, damit es junge Leute in den Betrieben hält. Denn wenn der Meister keinen Azubi mehr bekommt, dann muss er irgendwann natürlich sein Portfolio, seine Dienstleistungen ein Stück weit einschränken. Und wenn es irgendwann dann keine Facharbeiter und keine Meister mehr gibt, ja, dann schließen die Betriebe und dann stirbt auch ein Stück weit der ländliche Raum. Das ist die Abfall. Es werden hier und da Betriebe geschlossen, aber es kommen noch welche nach. Wir arbeiten ja sehr stark dran und wir haben in diesem Jahr das zweite Mal die Erfahrung, dass wir mehr Ausbildungsverträge abschließen. Im letzten Jahr war es ein ganz kleines Plus, aber dieses Jahr hoffen wir, dass wir 2-3% mehr abschließen können und denken, dass wir die Trendwende geschafft haben und das nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Räumen. Wir müssen verhindern, dass es da zu einer Abwanderung der Jugend kommt. Ich glaube, das ist eine ganz dringliche Aufgabe und dazu braucht es natürlich die Infrastruktur und die Infrastrukturmaßnahmen, die wir angesprochen haben. Zunächst natürlich die Digitalisierung, natürlich den Breitbandausbau. Und wenn eben von 50 Mbit bis 2018 gesprochen wurde oder auch 100, dann reicht das alles nicht. Wir haben Unternehmen, die brauchen viel mehr Kapazität, Datenkapazität, Modellbauer, Feinwerkmechaniker, Medizintechniker, Bauunternehmen, die schlüsselfertig bauen und die Räume visualisieren und das ihren Kunden zukommen lassen zum Beispiel. Aber auch im Holz- und Metallbereich ist das so. Und da brauchen wir natürlich schnelle Datenautobahnen. Wir brauchen Gigabyte und nicht unbedingt 50 Megabyte. Da müssen wir dann arbeiten. Wir brauchen kein Altmetall, wir brauchen Glasfaser. Und was brauchen wir noch mehr? Wir brauchen gute Straßenverbindungen. ÖPNV ist wichtig. Wir müssen von A nach B kommen. Das können wir teilweise bei den etwas älteren Jugendlichen natürlich schaffen mit Carsharing. Aber wir brauchen auch gute Busverbindungen. Da geht gar nichts dran vorbei. Daran müssen wir arbeiten. Aber wenn wir uns auf der anderen Seite mal die Chancen ansehen, die uns die ländlichen Räume besonders bieten, dann ist zum Beispiel der demografische Wandel für mich nicht das Risiko oder das Problem, sondern eine Chance für den ländlichen Raum, zum Beispiel für unsere Gesundheitshandwerker, die teilweise auch delegierte Leistungen, ärztliche Leistungen übernehmen können, an Augen, an Zähnen, an Gehör und
Orthopädie und in anderen Bereichen auch. Oder die Bauhandwerke, die also altersgerechtes Bauen und Wohnen leisten, vor Ort, für die ist das ein großes Auftragspotenzial. Da sind wir ganz nah auch bei den Menschen. In den ländlichen Räumen weitere Chancen, natürlich die Energiewende, der Klimaschutz ist ein riesiges Potenzial für ländliche Räume. Wo werden denn Windkraftanlagen gebaut, wenn nicht offshore? In den ländlichen Räumen. Wo werden hauptsächlich in der Menge Solar- und Photovoltaikanlagen, Biokraftwerke gebaut? In den ländlichen Räumen. Wir wollen Lebensmittel haben aus den ländlichen Räumen. Wir wollen ja wissen, wo sie herkommen, nach Möglichkeit den Bauern kennen, der das Vieh hält. Auch das ist eine Riesenchance für die ländlichen Räume. Und die Digitalisierung, vielleicht zum Abschluss, nochmal global gesehen von mir, bietet den Anschluss an die Metropolen, den wir unbedingt in den ländlichen Räumen brauchen. Das bringt unsere Firmen, die etwas weiter vom Schuss wohnen, ein Stück weit näher an die Metropolen ran. Wir können mit den Firmen in den Metropolen konkurrieren. Kleine können sogar mit großen konkurrieren. Das alles bietet uns die Digitalisierung. Wir haben ein Kompetenzzentrum Digitales Handwerk eingerichtet in Deutschland an 4 Plätzen. Dort wollen wir das leisten und das sind nicht nur Großstädte. Und da vermitteln wir unseren Betrieben auch vor Ort, auch in ländlichen Bereichen, was die Digitalisierung an Innovationen und an neuen Anwendungen für sie bietet und leisten kann. Herzlichen Dank. Das klassische Bild der ländlichen Räume ist geprägt in der Vorstellung vieler Menschen nach wie vor von der Landwirtschaft. Wir wissen, dass sich die ländlichen Räume verändert haben, dass die Zahl der Betriebe kontinuierlich sinkt. Aber die Frage ist an Sie, Herr Dr. Eiden, welche Rolle, welche Funktion hat die Landwirtschaft heute noch? Welche Bedeutung? Kann es ländliche Räume geben ohne Landwirtschaft? Nein. Also, Herr Kauder hat in seinen Eingangsbemerkungen, glaube ich, das Richtige schon gesagt und auch den Akzent richtig gesetzt. Die ländlichen Räume sind die Räume, in denen Lebensmittel produziert werden. Das sind die Räume, in denen Forstwirtschaft stattfindet. Die Küsten sind die Räume, in denen Fischer Fische fangen. Und es gibt auch Binnenfischer, die gehören auch zum ländlichen Raum. Also wir haben eine ganze Breite von Aktivitäten. Wir haben den der Landwirtschaft, der Urproduktion vor- und nachgelagerten Bereich. Wir haben Landmaschinenhersteller in den ländlichen Räumen. Wir haben viele lebensmittelverarbeitende Betriebe, die in den ländlichen Räumen ansässig sind und die gehören dahin. Und ich kann mir keine gute Entwicklung der ländlichen Räume vorstellen, ohne Einbeziehung dieses ganzen großen, breiten und wirtschaftlich starken Bereichs der Landwirtschaft in diesem umfassenden Sinn. Aber richtig ist auch, nur mit diesem Bereich können die ländlichen Räume sich nicht allein und eigenständig positiv weiterentwickeln. Wir müssen ein bisschen breiter gucken und in der Vielfalt der ländlichen Räume müssen wir eben auch sehr konkret werden. Das ist auch unser Job als Bundesanstalt, die Programme des Bundesministers umsetzen. Und ich glaube, wir müssen in den ländlichen Räumen schauen, wo ist da das Potenzial, das geweckt werden muss, das da ist, um eine wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Denn nur wenn wirtschaftliche Aktivitäten in den ländlichen Räumen stattfinden, wenn Wertschöpfung dort passiert, wenn Menschen dort Einkommen erzielen können, haben ländliche Räume ihre Zukunft. Das ist der ganz zentrale Punkt. Wenn wir das nicht schaffen, ist alles andere, Erhaltung der sozialen Struktur der Dörfer, mehr Funktionshäuser, um Infrastruktur aufrechtzuerhalten, letztlich vergebens. Also da müssen wir ansetzen. Und wichtig ist, dass man das Potenzial, das da ist, nutzt. Das wird immer und sehr deutlich das agrarische Potenzial in diesem weiten Sinn sein. Aber das sind auch so Unternehmen, der Bundesminister hat die Firma Meier da in der Oberpfalz erwähnt, also Unternehmen, die nicht landwirtschaftlich tätig sind, die aber da sind und die vielleicht wie Landwirte und Förster und Fischer eine Verbundenheit zu der Region haben, die sagen, wir kommen hierher und hier wollen wir bleiben. Nicht die zu fördern und zu stärken. Und ich glaube, alles, was wir entwickeln müssen, ist ein bisschen so ein Ansatz von unten her, zu schauen, wo ist in unterschiedlichen ländlichen Räumen das Potenzial und der Bedarf, der sich daraus entwickelt. Und dann werden wir auch ganz konkret, glaube ich, erfahren, wo eine Infrastruktur, die eine, die andere, entwickelt werden muss, wo etwas
gefördert werden muss. Und von daher ist es, glaube ich, für alles, was wir tun, wichtig, diese wirtschaftlich tätigen Menschen, Unternehmen mit einzubeziehen. Das ist, glaube ich, für die Gemeinden, für die Landkreise eine große Herausforderung, die auch mitzunehmen in einer Art und Weise, in der sie auch mitwirken können. Nicht? Die haben vielleicht nicht immer Zeit, nachmittags um vier, die haben vielleicht auch nicht 2 Stunden Zeit, sondern das muss dann auch angepasst sein. Aber ich glaube, da ist die große Chance, die wir eigentlich nutzen wollen. Und die Erfahrungen, die wir mit in der Umsetzung des Programms, des Bundesprogramms ländliche Entwicklung machen, ist eigentlich, dass es ein Potenzial gibt und dass es ganz viele Initiativen gibt, die genau auch diesen Aspekt in den Vordergrund stellen, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der ländlichen Räume zu fördern. Und das sind dann Botschaften, die man über so ein Bundesprogramm dann in die Breite tragen kann. Nicht, da nehmen wir keinem Bundesland was weg an Aufgabe, sondern wir bringen gute Beispiele und wir befördern die Diskussion. Und von daher sind wir mit so einem Bundesprogramm dann, glaube ich, auch genau diejenigen, die die spezifische Lösung, die angepasste, die konkrete Lösung fördert. Und das, damit spinne ich weiter, was Herr Hennecke gesagt hat, die im Grunde ansetzen bei den Menschen in den ländlichen Räumen und sie da mitnehmen. Also da kommt nichts von oben so über die Fläche verteilt, sondern wir fragen ab, was die Menschen an Potenzial haben. Und das ist da. Und da, wo es ist, ist Zukunft. Und je mehr da ist, umso besser ist die Zukunft auch für ländliche Räume. Vielen Dank. Herr Dr. Derks, wo sehen Sie die Potenziale der wirtschaftlichen Entwicklung im Bereich von Industrie, von Handel, von Dienstleistungen? Und dazu auch die Frage, wir haben ja schon auf der Eingangs darüber gesprochen, hat etwas gehört, unterschiedliche Zuständigkeiten, Bund, Länder, Kommunen. Welche Erwartungshaltung haben Sie gegenüber der Bundesebene, um diese Potenziale dann auch ausschöpfen zu können? Ja, vielen Dank. Ich will mal 3 Stichworte nennen, die ich dann ein bisschen ausbuchstabiere, stark digital zusammen. Ich bin sehr froh, dass hier die Überschrift lautet starke ländliche Räume, denn ich glaube, das ist sozusagen das erste Problem, dass wir in der Kommunikation zu lange ländliche Räume so in der Defensive hatten. Ich will mal eine Analogie machen, genauso wie wir über die letzten Jahre das Gefühl hatten, ein richtiger Mensch ist nur, wer mal richtig studiert hat. So hatte man ja auch das Gefühl, ein moderner Mensch ist nur der, der in der Großstadt lebt. Und ich glaube, da sozusagen etwas entgegenzusetzen, durchaus auch in der medialen Wahrnehmung, die auch geprägt ist durch Medienhäuser, die vielleicht in Großstädten sitzen, ist, glaube ich, die erste Aufgabe, die gemeinsam all diejenigen haben, die sich hier tummeln. Denn in der Tat sind die Regionen ja stark und als Vertreter einer Organisation, die im Unterschied zu anderen Wirtschaftsverbänden auch in der Region stark ist und weniger Mitarbeiter in Berlin hat als in der Fläche, bei den meisten anderen ist es umgekehrt, ist mir das eben ganz besonders wichtig. Wir haben ein Beispiel gehört von Herrn Kauder, auch schon von Hidden Champions in Tuttlingen zum Beispiel. Und wenn man sich die Liste der erfolgreichsten deutschen mittelständischen Weltmarktführer anschaut, und ich nenne jetzt nur mal ein paar Orte, ich nenne jetzt keine Namen der Firmen, dann stehen da Schwanau, Duderstadt, Lengerich, Damme, Oelde, Hornberg, Coburg, Weißenhorn, Laufen, Ennepetal, Kirchhundern, Lernwerder, Einbeck, Worms, Wedemark, Schwendel, Vechta. Jetzt habe ich nur 2 Großstädte vergessen. Es gibt nämlich auch noch Bremen und Düsseldorf auf der Liste der ersten 20. Also ich glaube, einen besseren Beleg für die Stärke der Region gibt es eigentlich nicht, auch für die wirtschaftliche Stärke. Also gesehen, wir müssen die nicht stärken. Wir müssen eigentlich nur die Stärke mehr aufs Schild heben und sie natürlich auch bewahren. Und wir sagen immer, das ist unsere Stärke in Deutschland, dass wir genau diesen Mix haben aus DAX-Konzernen, kleinen Unternehmen und eben diesen Hidden Champions, diesen Familienunternehmen. Und bei der Gelegenheit gerade am heutigen Tag eine erste Antwort auf die Frage, was erwarten wir von der Politik? Heute Abend wird über die Erbschaftssteuer erneut und vielleicht letztmals beraten, bevor das Bundesverfassungsgericht sich der Sache wieder annimmt. Eine Erbschaftssteuer, die Arbeitsplätze im Blick hat, ist vor allen Dingen eine Erbschaftssteuer für diese Region, die ich hier gerade genannt habe. Denn das sind die Familienunternehmen, die ansonsten die Zeche zahlen. Auch so einen Zusammenhang muss man dann ab und zu mal sehen. Und nicht nur so die Frage, wie viel Einnahmen bringt das. Also das ist mal ein Punkt, hier an dieser Kommunikation etwas zu tun, glaube ich, ist ganz wichtig. Das Zweite, aber da laufen Sie in diesem Saal offene Türen ein, ist überhaupt keine Differenz. Genau, das ist mir klar, aber gleichwohl ist sozusagen das Ding nicht über die
die Rampe gebracht am Ende des Tages ist nicht nur eine Frage der innerlichen Überzeugung, sondern irgendwann auch der klugen Taktik, wie man sich dann irgendwie einigt. Denn wir haben natürlich und die Unternehmen das Gefühl, dass es vielleicht nicht gut ist, wenn das Bundesverfassungsgericht das alleine entscheidet. Aber das vertiefen wir jetzt nicht. Das zweite digital. Dazu muss ich natürlich auch was sagen. Glasfaserausbau. VB hat sozusagen erfrischend ja eine moderne Sicht auf das Thema geworfen. Ich will ja jetzt aber nicht verhehlen, das ist natürlich jetzt sehr am aktuellen Rand eingetreten, diese Sicht der Dinge. Ich habe schon das Gefühl, dass wir lange darauf hinweisen mussten, dass 50 Mbit nicht reichen und dass man es jetzt auch mal schnell machen muss und dass sozusagen Kupferkabel alleine nicht reichen. Da haben wir lange gehört, naja, wir machen das jetzt erstmal und dann sehen wir mal weiter. Dass wir jetzt in der Kommunikation schon mal da sind, wo wir meines Erachtens hin müssen, ist ein erster Fortschritt, aber jetzt müssen wir es halt auch tun. Und ich glaube, da haben wir noch ein paar Schritte vor uns. Ich halte das Ziel auch nicht für die 50 Mbit jetzt auch nicht für unrealistisch, aber wir alle wissen, dass es nur der erste Schritt ist. Warum ich mir Sorgen darüber mache, ist so ein bisschen die Frage, schaffen wir es tatsächlich in der Umsetzung? Wir hören jetzt auch, dass es mancherorts eben an den fehlenden Planungs- und Umsetzungskapazitäten auf Länder- und Kommunalebene scheitert. Das angesagte Programm von Frau Beer für den Mittelstand ist eine gute Idee. Windhund ist auch eine gute Idee. Nur wenn das Finanzministerium sagt, das geht aber nur, wenn die Unternehmen jetzt wiederum doch einen Großteil selbst finanzieren, wird es nicht funktionieren. Denn diejenigen Fälle, wo ein Großunternehmen sagt, ich bezahle den Spaß selber, die haben alle schon schnelles Internet. Es geht jetzt ja um die Gewerbegebiete, wo viele Kleine sitzen. Und da funktioniert dieser Weg halt nicht. Die bezahlen nachher wunderbar alle ihre Nutzung, aber die werden nicht dieses Investment schaukeln. Also da müssen wir dann auch gucken, dass es wirklich auf die Straße kommt. Und was ich mit Sorge beobachte, ist eine Diskussion, die wir gemeinsam, die wir uns um die ländlichen Räume sorgen, beachten müssen, ist, dass so ein bisschen das Thema geht auf, ja, wir müssen jetzt sehen, dass Deutschland Wettbewerbsfähigkeit wird, auch bei Plattformökonomie, was setzen wir den Amazons und Googles dieser Welt entgegen? Das ist eine richtige Diskussion, aber sie führt sehr schnell dazu zu sagen, naja, ob jetzt wirklich in jeder Ecke der Republik Glasfaser und schnelles Internet ist, ist da noch nicht so wichtig. An den Hotspots, wo sozusagen diese neuen, tollen Unternehmen sich ansiedeln, da ist es wichtig. Das ist, glaube ich, das Falsche, dann entweder oder draus zu machen. Ich bin sehr dafür zu sagen, wie auch die Vorredner, dass wir es überall brauchen. Denn wir brauchen es nicht nur für die neuen Geschäftsmodelle, natürlich dafür auch. Wir brauchen es für fast jeden. Auch dafür hatten wir Beispiele. 90% der stationären Buchhändler, so es sie noch gibt, machen auch Onlinehandel. Alle Industrieunternehmen brauchen diese Vernetzung. Der Fotograf braucht schnelles Internet, um seine Hochzeitsfotos sozusagen für die Hochzeitsgesellschaft schnell hochzuladen. Und wenn ein Firmeninhaber sagt, ich kann nicht gleichzeitig Daten hochladen und eine Videokonferenz mit meinen Abnehmern, mit dem Großunternehmen, für das ich Zulieferer bin, machen, dann haben wir ein Problem. Und dann geraten auch diejenigen die Sachen ins Rutschen, die eigentlich, wie Herr Wolsdorfer sagt, zu Recht gerne in der Region bleiben würden. Also da muss tatsächlich viel passieren. Und da dürfen wir nicht nur sagen, das ist etwas für die Digitalen, für die Bereiche, sondern wir reden auch nicht nur über Industrie 4.0, wir reden wirklich über Wirtschaft, über Gesellschaft 4.0. Deshalb bin ich so froh, dass sozusagen auch aus dieser gesellschaftspolitischen Perspektive das Thema angepackt wird. Und ich sage auch, und das sage ich jetzt nicht pro domo, auf dem Weg dahin eine Priorisierung für Gewerbegebiete zu machen, halte ich für wichtig, weil das kommt am Ende allen in der Region zugute, denn an die Schwelle sozusagen junge Arbeitskräfte hinzulocken und ihnen dann zu sagen, wir haben auch schnelles Internet, kommt man nur dann, wenn die Firmen überhaupt sozusagen sagen, ja, wir bleiben hier und wir machen hier weiter unser Geschäft und wir suchen Arbeitsplätze. Von daher ist sozusagen das schnelle Internet im Gewerbegebiet dann doch das Erste, was wichtig ist und alles andere ist auch wichtig. Aber in der Reihenfolge, glaube ich, macht das durchaus Sinn. Mein dritter und letzter Punkt zu dem Thema. Wir haben viel darüber gesprochen, dass es große Chancen der Digitalisierung gibt. Stichwort sozusagen digitale Medizin. Auch die Frage gehört dann übrigens auch dazu, müssen eigentlich immer alle Ärzte alles machen, sondern gibt es da auch noch andere Berufe. Auch darüber müssen wir uns dann nochmal Gedanken machen. Aber es gibt natürlich auch die Smartphone-Sprechstunde und die Videosprechstunde. Ist alles wunderbar. Aber um zu schauen, welche Modelle in welcher Region richtig sind, glaube ich, muss man die Vor-Ort-Vernetzung einfach auch als einen Vorteil sehen und nutzen. Wir haben häufig gesagt, es ist die Nähe, man kennt sich, ist nicht so anonym wie in Berlin, man kennt sich vielleicht auch seit Schultagen. Wie können wir wirklich Fachkräfte gewinnen? Es gibt viele Netzwerke inzwischen zur Fachkräftesicherung, wo Betriebe, Kommunen gemeinsam unterwegs sind. Es ist eine Illusion zu glauben, es macht Sinn,
dass die IHK alleine oder die Handwerkskammer oder Wirtschaftsförderer da ihr Programmchen machen können. Das sind die Dinge, die auch in der Vergangenheit schon nicht funktioniert haben. Von daher hier zusammenzutun, ist, glaube ich, der richtige Weg. Und zu überlegen, wo ist unser Potenzial, wo ist unser Unique Selling Point auch in der Wertschöpfungskette und wo können wir erfolgreich sein. Und dazu gehört dann auch, die eigenen Grenzen zu erkennen. Und dann komme ich zum Schluss noch mal einmal auf die Frage, was kann Politik tun oder was ist die Aufgabe des Bundes? Ich glaube auch, dazu gehört, die Grenzen sozusagen der eigenen Möglichkeiten in der Region zu erkennen. Ich bin zum Beispiel nicht davon überzeugt, dass es gut ist, wenn man im Bundesraumordnungsgesetz nicht regelt, wichtige Dinge zum Thema der digitalen Infrastruktur, der Räume, die dafür braucht, nicht regelt, wie und wo und über welche Flächen die Energienetze ausgebaut werden sollen. Genauso wie das für die Verkehrsinfrastruktur auch gilt. Auch da ist die Priorisierung für wichtige Verkehrsnetze eigentlich im Interesse der ländlichen Räume und nicht sozusagen die Ortsumgehung. Denn derjenige, der auf der Schwäbischen Alb seine Teile produziert, die dann irgendwie ins Auto reinkommen, der muss ein Interesse daran haben, dass die Elbvertiefung in Hamburg kommt, damit die Autos sozusagen aufs Schiff kommen und dann auch auf den Weg sozusagen auf die Weltmärkte kommen. Also da dann irgendwann auch zu sehen, wir brauchen den Bund, wir brauchen auch bei aller Lokalität und sozusagen bei aller Kreativität in den Räumen diese gemeinsamen Netze, die funktionieren, das wäre sozusagen mein Petitum da an die Politik an diesen Stellen, wo es um wirklich Infrastrukturnetze geht, dann auch dem Bund durchaus gewichtigen Raum zuzugestehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir einmal den Rundumschlag hier oben gemacht. Ich würde jetzt Sie einladen, sich auch an der Diskussion zu beteiligen und frage einmal ins Publikum Sie. Gibt es von Ihnen direkte Nachfragen, Anmerkungen zu dem, was unsere Gäste hier vorgetragen haben? Da gehen die ersten Finger schon hoch. Ja. Ja, mein Name ist Christian Rumke. Ich bin Chef der Verbraucherzentrale des Landes Brandenburg. Und Frau Konnemann, in dem Sinne vertrete ich, Sie hatten den Begriff genannt, das Wolfserwartungsland, wenn ich das richtig gehört habe. Also ein Wolfserwartungsland. Die Verbraucherzentralen in der Bundesrepublik sehen sich gerade einer großen Herausforderung gegenüber. Die heißt nämlich auch das Digitale und Verbraucherschutz im Digitalen. Und in Flächenländern wie Brandenburg, aber auch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, aber auch Bayern, bei knappen Mitteln bedeutet das bei Konzentration auf Verbraucherschutz im Digitalen Rückzug aus der Fläche. Das heißt also für jemanden für mich, wie mich, stellt sich die Frage, kann ich künftig noch in der analogen Welt Beratungsstellen in der Uckermark oder in Senftenberg unterhalten? Was will ich damit sagen? Wenn wir über Infrastrukturen reden, sollten wir nicht nur über Ausbau von Internet reden, mehr Verbraucherschutz im Digitalen, sondern sollten explizit auch das Thema Infrastruktur im Sinne zivilgesellschaftlicher Organisationen und explizit auch im Kontext des Verbraucherschutzes im Hinterkopf haben. Vorne sehe ich jemanden mit einer Uniform. Über Feuerwehren reden wir wie selbstverständlich, genauso wie wir über ÖPNV und Busrufsysteme und ähnliche Technologien reden. Insofern hier an dieser Stelle einfach auf die Agenda gebracht, der Punkt Verbraucherschutz im ländlichen Raum. Wenn es ganz schlecht läuft, ziehen sich die Verbraucherzentralen aus dem ländlichen Raum zurück. Und das wäre weder für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucher, was Gutes, noch für die Wirtschaft, denen wir ja manchmal auch die schwarzen Schafe vom Halse halten. Vielen Dank. Okay, wir sammeln ein paar Punkte. Die Dame hier vorne. Sie haben sich gemeldet? Genau. Und dann du. Guten Tag, herzlichen Dank zunächst für die Einladung, die wir erhalten haben. Finde ich sehr erfrischend, dass man sich hier äußern kann. Mein Name ist Katrin Guse, ich bin Geschäftsführerin einer Agrar GmbH aus Mecklenburg-Vorpommern und zwar dort im Kreis Vorpommern-Greifswald. Das heißt, sehr großer, weiter ländlicher Raum. Ich fand sehr erfrischend, was der Herr Eiden gesagt hat und auch der Herr Nicke. Wir sind nämlich genau die, bei denen es passiert ist, dass AfD 21% erhalten haben. Meine Anregung wäre, mal darüber nachzudenken, ob die Fördermöglichkeit, die es bereits jetzt schon gibt, auch den Akteuren vor Ort wirklich zugutekommen. Man hat bei den De-Minimis-Regelungen zum Beispiel
das Problem, dass die Landwirte vor Ort alle 3 Jahre nur 10.000 Euro Förderung bekommen, während die Kommunen, die teilweise unter Finanznot leiden, diesen Einschränkungen nicht unterliegen. Vielen Dank. Klaus-Peter Lucht. Klaus-Peter Lucht, Bauernverband Schleswig-Holstein, selber Bauer im ländlichen Raum und Bürgermeister einer kleinen Gemeinde mit 240 Einwohnern. Ich wohne in einem Amtsgebiet mit 30 Gemeinden und wir haben in dieses Amtsgebiet ein Gymnasium gebaut. Und das finden wir sehr wichtig, weil wir glauben, dass wir damit Bevölkerung halten. Und wir haben selber Geld über die Gemeindewerke in die Hand genommen und uns ein eigenes Glasfasernetz gelegt, ohne das mit Förderung zu unterlegen, sondern damit wir überhaupt vorankommen. Das hat auch bis jetzt funktioniert. Was wir feststellen ist aber, das, was Sie gesagt haben, Herr Hennecke, kann ich voll unterstützen, dass wir nicht dort abgeholt werden, wo wir uns zurzeit sind. Alle Diskussionsbeiträge haben mir sehr gut gefallen. Wir haben in die Zukunft reingeredet, aber wir sind nicht beim Hier und Jetzt. Wenn ich mir die ganzen Projekte angucke, Großprojekte, Infrastrukturmaßnahmen, finde ich alle sehr in Ordnung. Aber was wir zurzeit an Ausgleichsflächen leisten müssen, finde ich auch gigantisch. Also es geht so nicht weiter. Wir haben Landkreise in Schleswig-Holstein, den Kreis Steinbruch, da können Sie keine neue Straße mehr bauen, ohne irgendwelche Ausgleichsflächen dazwischen zu haben, dann ist die Party nämlich zu Ende. Das zweite ist das Baurecht. Wir haben eine Umweltministerin und eine Bauministerin, die genau das Gegenteil produziert von dem, was man an Wirtschaftlichkeit in der Landwirtschaft braucht. Ich rede hier über Gülleanlagen, über Rohrleitungen, doppelwandig sollen sie sein, sicher sollen sie sein, das kann kein Mensch mehr bei diesen Preisen bezahlen und wir haben kein Atomkraftwerk. Wir arbeiten mit landwirtschaftlichen Urin und Kot. Das können wir schon dicht hinbauen, ohne dass wir dort irgendwie große Sicherheitslücken haben. Und auch das Baurecht, Privilegierung spreche ich nur an für landwirtschaftliche Gebäude. Ich meine auch wirklich familiengeführte Betriebe und keine gewerblichen landwirtschaftlichen Produktionseinheiten. Da muss man schon Unterschied machen. Aber was wir da zurzeit an Auflagen haben, glaube ich, geht viel zu weit. Ich fordere Sie auf, alle, die Verantwortung tragen, das bisschen mehr im Blick zu haben. Der Blick in die Zukunft ist wichtig und Digitalisierung ist auch das Zauberwort. Aber wir müssen dort abgeholt werden, wo wir heute sind. Und das ist pragmatische Umsetzung von Politiken, die uns auch wirklich hilft. Vielen Dank, machen Sie weiter so. Ich unterstütze Sie auf jeden Fall. Vielen Dank, Klaus-Peter Lucht. Gibt es noch weitere Wortmeldungen, Nachfragen? Dann würde ich gerne die Anmerkungen hier einmal aufs Podium zurückspiegeln. Wer fühlt sich angesprochen, zum Thema Rückzug aus der Fläche in der Verbraucherberatung etwas zu sagen? Ich nehme mir mal heraus auch darauf hinzuweisen, ja, das ist eine Entwicklung, die wir ja in vielen Bereichen haben, dass bestimmte Dienstleistungsangebote in der Fläche zurückgehen bei rückgängiger Bevölkerung. Aber wie reagieren die Kommunen? Was kann dort kommunal vor Ort aufgefangen werden? Fühlen sich die Kommunen bei dem Punkt angesprochen? Ja. Ist die Frage gestellt worden nach den Förderprogrammen. Bevorzugung von Kommunen wäre für Sie auch nochmal ein Thema und über das also ich mache gleich nochmal zurück. Ganz kurz, dann, also jetzt immer nur einen Satz, damit noch mehr zu Worte kommen können. Also das, was Sie angesprochen haben mit dem Verbraucherschutz, trifft uns doch für die gesamte sozusagen personenorientierte Dienstleistung. Also insofern habe ich, also wir werden die Digitalisierung nicht aufhalten, das muss man deutlich sagen. Trotzdem ist es doch ein großes Problem zu sagen, ich bin auch Mitglied im Vorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Sie können sich Finanzdienstleistungen ohne Filialen vorstellen. Und ich würde im Grunde sagen, eine normale Kreissparkasse ist noch stärker im Raume vernetzt als die Kreisverwaltung selber. Also insofern liegen da erhebliche Probleme, die auf uns zukommen, die erstmal sozusagen auch Arbeitsplätze kosten, die Chancen bieten, aber Arbeitsplätze kosten und damit im Grunde sozusagen ländliche Raumangebote auch verhindern. Wir müssen im Bildungsbereich, das ist alles richtig, dass man im Grunde sagt, man muss selber tun, wir müssen uns da auch verantwortlich fühlen. Wir kommen ja über ideologische Diskussionen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten geführt haben, deshalb längst hinweg, weil wir im Grunde Standortsicherung betreiben. Und im Grunde ist es schon fast egal, es zu sagen, welche Art von Schulform ist es denn, die wir da haben. Aber insofern muss man natürlich da in Bildung investieren. Ein Punkt allgemein, sage ich mal, zu der Finanzmittelverteilung. Es geht ja nicht nur um Förderung, um Förderpolitik, sondern Liebing hatte das auch in seinem Katalog hier aufgeschrieben, es geht auch um richtige Finanzmittelverteilung. Und richtige Finanzmittelverteilung heißt, dass ich im Grunde sagen muss, ich muss
was Herr Heiden gesagt hat, sozusagen im kommunalen Bereich genauso sagen, ich muss anknüpfen an Wirtschaftspotenzial, das ich habe, und das muss ich fördern. Das ist sozusagen ein System, das sich selber trägt. Wenn Sie aber den Ländern sagen würden, wir verteilen die Steuern auf die Länder nur nach Wirtschaftskraft, ja, dann würde Sachsen 53% von Deutschland haben und damit nie im Leben zufrieden sein. Das heißt, bei den Ländern sagen wir, verteilen natürlich selbstverständlich die Umsatzsteuer nach Einwohnern und nach Wirtschaftsschwäche. Im kommunalen Bereich machen wir das nicht. Wir müssten also bei der Umsatzsteuer im kommunalen Bereich auch mal überlegen zu sagen, müssen wir nicht stärker sozusagen Einwohner und vielleicht sogar auch flächenorientiert verteilen. Bei der Einkommensteuer können wir das nicht machen, bei der Gewerbesteuer können wir das nicht machen, bei der Grundsteuer können wir das nicht machen, aber bei der Umsatzsteuer geht das schon. Und insofern sackt uns Fläche immer ab, das ist nicht unabwendbar. Und Herr Born und ich, ist ja noch gar nicht so lange her, dass er auch noch beruflich aktiv war, haben uns genau mit dieser Frage der Außenbereichsbebauung, der Frage von landwirtschaftlicher Nutzung und so weiter, sagen wir doch, also laufend, auch mit seinen Nachfolgern, sehr intensiv beschäftigt, und in der Tendenz würde ich Ihnen zustimmen. Also auf der einen Seite muss man sagen, wir müssen sozusagen nicht industrialisierte Landwirtschaft über die Maßen fördern, aber das Landwirtschaft, wie Sie es gesagt haben, Herr Heiden, sozusagen die immer noch die Wurzel sozusagen des ländlichen Raumes ist, das ist ja unbestreitbar. Und dass man deshalb sagen muss, so, und wir haben viele Betriebe, die es nicht mehr gibt, und wo Gebäude zur Umnutzung anstehen und wo es Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Gebäudenutzung gibt. Uraltes Thema. So, und im Grunde muss ich sagen, da kann ich natürlich abwürgen Entwicklungen, die sich eigentlich harmonisch einfügen würden, wenn ich ja ein bisschen großzügiger vorginge. Und da bin ich, wie Sie, überzeugt zu sagen, das wissen die Leute vor Ort am besten. Ja? Und ich muss sie nur sozusagen aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen lassen. Und dasselbe gilt für die Frage des Verhältnisses von Landwirtschaft zu Naturschutz und anderen Umweltbelangen. Herr Dr. Ein. Also jetzt werde ich ganz mutig, spreche sozusagen als Verwaltungsmensch und reagiere auch auf Herrn Lucht. Und ich glaube, wir treffen uns, weil das ist, glaube ich, wirklich eine Forderung an die Politik. Nicht? Und Politik muss in Zeiten, in denen Dinge sehr komplex sind und Faktoren ineinander spielen, dann, glaube ich, klare Handlungsanweisungen geben, auch an die Verwaltung vor Ort, damit dann vor Ort ganz konkret Dinge richtig beschrieben werden können. Also wenn wir sagen, die ländlichen Räume sind wichtig, sie sollen lebensfähig erhalten werden, dazu brauchen wir wirtschaftliche Aktivität im Land, sonst bricht da alles zusammen. Es gibt andere wichtige Aufgaben im Umwelt- und Naturschutz. So. Dann muss aber das Regelwerk, das ist so ein Gesetz- und Verordnungswerk, irgendwie auch so geschaffen werden, dass es in der Umsetzung konkret dann auch die Abwägung erlaubt, zu sagen, wir wägen ab zwischen verschiedenen Interessen und wir werden allen gerecht per Saldo. Nicht? Was wir oft so haben, sind so Säulen von Gesetzgebungen, dann darunter gestalteten Verwaltungsregeln. Und jede Verwaltungsschiene denkt in ihrem Kästchen. So, keiner hat auch, ganz ehrlich gesagt, vielleicht die Autorität, geschweige denn den Mut, zu sagen, ich gehe darüber. Aber das ist dann auch viel verlangt. Nicht? Da muss, glaube ich, weiter oben müssen Kriterien entwickelt werden, wie ich im konkreten Fall dann eine vernünftige Lösung finden, weil ich dann einfach sagen, ich kann ja nicht sagen, ich lasse Naturschutz sein, weil ich jetzt Landwirtschaft fördern will. Das muss ja alles in einem Gleichgewicht bleiben, aber ganz konkret kann ich vielleicht sagen, ja, hier ist diese Lösung jetzt die angemessene, weil unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen sind und deswegen darf hier in dem Hof gebaut werden, deswegen muss die Ausgleichsfläche hier nicht sein, so, oder sie kann immer weniger sein, weil anderswo wird es mehr und anderswo wird es anders gemacht. Und dieses, glaube ich, fehlt ganz konkret für die Umsetzung in der Praxis. Und dieses Votum wollte ich mir dann jetzt mal herausnehmen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die vor Ort diese Fälle bearbeiten müssen, da ein Problem haben und nicht wissen oder vielleicht auch die Rückendeckung nicht finden, die sie brauchen, um dann mal eine vernünftige Entscheidung zu treffen, die nie im Ergebnis eine ist zu Lasten eines öffentlichen Interesses, sondern dem Ausgleich der öffentlichen Interessen dient. Herr Dr. Gerz. Ja, ich möchte gerne noch mal ergänzen. Ich glaube, viele Unternehmen können das, was Herr Heiden gerade beschrieben hat, sozusagen aus persönlicher Erfahrung auch sozusagen bei der Schließung von Gewerbeflächen und Erweiterung von Gewerbeflächen durchaus nachvollziehen.
Das ist ja in der Tat immer die Krux, wie gelingt es vor Ort, wie kann man sozusagen sich weiterentwickeln. Viele Unternehmen sagen, es gibt eben keine Reserveflächen da, wo sie sind. Es gibt ja auch zunehmend Beschränkungen bei der Nutzung weiterer Flächen. Es gibt jetzt angesichts der Wohnungsbaudiskussion oder des nötigen Wohnungsbaus auch immer die Frage, wie verhindern wir erst, dass Wohnungen so nah an Gewerbegebiete heranwachsen, dass die nicht mehr weiter wachsen können. Auch den Ausgleich braucht man an der Stelle. Da gibt es eben keine einfache Lösung. Aber wie gesagt, die Versäulung hilft uns da nicht weiter. Ich will zwei Punkte noch ergänzen, sozusagen zu diesem Themenkomplex. Wir haben auf der einen Seite Klimaschutz, Naturschutzpolitik. Ich meine, das ist ja so ein schönes Beispiel. Wir diskutieren gerade einen Klimaschutzplan der Bundesregierung, sozusagen, wo aus dem SPD-geführten Haus ein Plan kam, der genau diesen Ausgleich eben nicht vorsah, sondern ein Thema komplett verabsolutiert. Und das muss jetzt mühsam wieder zurückgerudert werden. Das ist so ein klassisches Beispiel, wie es eben nicht funktioniert. Das hilft jedenfalls in ländlichen Räumen auch nicht, was da drin steht, um da nochmal eine politische Facette zu bringen. Und mein letzter Punkt ist das Thema Verkehrsinfrastruktur. Ich glaube, da müssen wir auch gemeinsam schauen, also gerade auch Landespolitik, Kommunalpolitik und Wirtschaft, wie überzeugt man Bürger davon, dass manche Autobahn oder Bundesstraße, die natürlich auch mit Baumaßnahmen und mit Veränderungen der Situation vor Ort verbunden ist, für manchen auch sozusagen negativ, für einen ländlichen Raum aber ganz wichtig ist. Und das sozusagen noch besser zu machen als in der Vergangenheit, glaube ich, gehört auch ein bisschen mit dazu. Denn ansonsten fällt einem auf die Füße, dass ein paar besonders bewegte Krach machen und vor dem Hintergrund dann alle umkippen. Das haben wir in der Vergangenheit oft erlebt. Das hilft aber natürlich dem ländlichen Raum, der diese Verkehrsanbindung oft braucht, gerade nicht. Das vielleicht zu diesem Punkt. Eine Facette zu dem Thema Verbraucherschutz und Infrastruktur in der Region. Ich sage mal so, Verbraucherschutz lässt sich ja noch relativ leicht digital organisieren. Das ist bei der Feuerwehr ein bisschen schwieriger. Also von daher muss man schon sehen, manches kann man dann auch mit Telefon und Computer und Sprechstunde sehr gut hinbekommen. Beim Arzt ist so ein bisschen so in der Mitte. Da gibt es Dinge, die funktionieren auch ohne Anwesenheit, andere überhaupt nicht. Ein Beispiel, was uns sehr am Herzen liegt in diesem Zusammenhang, ist das Thema Berufsschule. Das will ich uns hier allen nur mal als Stichwort mitgeben. Auch da gibt es kein Schwarz-Weiß. Aber da gibt es auch einen starken Rückbau, was wiederum dann die Ausbildungsfähigkeit der Betriebe zum Teil auch reduziert und da sehr klug mit umzugehen und auch da gemeinsam Lösungen zu suchen. Nicht der eine in seiner Säule und der andere meckert dann nachher über das Ergebnis, ist, glaube ich, angesichts der Digitalisierung, der Demografie und eben der daraus resultierenden Herausforderung für die ländlichen Räume auch sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Ohrseifer. Ja, ich glaube, wir haben sehr viele Facetten der ländlichen Räume jetzt schon beleuchtet. Aber ich glaube, es bleibt zu sagen, dass ländliche Räume ja nicht nur ein Gesicht haben. Also ich selbst komme aus der Gegend von Köln, nicht ganz Köln, aber am Stadtrand wohnend. Und da fragt man sich natürlich, was ist dann jetzt ländlicher Raum? Ist es schon die Voreifel mit sehr hoher Kaufkraft oder ist es die Hocheifel mit strukturellen Problemen? Und ich glaube, wenn wir fördern, und das sollten wir ja nun, das sollte jetzt eine Aufgabe nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Politik sein, wenn wir fördern, dann müssen wir die ländlichen Räume ganzheitlich fördern, aber mit speziellen Lösungen. Ich glaube, das ist sehr wichtig und dass wir also genau da ansetzen, wo die Strukturprobleme sind, dass wir da unterstützen. Dazu gibt es Möglichkeiten, dazu gibt es europäische Förderung, Bundesförderung. Das sollten wir mal überdenken, wie wir da den Betrieben, ich sehe es jetzt aus der Sicht der Betriebe, die Entwicklung eines Unternehmens leichter machen können, vielleicht auch die Innovationsschwellen mitbegleiten können, damit sich diese Betriebe auch noch weiterentwickeln, damit sie also mehr Mitarbeiter einstellen, damit sie mehr Wertschöpfung haben, damit sie auch mehr einbringen können in die Kommune. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Aus Sicht des Handwerks liegen wir so ein bisschen bei der Förderung dazwischen, zwischen GRW und GAK, also zwischen den Gemeinschaftsaufgaben regionale Wirtschaftsstruktur und Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur, Küstenschutz. Da fällt das Handwerk ein Stück weit dazwischen. Da sehen wir uns irgendwo noch nicht so ganz gut aufgehoben. Auch daran sollten wir vielleicht arbeiten. Vielleicht kann da ja gerade die Fortentwicklung der GAK hin zur GA der ländlichen Räume eine Chance bieten, dass auch das Handwerk eben damit dabei ist, dass die Fokussierung auf die Landwirtschaft eben erweitert wird. Gerade das soll es ja bringen. Frau Puskeppeleit. Ja, zum Wort GAK würde ich auch noch gerne was sagen, aber auch da fehlt mir das
Thema Digitalisierung im Moment noch ein bisschen, auch im Ausbau. Was kommt nach Breitband? Und ich würde gerne einfach noch mal zum Schluss auch die Lanze brechen dafür, dass Digitalisierung wirklich ein Querschnittsthema ist, in alle Lebensbereiche eingreift, schon da ist, aber auch noch viel stärker kommen wird. Und da geht es nicht nur um Alltagserleichterungen über Apps, über nette Geschichten, die man streamen kann, sondern es geht einfach auch um Stabilisierung von Infrastruktur. Wir haben es an vielen Stellen gehört. Bildung kann stabilisiert werden durch wirklich tolle, grandiose Verknüpfungen, auch virtuelle Verknüpfungen von einzelnen Schulen. Man kann Standorte sichern, man kann Weiterbildung ganz anders aufbauen, nämlich international auch und bereichsübergreifend. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir da einfach auch gemeinsam an einem Strang ziehen, dass Bildung mit Wirtschaft, mit Landwirtschaft, mit Naturschutz, mit allen Branchen, mit allen Partnern, die zu den ländlichen Räumen gehören, auch sagen, okay, das ist unsere Strategie und an der wollen wir gemeinsam arbeiten. Ein letztes Wort nochmal zu dem Thema Daten, Datenschutz, Datensicherheit, Datenhoheit, das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, finde ich nochmal extrem wichtig, auch mit in den Fokus zu nehmen. Eine digitale Ordnungspolitik, stelle ich mal als Begriff in den Raum, brauchen wir sowieso, aber insbesondere für die ländlichen Räume, weil ich glaube, dass in Daten ein ganz großes Zukunftsfeld liegt, zur Weiterentwicklung und zur Stabilisierung und auch um neue Geschäftsfelder zu ermöglichen und damit die ländlichen Räume noch attraktiver und stärker zu machen. Vielen Dank. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Punkte, die Klaus-Peter Lucht angesprochen hatte, weil dies ja auch eine Frage in den politischen Raum hinein ist. Wie gehen wir damit, wie auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, um? Es ist seit längerem unsere Position, was die Ausgleichsflächen anbelangt, dass wir wegkommen müssen davon, dass wir Ausgleich nur durch Flächenstilllegung darstellen, sondern dass wir stärker auch die qualitative Aufwertung bereits stillgelegter Flächen mit in den Blickpunkt nehmen. Oder mein schönstes Beispiel ist immer der Ausgleich, der geschaffen werden muss für neue Windkraftanlagen, Eingriff in das Landschaftsbild. Das kann man durch Flächenstilllegung nicht ausgleichen. Aber ich kann es ausgleichen, indem ich die neue Technik mitfinanziere aus diesen Ausgleichsmitteln für bedarfsgerechte Nachtbefeuerung. Wenn ich die Blinklichter des Nachts, die roten Blinklichter wegbekomme, dann ist das die deutlichste Entlastung des Landschaftsbildes, die ich erreichen kann. Das ist eine qualitative Maßnahme und eben nicht nur Flächenstilllegung, wie das in der Vergangenheit im Wesentlichen der Fall war. Da, glaube ich, ist noch viel mehr Potenzial, wenn wir dies organisieren. Und im Baurecht sehen wir das, was Frau Hendricks jetzt vorgeschlagen hat zur Privilegierung von landwirtschaftlichen Vorhaben sehr kritisch. Das ist nicht unsere Position. Als Kommunalpolitiker in der Fraktion werden wir uns dort jedenfalls, auch wenn es zwar verbrämt wird als mehr Entscheidungskompetenz für die Kommunen, so auf keinen Fall mittragen. Das würde einen Streit in jedes Dorf hineintragen über landwirtschaftliche Produktion, die auch für das, was wir an Frieden in den Dörfern brauchen, nicht verträglich wäre. Und Ihre Fokussierung sehr stark in der Entwicklung hin auf die Zentren ist auch nicht unsere Position. Damit haben wir uns auch mehrfach beschäftigt. Der Kollege Christian Hase sitzt dort drüben. Das war sein Thema, mit dem er sich auch im zuständigen Fachausschuss befasst hat. Also da liegen wir auch in der Entwicklung auf einer Linie. Ich möchte gerne zum Abschluss das Wort von Herrn Dr. Eiden, das er eben sagte, nochmal aufgreifen, als Sie das Ressortdenken kritisierten und sagten, keiner denkt übergreifend. Ich kenne jemanden, der übergreifend denkt. In diesem Fraktionssitzungssaal vergeht kaum eine Fraktionssitzung, in der uns unsere Kanzlerin nicht daran erinnert, alles hängt mit allem zusammen. Und das gilt letztendlich auch für die Entwicklung, die wir diskutieren bei den ländlichen Räumen. In der Vergangenheit war es doch so, wenn wir über Arbeitsplätze gesprochen haben, dann war das Hauptthema in den Städten, in den Gemeinden, wir entwickeln ein Gewerbegebiet und dann sehen wir zu, dass wir Betriebe ansiedeln. Aber in Zeiten, und dann sind die Arbeitskräfte ja da, wir haben ja genügend Arbeitslose, die machen das dann schon. Da bedienen wir uns. Die haben wir aber heute nicht mehr, sondern wir sprechen umgekehrt über die Fachkräfte. Und die potenziellen Mitarbeiter, Arbeitnehmer, die suchen sich sehr genau aus, welchen Betrieb sie wählen und wie die Standortbedingungen sind. Und dann geht es eben auch um Lebensqualität, um das gesamte Lebensumfeld, auch in den ländlichen Räumen. Um Kindergartenversorgung, ist das Schulangebot noch da, ist die ländliche Arztversorgung gewährleistet.
Und das sind genauso die Standortfaktoren, die wir in der Vergangenheit vielleicht manchmal als die weichen Standortfaktoren bezeichnet haben, die heute aber zu ganz harten Standortfaktoren geworden sind, weil sie darüber entscheiden, ob auch Dörfer auf dem Lande noch zukunftsfähig sind. Und das gilt erst recht, wenn wir dann den Megatrend der Digitalisierung, über den wir nun auch intensiv gesprochen haben, mit einbeziehen. Sie sprachen auch über die Priorisierung, wo bauen wir zuerst schnelles Internet aus. Ja, die Gewerbegebiete sind wichtig, darf aber auch nicht dazu führen, dass dann andere Bereiche hinten runterfallen. So haben Sie es ja auch nicht gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch die Beispiele gehört, wo Familien sehr wohl schauen, wie ist denn die Versorgung mit schnellem Internet. Da geht es nicht nur um den Betrieb, sondern auch um die Mitarbeiter, die ihre Anforderungen selbstverständlich auch zu Hause haben. Und dies ist, glaube ich, auch deutlich geworden in dem Gespräch, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir nicht über die Zukunft, sondern sprechen wir über die Gegenwart, weil sie heute stattfindet und heute die Grundlage dafür gelegt wird, ob wir die weiteren Chancen in der Zukunft tatsächlich auch nutzen können. Das ist jedenfalls unser Ziel. Auch das ist deutlich geworden in dieser Diskussion mit Partnern hier am Tisch, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, die ländlichen Räume zukunftsfähig zu halten, eben nicht die Entwicklung zu konzentrieren auf die Städte, auf die Metropolen, so wie andere das vielleicht diskutieren und sagen, dann strahlt das ins Umland aus und dann ist denen ja auch Genüge getan. Oder wie andere, die ländlichen Räume eher als den Ausflugsraum oder als die Ausgleichsfläche für städtische Entwicklungen betrachten. Nein, wir setzen eben auf die eigenständigen Entwicklungsstrategien für die ländlichen Räume, die wir zukunfts- und lebensfähig halten wollen. Und wenn das mit dem Thema der Digitalisierung ein Stück leichter wird, weil Digitalisierung eben Distanzen überwindet, Menschen zusammenbringt, Verbindungen schafft, die sonst nur räumlich, personell geleistet werden konnten und eben unter veränderten Bedingungen in ländlichen Räumen zu Schwierigkeiten führt, dann wird das sicherlich einer der Schwerpunkte sein, auch unserer Arbeit. Und dann werden wir eben nicht mehr über den Megabit-Bereich, sondern über den Gigabit-Bereich sprechen. Und auch das nehmen wir als Botschaft mit. Nicht für 95% der Fläche, sondern für 100% der Fläche, damit wir niemanden in den ländlichen Räumen hängen lassen oder abgehängt lassen, sondern jeden mitnehmen, der Zukunft zu Hause in seiner Heimat, auch in den Dörfern im ländlichen Raum haben soll. Herzlichen Dank Ihnen allen hier oben auf dem Podium für die Diskussionen, Ihnen für Mitdiskutieren und Ihr Interesse. Ich übergebe wieder zurück an Gitta Konnemann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Ingbert Liebing und liebe Podiumsteilnehmer für die Hinweise, die Sie gegeben haben. Ich habe mir selbst eine Menge mitgeschrieben. Es gab ja unterschiedliche Bekenntnisse, die Sie einten. Das war unter anderem auch, dass die Grundbitte, die Grundforderung, der Grundanspruch an uns selbst, redet den ländlichen Raum nicht schlechter, als er ist. Ausrufungszeichen. Dazu gehörte aber auch die Forderung nach einem durchaus politisch klareren Zuschnitt, Herr Professor Hennecke, zu sagen, wir brauchen klare Verantwortlichkeiten und wir brauchen am Ende eine Bündelung. Ich darf Ihnen für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagen, dass genau das unser Wunsch auch ist. Genau das wollen wir und wir glauben, dass diese Bündelung, diese Verantwortungszusammenfassung beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sehr gut auch aufgehoben wäre. Das bringt mir sicherlich bei ein Gast, der inzwischen gekommen ist und der wie kein anderer für den ländlichen Raum steht. Das ist der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Peter Bläser. Er leitet den entsprechenden Staatssekretärausschuss Ländliche Räume. Und vor diesem Hintergrund herzlich willkommen gerade auch dir, lieber Peter. Sie haben uns etliches in das Stammbuch geschrieben, an Rahmenbedingungen von grundsätzlichen Schaffung von Infrastrukturen, der Rolle, die der Bund auch als Vernetzer wird übernehmen müssen, bis hin zu Einzelthemen von der Erbschaftssteuer bis zur Kompensationsverordnung,
die ja nach wie vor leider im Bundesrat liegt, beziehungsweise jetzt vom BMOB wieder aufgegriffen worden ist, aber in einer Art und Weise, die uns nicht gefallen kann. Ich sage das ganz, ganz deutlich, denn wir setzen, und das hat Ingbert Liebing gesagt, auf qualitativen Naturschutz und nicht auf quantitativen Naturschutz. Das wird uns am Ende nicht weiterbringen, wie ohnehin das Selbstverständnis so des einen oder anderen Hauses schon bemerkenswert sind, wenn es so auch um Fragen, wir hatten das Thema Klimaschutz oder Baurecht in Gänze angesprochen. Aber das sind Dinge, die wir auch werden auswerten wollen und müssen, denn wir führen diese Veranstaltung nicht nur durch, um dann mal darüber geredet zu haben, sondern wir führen diese Veranstaltung durch, um am Ende auch Impulse zu bekommen für unsere Arbeit und gegebenenfalls auch Hinweise für etwas, was jetzt wieder ansteht, ein Wahlprogramm, an dem wir sicherlich auf der einen oder anderen Seite auch als Fraktionsmitglieder werden mitwirken können. Sie haben uns wirklich vieles mitgegeben, auch in großer Klarheit. Und dafür bin ich Ihnen allen dankbar. Und zwar mein besonderer Dank gilt Marika Puskepeleit. Vielen Dank, dass Sie da waren und auch Bekenntnisse von uns gefordert haben. Ich hoffe, Sie haben sie auch bekommen in dieser Deutlichkeit. Herzlichen Dank, Frau Puskepeleit. Ja. Mein Dank gilt dann natürlich Herrn Professor Hennecke mit den sehr klaren Forderungen und übrigens auch dem Hinweis, unterlassen ist manchmal besser als ein Tun. Vielen Dank. Die Rolle des Handwerks für den ländlichen Raum hat wirklich brillant dargestellt der Präsident aller Handwerkerinnen und Handwerker, Herr Wollseifer, der auch noch mal dafür plädiert hat und gesagt hat, für uns sind ländliche Räume Zukunftsräume. Herzlichen Dank, lieber Herr Wollseifer. Ein weiterer Präsident saß auf dem Podium mit Herrn Eiden, der noch einmal ein leidenschaftliches Plädoyer auch für die Rolle der Land- und Ernährungswirtschaft für den ländlichen Raum gemacht hat. Wir sind uns, glaube ich, einig, ohne Land- und Ernährungswirtschaft hat ländlicher Raum keine Zukunft. Vielen Dank, Herr Dr. Eiden. Und dann gilt mein besonderer Dank demjenigen, der alle unter Kontrolle und in der Zeit halten musste und das in blendender Weise gemacht hat. Das ist der Kollege Ingbert Liebing. Vielen, vielen Dank, lieber Ingbert. Habe ich einen vergessen, nämlich derjenige, der mir auch noch am nächsten sitzt und mit dem ich schon so viel gemacht habe. Und das ist sozusagen das Pendant, wir hatten die Handwerker, es gibt aber dann diejenigen, die eigentlich alle umfassen, das ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, er war vertreten durch den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Dr. Achim Derks, der uns ja sehr deutlich gesagt hat, es ist gut, wenn Sie sich auch mal zurückhalten, aber Sie müssen auch schon eine Kernrolle übernehmen, wenn es darum geht, Netzwerke herzustellen, und zwar bundesweit. Und bitte denken Sie daran, wenn Sie Prioritäten setzen, das muss mal sein, aber Gewerbegebiete vorne dran. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Derks. Und dann eben Ingbert Liebing. Sie werden in jeder Faser seines Auftrittes gemerkt haben, er kommt nicht nur aus dem ländlichen Raum, sondern er steht für diesen in besonderer Weise. Deswegen hat er ihm sich häufig auch inhaltlich zugewandt. Und ich kenne ihn als jemanden, der außerordentlich verlässlich auch ist und kann auch in seinem Namen sagen, wir werden diese Aufträge mitnehmen und wollen sie nicht nur zu Papier bringen, sondern am Ende auch umsetzen. Ich verabschiede jetzt das erste Podium. Das zweite Podium steht jetzt entsprechend an. Das darf ich direkt hier auf die Bühne bitten. Umso mehr freue ich mich, dass eine weitere Kämpferin für den ländlichen Raum, die das über viele Jahre schon im Deutschen Bundestag unter Beweis gestellt hat, jetzt hier ist. Das ist die Kollegin Marlene Mortler. Ich nenne sie auch deshalb, weil sie nicht nur die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist, sondern eben auch diesen Arbeitsbereich bei der CSU verantwortlich zeichnet. Vielen Dank, dass du da bist. Und mit uns hören willst, wie sich Wertschöpfung durch bürgerschaftliches Engagement erzielen lässt. Ich verhehle nicht, dass es bei uns durchaus Diskussionen gab über die Bezeichnung des Podiums.
Ich hatte vorgeschlagen, Wertschöpfung durch Wirtschaft und dann Wertschöpfung durch bürgerschaftliches Engagement oder durch Menschen. Dann wurde mir gesagt, das ist aber ein sehr volkswirtschaftlicher Begriff und das wird dem Ganzen nicht gerecht. Herr Dr. Eiden, hier ist ein Platz für Sie. Das wird dem Ganzen nicht besonders gerecht. Allerdings geht es am Ende darum, was ist werthaltig, was schafft am Ende Werte. Und dazu gehört zwingend sicherlich das bürgerschaftliche Engagement. Es gibt überall in Deutschland bürgerschaftliches Engagement. Es begeistert mich immer wieder, wie viele Menschen sich an welcher Stelle auch einsetzen für die unterschiedlichsten Aktivitäten, sei es sozial, karitativ, sei es im Sport, sei es in der Kultur, sei es aber auch in der Kommunalpolitik. Das ist zutiefst beeindruckend, was Tag für Tag passiert, welcher Wert dort auch geschaffen wird. Eines wäre aber ohne das Ehrenamt sicherlich überhaupt nicht denkbar. Das ist der ländliche Raum. Denn wir haben dort zum Teil nicht die Struktur, wie wir sie in den Städten haben. Das zeigt mir allein der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Herr Ziebs. Er wird uns sicherlich sagen können, wie viele freiwillige Feuerwehren, die den Katastrophenschutz sicherstellen, den Brandschutz sicherstellen, und zwar in vollem Umfang freiwillig, weil es eines nicht gibt, Berufsfeuerwehren. Und das ist so typisch für das Land. Und deshalb dieses Podium Wertschöpfung durch bürgerschaftliches Engagement. Dieses Podium wird leiten als Moderator jemand, der sich ebenfalls engagiert für den ländlichen Raum, der frühere Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Dr. Helmut Born. Er ist heute nicht in dieser Rolle hier als Ex, sondern nach wie vor als agierender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft. Wir haben gemeinsam im Bereich Kultur und Landschaft gearbeitet und dieser Stiftung dann auch sozusagen an Wahrnehmung verholfen. Das hat ganz wesentlich mit Herrn Dr. Born zu tun und deswegen freue ich mich auch, dass er sich bereit erklärt hat, nicht nur Ihnen die Podiumsgäste vorzustellen, sondern auch das Podium zu moderieren. Herr Dr. Born, it's your turn. Liebe Frau Konnemann, schönen Dank für die Einführung. Diese so viel Eigenwerbung darf dann sein. Diese Deutsche Stiftung Kulturlandschaft verleiht einen Preis. Da schreibt sich Kulturlandschaft mit 2 F. Und der wird alle 2 Jahre verliehen. Und dann loben wir aus Landkreise, Regionen, die zeigen, dass sie die Bleibeperspektiven für die Menschen dort schaffen. Der Herr Liebing ist jetzt nicht mehr da. Nordfriesland war der letzte Preisträger, davor Kulmbach, davor Ilmenau, davor Oberschwaben. Um so ein bisschen mal klar zu machen, in welche Richtung wir mit dieser Kulturlandschaft, die natürlich sich auch um Kulturlandschaft kümmert und die Frage, wie man Kompensation betreibt beispielsweise, aber die einen, ich sage mal, größeren Impetus hat, all diejenigen, denjenigen Mut zu machen, die sich dem ländlichen Raum verbunden fühlen. Das einfach nur als Hintergrund. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Podium 2, die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet. Ich habe die Mitdiskutanten hier gebeten, durch entsprechende Schärfe in den Aussagen dann eine muntere Diskussion trotzdem hinzubekommen. Und Frau Konnemann hat gesagt, bei dem Titel ist das ja auch so eine gewisse Gegensätzlichkeit, Wertschöpfung durch bürgerschaftliches Engagement. Eingedenk dessen, was wir jetzt in den Vorträgen von den Ministerien gehört haben, was wir im Podium 1 gehört haben, will ich nur Folgendes sagen. Mit dieser Überschrift wollen wir den Fokus jetzt ein wenig umdrehen. Wir haben bisher gehört, was kann ein Ministerium an Förderung tun? Was kann Verwaltung in der Umsetzung tun, um Wirtschaft im ländlichen Raum zu stimulieren und damit letztendlich natürlich die Zukunftsperspektiven auch für die Menschen zu sichern? In diesem Podium drehen wir es um und fragen, was können denn die Menschen im ländlichen Raum tun,
um ihren Teil dazu zu bringen, um Bleibeperspektiven zu erhalten und damit letztendlich auch Wirtschaft und Verwaltung und was auch immer wir eben diskutiert haben, zu ermöglichen. Also der Mensch, Frau Konnemann hat es gesagt, im ländlichen Raum manchmal wesentlich stärker gefordert als städtische Konsumenten, die vieles einfach aufnehmen können, was Städte und Gemeinden vorhalten, was im ländlichen Raum dann selbst erbracht werden kann. Und wenn ich sage, die Menschen, dann gibt es die im ländlichen Raum natürlich so auch nicht. Es gibt Junge, es gibt Alte, es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt Ehrenamtliche, die engagiert sind, es gibt Hauptamtliche, die sich einbringen. Also die ganze Bandbreite. Und wenn man sich dem Thema nähern will, macht man es am besten dadurch, dass man hier ins Podium Experten reinholt, die so ein wenig das wiedergeben, was an Spektrum ehrenamtlicher, aber auch hauptamtlicher Arbeit der Menschen für den ländlichen Raum da ist. Ich will Ihnen zu den 5 Diskutanten ganz schnell ein paar Informationen geben. Sie finden sie natürlich auch in den Unterlagen ganz rechts von mir, von Ihnen aus links, der Stefan Groschwitz. Er ist Geschäftsführer des deutschen, ich muss genau gucken, Bundesjugendringes. Wenn man so will, ist er Herr über 26 spezielle Jugendverbände mit bestimmtlichen thematischen Hintergrund, aber auch 16 Landesjugendringen. Also er ist der Oberjugendliche heute hier in unserer Debatte. Er ist auch noch jung an Jahren, mir sei das gestattet als Pensionär. Und damit haben wir auch die Stimme der Jugend. Sie ist ja mehrmals nun angesprochen worden. Perspektiven für den ländlichen Raum heißt, entweder die Jugend bleibt da oder wir haben keine. Auch das kann man sehr absolut ausdrücken. Und Herr Groschwitz, ich bin sehr froh, dass Sie dabei sind. Dann sitzt mir zur rechten Frau Professor Dr. Dr. H.C. Lehr. Zu ihr brauche ich, glaube ich, nicht mehr allzu viel sagen. Sie war im Parlament, sie war Ministerin, sie war erste Vorsitzende einer Enquetekommission, die den demografischen Wandel sich vorgenommen hat. Und wir werden gleich erleben, Sie haben das ja auch mit einer gewissen Dominanz dann jeweils betrieben. Und nicht nur zur Freude der Partei, der Sie angehören, aber im Nachhinein, glaube ich, haben Sie in vielen Dingen auch sich durchsetzen können. Also, Frau Lehr, herzlich willkommen. Sie vertreten heute, das muss ich eben noch nachschieben, die Bundesarbeitsgemeinschaft von Seniorenorganisationen. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgedrückt. Also wir haben Jung und Alt direkt neben mir sitzen. Ich gehe zu meiner Linken, von Ihnen aus rechts, zu Frau Podlinski. Sie ist Vorsitzende der katholischen Landjugendbewegung, KLB. Wer das Land kennt, weiß, dass das eine ganz traditionsreiche Einrichtung ist, Bildungseinrichtung, Aktionsgruppe, Aktionsorganisation ist, die sich dem ländlichen Raum verschrieben hat, in einer der beiden großen Kirchen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Feld, um auch das Verständnis zwischen Stadt und Land, was sich in einer Kirche auch sehr konfliktträchtig manchmal stellt. Auch da geht es um Geld, was eingesetzt wird neben dem Glauben. Das ist natürlich wichtig, aber hier reden wir über den ländlichen Raum. Und da, Frau Podlinski, helfen Sie sehr mit, dass die Stimme des ländlichen Raums da nicht untergeht. Ich komme zu Herrn Wigbers, der aus dem Emsland zu uns gekommen ist. Jetzt muss ich wieder genau gucken. Er ist Samtgemeindebürgermeister von Sögel, einer Gemeinde mit mehr als 16.000 Einwohnern. Er ist also, wenn man so will, Hauptamtlicher, hat aber ein großes Faible für ehrenamtliches Engagement und hat das, glaube ich, gerade in den letzten 12 Monaten im Zusammenhang mit der, was wir immer gemeinhin als Flüchtlingskrise bezeichnen, also mit der Flüchtlingsaufgabe, sehr bewiesen. Und ich freue mich, dass wir mit Ihnen also einen Bürgermeister dabei haben. Last but not least, er ist der Uniformträger, ist ja eben schon angesprochen worden, der Herr Ziebs. Mir natürlich sehr lieb, er hat nämlich das Sauerland als Heimat, wie ich auch. Und Herr Ziep ist, wenn ich es richtig sehe, seit Anfang dieses Jahres der oberste Feuerwehrmann
in Deutschland. Und wenn man ehrenamtliches Engagement sucht, wir haben es ja eben schon gehört, dann bei der Feuerwehr, insbesondere natürlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es davon mehr als 1 Million Mitglieder in Deutschland, darf man nie vergessen. Und das ist, glaube ich, sehr schön, Sie dabei zu haben. So viel der Vorrede. Ich würde es jetzt auch gerne so wie Herr Liebing halten, dass ich die einzelnen Diskussionsteilnehmer mit einer Frage ärgere, die ein Eingangsstatement abgeben können und dass wir dann untereinander hier auf dem Podium und mit Ihnen in die Diskussion gehen können. Kommen wir zunächst zu Ihnen, Herr Kroschwitz. In einer großen deutschen Tageszeitung, wo ja nur kluge Köpfe hinterstecken, wurde einmal als wesentlicher Unterschied zwischen Stadt und Land das weitaus höhere bürgerschaftliche Engagement aller Bevölkerungsgruppen auf dem Lande positiv herausgestellt. Manches erfolgt notgedrungen, weil bestimmte Strukturnachteile, Entfernungen, wie auch immer, überbrückt werden müssen. Meine Frage an Sie, Sie haben ja als Bundesverband Jugendliche und Verbände, die sowohl in der Stadt wie im ländlichen Raum aktiv sind, haben Sie festgestellt, dass es diesen Unterschied im ehrenamtlichen, im bürgerschaftlichen Engagement schon auf der jugendlichen Ebene zwischen Stadt und Land gibt? Und hilft das tatsächlich, bestehende Strukturnachteile im jugendadäquaten Bereich zu kompensieren? Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich habe lange Zeit in den USA gelebt und was ich da sehr vermisst habe, ist die Möglichkeit dieses wunderbaren Wortes Jein, das mit aller Bedeutsamkeit so sagen kann. Der Jugend geht es ähnlich wie den ländlichen Räumen, nämlich, dass sie sehr viel damit umgehen müssen, mit Stereotypen eingeschätzt zu werden. Deswegen kann ich auf die Frage so einfach oder möchte ich auf die Frage so einfach nicht antworten. Man könnte jetzt die Statistik insgesamt sozusagen drüber legen und sagen, ja, kann man, aber ich glaube, das würde nicht sehr weit führen. Tatsächlich ist ehrenamtliches Engagement unter jungen Menschen, der Deutsche Bundesjugendring, die in ihm vertretenen Jugendorganisationen, sind mehrere Millionen jungen Menschen in Deutschland, sowohl eben in ländlichen Gebieten als auch in Städten. Das ehrenamtliche Engagement junger Menschen ist ungebrochen. Natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche junge Menschen in ganz vielen unterschiedlichen ländlichen Räumen. Wenn wir die Frage so stellen und uns überlegen und wissen wollen, sozusagen, welche Rolle ehrenamtliches Engagement für junge Menschen spielen kann, welche Rolle junge Menschen im ehrenamtlichen Engagement spielen können und vor allem, welche Rolle ehrenamtliches Engagement junge Menschen im ländlichen Raum oder in ländlichen Räumen spielen kann, dann glaube ich, ist es sehr wichtig, im Kopf zu behalten, dass es sehr einfach fällt, Stereotype auch so wie dem ländlichen Raum auch die jungen Menschen gegenüberzubringen. Wir haben heute sehr viel gesprochen schon über den digitalen Wandel. Ich bin da sehr froh drüber, weil dann muss ich das nicht erwähnen. Ich muss nicht sozusagen sagen, wie wichtig die Digitalisierung für gerade junge Menschen im ländlichen Raum ist. Ich würde mir nämlich gerne die Zeit, die ich habe, dafür aufheben, darauf hinzuweisen, wie wichtig alle anderen Strukturen sind für junge Menschen in ländlichen Räumen und gerade für das ehrenamtliche Engagement. Die Forschungen, die wir haben zu ehrenamtlichem Engagement und unsere eigenen Erfahrungen damit, zeigen, dass junge Menschen ganz grundsätzlich, wenn man so allgemein sprechen will, wollen sich ihre Lebenswelt so eigen machen. So, und das tun sie auch. In den Jugendverbänden, die wir vor Ort haben, können sie das ganz aktiv tun. Da können sie ihre Kirchgemeinde, die Feuerwehr, selbst in der Sportjugend, Naturschutz und so weiter und so fort oder in Jugendverbänden, die ganz spezifisch Landjugendbewegungen sind, ihre Lebenswelt selbst gestalten. Und das machen sie in großen Elan und dann passiert, was für junge Leute häufig passiert, nämlich irgendwann gehen sie weg. Das passiert relativ häufig, wird auch immer deutlicher und immer stärker. Im ländlichen Räumen ist das ein besonders großer Einschnitt. Das passiert teilweise, wenn sie ihr Dorf schon verlassen und dann in die nächstgrößere Stadt gehen oder in den nächstgrößeren Ort, dort in die Schule, vielleicht sogar eine Ganztagsschule, die dann ganz deutlich der Kern und das Zentrum ihres Lebens wird. Das passiert dann noch mal, wenn die in Ausbildung gehen, Studium in große Städte gehen. Die Frage, die heute schon aufgekommen ist, ist, wie wird das dann möglich? Was muss man tun in den Räumen, damit junge Menschen wieder zurückkommen?
dass sie die ländlichen Räume sozusagen auch als, als eine Heimat sehen und sie erfahren, wo sie das lebenswert ist, wo sie wieder zurückkommen können. Ich kann das aus meiner eigenen Biografie so ein bisschen bestätigen. Ich komme aus dem Vogtland, dem sächsischen Vogtland. Also meine Kohorte, meine Altersgruppe, sind tatsächlich echt nur zwei Menschen, die ich kenne, zurückgekommen nach dem Studium in meiner kleinen Heimatstadt, sogar eine kleine Stadt, 6.000 Menschen, über den Berg tatsächlich, so im nächsten Tal, war das ganz anders. Da ist ein ganz großer Teil nach dem Studium mit ihren Kindern wieder zurückgekommen. Ich schiebe das darauf, dass in unserer Stadt Jugendarbeit nicht wirklich gefördert wurde. In dem Dorf über den Berg rüber, da hat der Bürgermeister, obwohl das sozusagen gegen harte Widerstände, so einen selbstorganisierten Jugendclub, der natürlich auch, ich sage es natürlich, aber immer auch in Gefahr stand, da ist Drogenhandel im Umfeld passiert und da war es auch mal lauter und da sind so verschiedene Sachen passiert, was irgendwie, ne, was man jetzt nicht gutheißen muss, wo man auch aufpassen muss, aber was immer mit jugendlichen Ausdruck und was zu tun hat. Die sind damit echt gut umgegangen. Und die haben eine Möglichkeit gegeben, dass die jungen Menschen dort das Gefühl hatten, in dem Dorf, da kann ich was bewegen. So. Und die sind zurückgekommen. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie ehrenamtliches Engagement, also der Wert von ehrenamtlichem Engagement von jungen Menschen in, vor Ort ist, ja, dadurch wird sehr viel ausgeglichen, was in Städten an Angebot sozusagen da ist, nämlich die Gestaltung des eigenen Lebens, des eigenen Lebensraums. Wenn wir aber danach fragen, wie wollen wir das stärken, wie können wir das unterstützen, müssen wir auf eigentlich sozusagen zurückgehen von dieser großen, hohen Abstraktionsebene und auf die ganz einfachen jugendpolitischen und engagementpolitischen Fragestellungen zurückgehen, weil die im ländlichen Raum von viel größerer Bedeutung sind als zum Beispiel in den Städten. Das heißt, ich kann ein paar Sachen andeuten, auf die wir gerne so im Detail noch eingehen können, die aber jetzt gerade anstehen und im Sinne der Zeit, das sage ich Sie wirklich nur noch, im Augenblick ist eine SGB-8-Reform irgendwie unterwegs. Da geht es um Führungszeugnisse für junge Ehrenamtliche. Die Diskussion wird über den Köpfen von Ehrenamtlichen vor Ort und jungen Menschen hinweggeführt. Da stehen ganz andere Dinge im Gesichtspunkt. Wir reden über Ganztagsschule. Das ist eine große Chance, aber das ist gerade auch in ländlichen Räumen ein großes Risiko, weil das nämlich bedeutet, dass sämtliche Aktivitäten junger Menschen auf diesen einen Ort beschränkt werden. Wir reden über, oder jetzt gerade nicht mehr, über BAföG, über Freistellungsregelungen. Wenn Sie wollen, dass junge Menschen weiterhin in den Strukturen vor Ort verhaftet bleiben und nicht einfach zum Studium weggehen und dann nie wieder zurückkehren, dann müssen Sie sich darum kümmern, Freistellungsregelungen zu machen. Wir leiden in der Jugendarbeit sehr darunter, dass so ein freier Ferienkorridor auf Bundesebene nicht möglich ist. Das sind Interessen der Wirtschaft und der Tourismuswirtschaft wichtiger, als dass junge Menschen an einem Punkt in einer Woche im ganzen Jahr mal Urlaub haben gemeinsam. Ja, deswegen bundesweite Camps und Jugendarbeit zum Beispiel möglich ist und so weiter und so fort. Also ich könnte so lange darüber reden und vielleicht kommen wir auch noch dazu. Und das lege ich aber erstmal. Herr Kowschitz, schönen Dank. Sie haben Fördermöglichkeiten, Nutzung von gesetzgeberischen Aktivitäten angesprochen, aber Sie haben noch was anderes gesagt. In dem Nachbardorf, in der Nachbarstadt, da hat der Bürgermeister etwas gemacht. Er hat sich nämlich dieser Jugendarbeit zugewandt und mit denen, ich sage mal, das Gefühl, das Wir-Gefühl entwickelt, was dann doch so fest war, dass man auch nach der Ausbildung dann wieder zurückgekommen ist. So viel jetzt, lassen wir es mal stehen. Junge Leute, kommen wir zu den etwas Älteren, Frau Professor Lehr. Sie haben sich damit ja nun wirklich über lange, lange Zeit beschäftigt, selbstverantwortetes Altern, ganz oben angesiedelt. Meine Frage an Sie, der ländliche Raum, der hat ja dieses Älterwerden der Gesellschaft, was überall passiert, manchmal im Brennglas, weil eben zumindest zeitweise Jugendliche den ländlichen Raum dann verlassen. Und meine Frage, wenn das Engagement der älteren Generation da ist, kann man da eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal das Wohlbefinden der Älteren steigern, wenn man sich entsprechend bürgerschaftlich auch im hohen Alter noch einbringt. Auf der anderen Seite aber
den Gemeinden vielleicht auch hier und da eine Richtung zu geben, wie man spezieller für die ältere Generation etwas tun kann, so ähnlich wie wir es gerade für die Jugend diskutiert haben. Bitte schön. Also zunächst muss ich feststellen, es gibt weder den ländlichen Raum noch die ältere Bevölkerung. Und es gibt auch nicht die Jugend, sondern es gibt sehr unterschiedliche Gruppen. Und beim ländlichen Raum und erst recht beim Engagement der Menschen, die im ländlichen Raum leben, müssen wir unterscheiden. Es gibt periphere, strukturschwache ländliche Räume. Es gibt ländliche Räume im Umfeld von Verdichtungsräumen, also im Umfeld der Großstädte. Es gibt landwirtschaftlich geprägte ländliche Räume und es gibt touristisch geprägte ländliche Räume. Und so sind die Anforderungen ja auch dann sehr unterschiedlich. Ihre Frage war, bringt Engagement für beide was? Generell kann man sagen, der Mensch braucht eine Aufgabe. Wer keine Aufgabe hat, gibt sich auf. Also bringt es durchaus Engagement, bringt auch etwas für den Einzelnen, vorausgesetzt, es hält sich im Rahmen. Der ältere Mensch will etwas tun, er will gebraucht werden, aber nicht missbraucht werden. Und es ist eine große Diskussion, wie weit wir gerade von Ersetzen fehlender kommunaler Strukturen endliche männliche oder ältere Leute da einsetzen. Tatsache ist, die Engagementberichte, die kennen Sie auch, da ist die Gruppe der über 60-Jährigen sogar recht stark vertreten. Je nachdem, wie und wo und was erhoben wird, 40%. Wir wissen von Feinuntersuchungen, dass in vielen ländlichen Räumen die Verbände eine größere Bedeutung haben als in städtischen Räumen. Da haben wir die Schützenvereine, wobei nicht jeder im Schützenverein unbedingt ehrenamtlich tätig ist, aber es ist ein Ehrenamt. Wir haben die Sportvereine, in denen auch mittelalterliche und ältere tätig sind. Wir haben vielleicht auch da noch regional unterschiedlich. Also da kann ich nur sagen, in Rheinland-Pfalz absolut sehr stark, vielleicht auch noch in anderen Ländern. Wir haben dann, auch das ist Ehrenamt, Selbsthilfegruppen, sowohl Alzheimer-Selbsthilfe, Diabetes-Selbsthilfe, die verschiedensten Selbsthilfegruppen, die auch ziemlich stark sind. Aber wichtig ist auch, wie Sie es eben sagten, wie der Bürgermeister, wie die Kommune dahinter steht. Und dann müssen wir auch noch sagen, es interessant war, dass Sie sagten, wo brauchen die Älteren Hilfe? Die Älteren wollen selber Hilfe geben und wollen nicht nur als die Hilfeempfänger erwartet werden. Andreas Kruse, vielleicht einigen bekannt, spricht von der sorgenden Gemeinschaft. Und der vierte Altenbericht geht ja in die, der siebte Altenbericht geht ja in die Richtung Caring Communities, ja. Und da geht es darum, sicher, Ältere hat größere Verletzlichkeiten und braucht deswegen manchmal mehr Zuwendung. Aber der Ältere hat auch besondere Potenziale und möchte in dem Bereich gebraucht werden. Und da gibt es viele, viele Beispiele, wie in städtischen Gegenden Lesefahrten zum Beispiel. Die lohnen sich in ländlichen Gegenden nicht. Es kommt auf die Art des Ehrenamtes an. Und dann haben wir in ländlichen Gegenden, in manchen, auch da kann ich nicht verallgemeinern, verstärkte Nachbarschaftshilfe. Die wären von den Ehrenamtsberichten gar nicht erfasst. Aber Sie haben es ja richtig gesagt, beziehungsweise hier sind wir davon ausgekommen, redet die ländlichen Räume nicht schwach, sondern macht sie stark. Wir wollen sie stark machen. Wir können sie aber nur dann stark machen, wenn wir auch die Probleme der ländlichen Räume sehen. Und da ist typisch für die ländlichen Räume alternde, überall mehr alternde Bevölkerung als in Städten. Aber nicht nur alternde, sondern die Gruppe der über 80-Jährigen
ist in ländlichen Räumen besonders stark. Und wenn Sie überlegen, der Demografiebericht von der Bertelsmann, der hat zwischen 2006 und 2025 eine Zunahme der über 80-Jährigen in Berlin um 92% festgestellt. Im Durchschnitt im Bundesgebiet liegt es um die 50%. Aber in den Landkreisen, in allen Landkreisen rund um Berlin, sind in diesem Zeitraum die Zunahmen der über 60-Jährigen bei 120 bis zu 270%. Man stellt sich diesen Unterschied vor. 100% wäre eine Verdoppelung in 20 Jahren. Hier bis 270%. Und da ist natürlich die Frage, wie weit kann da Ehrenamt was machen? Wir haben außerdem, und das ist entscheidend, ein Rückgang der Gruppe der 25- bis 45-Jährigen, und zwar bundesweit in allen 16 Bundesländern. Wir haben aber diesen Rückgang der 25- bis 45-Jährigen in ländlichen Gegenden viel, viel stärker als in städtischen Gegenden. Aber das ist die Gruppe, die eventuell Familie gründen kann oder gründet, das übliche Alter, und das ist auch die Gruppe der Arbeitskräfte. Also können wir hier nur diese jungen mittelalterlichen Leute heranziehen, indem wir Arbeitsplätze schaffen. Wir können den ländlichen Raum nur stärken, indem wir den Bevölkerungsrückgang stoppen und indem wir für Zuwanderung sorgen. Das geht einmal durch Arbeitskräfte, es geht zum anderen aber auch, indem wir Bildungseinrichtungen, beispielsweise Fachhochschulen oder so etwas, in ländliche Räume ziehen. Hier haben wir ja einen Mangel an dieser mittleren mittleren Ausbildung. Und bekannt ist, dass junge Leute an dem Ausbildungsort vielfach kleben bleiben. So hat auch Trier, was ja sonst auch, Saarland hat einen ziemlichen Rückgang, aber Trier hat zum Beispiel mehr und mehr Junge. Also mit anderen Worten, versuchen wir, das ehrenamtliche Engagement zu stärken, auf jeden Fall, zum Wohle des Einzelnen und zum Wohle der Gesellschaft, aber sehen wir auch die Grenzen. Schönen Dank. Sie haben gesagt, die älteren Menschen dabei nicht überfordern, aber ein klein wenig fordern, wenn dieser Anteil an der Bevölkerung größer wird, ein klein wenig fordern, glaube ich, geht schon. Und es ist die ganz spannende Frage, wie es gelingt, ältere Menschen dann wirklich zu dem bürgerschaftlichen Engagement zu bringen, was Sie ja richtigerweise angesprochen haben. Da ergänzend, wir wissen, dass diejenigen, die auch schon in der Jugend engagiert waren, genau, oder im mittleren Alter engagiert waren, dazu müssen natürlich die Betriebe auch die Freizeit lassen und die Möglichkeit lassen, dass die auch im Alter verstärkt sich engagieren. Also Alter ist eine lebenslange Entwicklung. Ja, beginnt mit der Geburt, das stimmt. Ja, Frau Podlenski, ich habe ja schon gesagt, Sie sind eine wichtige, große Organisation in enger Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche. Wenn wir über Zukunftsfähigkeit von Dörfern reden, hat das auch was damit zu tun, welche Zukunftsfähigkeit die Kirche im Dorf noch hat. Können Sie uns da Hoffnung machen? Ich hoffe es mal. Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich würde gerne erstmal folgenden Satz sagen. Es gibt nicht nur eine digitale Infrastruktur, eine bauliche Infrastruktur, es gibt auch sowas wie eine soziale Infrastruktur. Und dazu gehört das Ehrenamt zu einem ganz großen Teil, warum werde ich gleich noch darlegen. Und die schafft eben auch Wertschöpfung. Das ist eben nicht nur baulich oder digital. So wichtig das ist, klar. Wir haben bei den Kirchen und das gleiche Problem wie bei den Kommunen und bei dem Staat als Ganzes. Ohne engagiertes Ehrenamt geht nichts. Die Kirche hat aber einen sehr großen Vorteil. Sie verfügt eigentlich, und das hat man bei der Flüchtlingskrise gesehen, über einen hohen Anteil an Menschen, sehr motivierten Menschen, die sie in kürzester Zeit in funktionierenden Strukturen bringen, handlungsfähig machen kann.
Und das ist etwas, da haben die Kirchen wirklich Großes geleistet, zusammen mit den Kommunen natürlich. Aber das ist auch nachgewiesen worden. Zum Beispiel die Schader-Stiftung hat da eine Untersuchung zugemacht, wo sie eben den Kirchen und den Wohlfahrtsverbänden eine Schlüsselrolle bei dieser Integration zugesprochen hat. Es gibt auch andere Studien, die das belegen, wie hoch diese Rolle der Kirche ist. Zum Beispiel gibt es alle 5 Jahre einen Freiwilligen-Survey. Da wird also vom Bundesfamilienministerium nachgewiesen, oder wie geht denn die Entwicklung des Ehrenamts, und unglaubliche 31 Millionen Menschen in Deutschland insgesamt engagieren sich, was eine sehr schöne Zahl ist, was da drin steht, ist, dass nämlich fast 50% Mitglieder der katholischen und evangelischen Kirche sich engagieren. Also das ist wirklich eine Zahl, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Bundesdurchschnitt der engagierten Menschen ist nur 36%. Das bedeutet, sie finden in den Kirchen eine hohe Anzahl motivierter Menschen, die eben auch auf dem Dorf bei dieser sozialen Infrastruktur mitbauen. Und je höher der Anteil an Kirchenanhängern, desto eher ist auch die tatsächliche Bereitschaft zum Ehrenamt in Kommunen. Dann haben wir eben schon gehört, dass in den Städten der Anteil engagierter Menschen kleiner ist auf dem Land. Das muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Wo Menschen sich kennen und füreinander arbeiten, sind sie füreinander da, und das ist irgendwie was ganz Positives. Also lasst uns das Land nicht zerreden. Das ist für mich ganz wichtig, dass wir das auch als Aufgabe sehen. Ja, in diesem Freiwilligen-Survey steht auch, dass die gemeinschaftsbildende Wirkung und wertebildende Wirkung von Kirchen nicht unterschätzt werden darf und dass das eben was ganz Wichtiges ist. Wir haben gleichzeitig von der KLB zusammen mit dem Bundesland Bayern mal eine Studie gemacht in einem Bezirk im Unterallgäu. Da wurden 8 Kommunen mit 18 Kirchengemeinden befragt. Da gab es in einem Jahr unglaubliche 5.290 Aktivitäten mit 4.200 aktiven Mitarbeitenden bei 300.000 Teilnehmenden an Veranstaltungen. Ich sage das jetzt nur, ich meine, das ist nicht überall so im Unterallgäu, es ist wirklich in Mecklenburg-Vorpommern nicht so. Aber es zeigt auch, dass dort diese soziale Infrastruktur wirklich da ist und dass sie hilft auch den Dörfern. Die Wirkung auf die Dorfgemeinschaft, also dieser sozialen Infrastruktur, nicht nur der Kirchen, sondern natürlich auch der Feuerwehr und der Kommunen, diese Wirkung, die wird oft unterschätzt. Und das sollte man wirklich den Politikern auch ins Buch schreiben, dass sie nicht unterschätzen sollen, was es bedeutet, in dieses soziale Dorf, in die soziale Infrastruktur sozusagen zu investieren. Noch ein letzter Satz zum Schluss. Vor dem Hintergrund dieser wichtigen sozialen Aufgabe der Kirchen wäre es vielleicht auch angemessen, wenn bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz die Kirchengemeinden, wenn sie denn soziale Sachen machen, vielleicht auch da in die Fördergrundsätze hineinbekämen. Das wäre eine politische Forderung, die dem auch angemessen wäre. Ja, dann erstmal herzlichen Dank. Schönen Dank, Frau Bodlinski. Ich merke, vielleicht sollten wir zum Schluss nachher jedem von Ihnen Gelegenheit geben, mal Anliegen an den Gesetzgeber noch zu formulieren. Aber wir kommen jetzt erst einmal zu Herrn Wegbers. Herr Wegbers ist, wie gesagt, Bürgermeister einer Samtgemeinde. Erstmal wird er uns erklären, was eine Samtgemeinde ist. Die Niedersachsen alle hier ausgeschlossen, aber die, die in anderen Bundesländern leben, wollen gerne wissen, Herr Wegbers, was das ist. Und zweitens, ich habe ja angedeutet, Sie tun eine ganze Menge für ehrenamtliches Engagement, woher es auch immer kommt, um ganz gezielt bestimmte Probleme oder Anliegen in Ihrer Gemeinde anzugehen. Und vielleicht können Sie da so ein paar Takte zu sagen, einfach um zu motivieren. Ja, das ist ein wichtiger Beitrag, um positiv mit dem ländlichen Raum umzugehen. Ja, Dr. Born, herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Samtgemeinde ist ein Gemeindeverband, wie es Ihnen
in anderen Bundesländern außerhalb von Niedersachsens, glaube ich, auch gibt. Wir sind 8 Gemeinden mit insgesamt 16.000 Einwohnern und die Samtgemeinde selbst, hauptamtlich besetzt durch eine Verwaltung, macht viel Administration. Und Einzelgemeinden sind aber selbstständig. Und die sind selbstständig, also wir machen als Samtgemeinde die großen Aufgaben, Schulen, Abwasserseitung, Feuerwehrwesen. Und jetzt kommt's, das passt nämlich schön zum heutigen Thema, die kleinen Gemeinden machen in einer, als Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde alles noch selbst. Sie haben einen eigenen Haushaltsplan und sie entscheiden über Straßenbau und Wegebau und Straßenlampe und Gullideckel und Sportplatz und Jugendheim. Darüber entscheiden sie als Gemeinderat komplett selbst mit eigenem Etat, Klammer auf, der häufig zu gering bemessen ist. Da müssen wir auch, was den kommunalen Finanzausgleich, müssen wir nochmal drüber reden bei den kleinen Gemeinden, die Finanzausstattung. Aber sie machen es alle ehrenamtlich und sie machen es direkt vor Ort für ihre Bürger. Wir haben im ländlichen Raum unglaublich viel ehrenamtliches Engagement. Wir reden als diejenigen, die jedenfalls, Sie alle sind irgendwie politisch unterwegs, in den Sonntagsreden ja häufig von dem Schatz, den wir eigentlich haben, nämlich das Ehrenamt in Feuerwehr, Malteser, DRK, THW, wenn wir den bezahlen müssten, wären wir pleite. Darüber hinaus gibt es, wie das bei meinen Vorrednern ja auch schon zum Ausdruck gekommen ist, viel, viel ehrenamtliches Engagement bei den Kirchen, leider auch ein bisschen schwindend, jedenfalls auch bei uns schon im tiefkatholischen Emsland. Es gibt im sozialen Bereich, im sportlichen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, aber vor allen Dingen auch im kulturellen Bereich ein unglaublich großes ehrenamtliches Engagement. Und ich behaupte, was vielen gar nicht bewusst ist, der Durchschnittsbürger im ländlichen Raum geht häufiger ins Theater als der Einwohner in Berlin. Der Bürger im ländlichen Raum ist da genauso anspruchsvoll wie alle anderen auch. Und ich glaube, er nutzt kulturelle Angebote deutlich, deutlich mehr, als das der städtische Bewohner tut. Und es hat eben auch im ländlichen Raum eine sehr große kulturelle Vielfalt. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner Samtgemeinde, wir haben etwa 140 Vereine bei 16.000 Einwohnern. Da können Sie sich vorstellen, wie viel Potenzial darin eigentlich steckt. Ehrenamt zu nutzen, aber auch Ehrenamt zu geben. Darin steckt nicht nur Wertschöpfung für einen selbst, der ehrenamtlich unterwegs ist, sondern natürlich auch insbesondere für die er diese ehrenamtliche Tätigkeit in den unterschiedlichen Bereichen tut. Das Ganze hat was mit Lebensqualität, für viele auch mit Lebensqualität, Inhalt zu tun und ist insofern auch identitätsstiftend. Als ländlicher Bewohner ist meine Überzeugung, gerade auch durch das Ehrenamt und durch die Arbeit mit Menschen und die Begegnung, bin ich eher identifiziert mit meinem Lebensraum, als ich das in Regionen habe, in denen ich dieses Ehrenamt eben nicht in dieser Intensität vorfinde. Sie haben gefragt, ob es denn gegebenenfalls noch gesetzliche Möglichkeiten gäbe. Ich störe mich ehrlich gesagt ein bisschen daran, dass wir das Ehrenamt, wenn ich meinen Feuerwehrmann sehe hier, wir benutzen unsere Feuerwehren im ländlichen Raum für Verkehrssicherung bei irgendwelchen Umzügen. Das müssen wir uns abgewöhnen. Feuerwehrleute sind keine Verkehrshelfer. Feuerwehrleute sind heute 365 Tage, 24 Stunden am Tag für den Einsatz, für Einsätze, die immer komplizierter werden. Also Ehrenamt dürfen wir nicht missbrauchen. Genauso wie ich glaube, dass wir Ehrenamt mehr schätzen müssen und da müssen wir an irgendeinem Tag auch mal konkret werden. Es gibt die sogenannte Juleikas, Jugendleiterkarten. Es gibt Ehrenamtskarten. Mit der Ehrenamtskarte kann ich zum halben Preis ins Freibad. Es gehen aber viele Ehrenamtliche gar nicht schwimmen oder die kriegen oder es gibt kein Freibad, das kommt auch noch hinzu. So. Und ich kriege da für ein Theaterabo in der Nachbargemeinde oder Nachbarstadt kriege ich irgendwie 20% Ermäßigung. Also eigentlich ist das alles eine Alibi-Veranstaltung. Wenn wir
immer über Ehrenamt reden, müssen wir eines Tages auch mal hingehen und müssen das Ehrenamt insofern schätzen, als dass wir ihnen klipp und klar Steuervorteile verschaffen und damit auch einen Anreiz schaffen, dieses Ehrenamt zu erhalten. Bisher haben wir da nur den Mund gespitzt, aber wir haben nicht gepfiffen. Und das wäre mir ein großes Anliegen, dass wir da ein bisschen konkreter werden für unseren größten Schatz, den wir nicht nur im ländlichen Raum, aber auch im ländlichen Raum haben, nämlich das Ehrenamt. Schönen Dank. Herr Wegbert, Steuerthema habe ich notiert, fragen wir gleich mal ab. Wir machen aber vorher wirklich die Runde komplett, indem wir Herrn Ziebs fragen, wie er das eigentlich mit seinen Feuerwehrleuten, heute auch Feuerwehrfrauen, nicht nur Feuerwehrmänner, wie er das schafft, kontinuierlich und doch über einen längeren Zeitraum Ehrenamtliche, jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr, an so einem Job, ist jetzt despektierlich gesagt, an einer so wichtigen Aufgabe zu halten, wo doch gemeinhin gesagt wird, Ehrenamt heute, ja wunderbar, ein Projekt, 14 Tage und dann Schluss und dann wieder was anderes. Halten Sie das durch, wirklich über einen langen Zeitraum, über Ehrenamt so eine ganz wichtige Einrichtung tatsächlich zu erhalten? Herr Dr. Born, seit über 150 Jahren gibt es freiwillige Feuerwehren mit steigendem Erfolg. Wir klagen zwar auf einem ganz hohen Niveau bezüglich demografischer Wandel, wir werden immer weniger, aber da muss ich sagen, gerade im ländlichen Bereich haben wir Zuwachsraten. Also wir haben es bisher geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass Feuerwehr Spaß macht, dass Feuerwehr wichtig ist. Und ich habe mir den Begriff soziale Infrastruktur gerade aufgeschrieben, den kannte ich noch nicht. Feuerwehr hat gerade im ländlichen Bereich eine unheimlich soziale, kulturelle Komponente. Das darf man nicht unterschätzen. Uns ist es also gelungen, die Menschen schon seit über 150 Jahren teilweise für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern. Und mir ist auch gar nicht bange vor der Zukunft. Wir müssen nur einfach mal sagen, mir macht Feuerwehr Spaß. Also wenn vorne der oberste Chef steht und sagt, oh, alles ein Riesenproblem, sagen Sie mal, haben Sie schon mal ein Waschmittel gekauft, wo drauf steht, wir waschen grau, kauft kein Mensch. Also muss der Chef doch auch sagen, Feuerwehr macht Spaß. Und mir macht es wirklich, ich bin davon überzeugt, mir macht es riesigen Spaß. 70% unserer Feuerwehrleute kommen aus dem ländlichen Raum. Wir haben rund 1 Million Einsatzkräfte, insgesamt sind es 1,3 Millionen Feuerwehrleute, roundabout. Und bei der Jugendfeuerwehr sind es möglicherweise, da kenne ich die Zahlen nicht exakt, ich weiß, wie viel wir haben, aber wie viele aus dem ländlichen Bereich kommen, ich schätze auch mindestens 70%. Das heißt, der Großteil der Feuerwehrleute kommt aus dem ländlichen Bereich. Und jetzt unterscheide ich mal nicht so extrem, was ist touristisch oder wie auch immer. Also ländlich meine ich jetzt eben, was ist nicht kreisfrei, sondern Landkreisangehörig oder kreisangehörig. Und die Feuerwehr trägt auch die Hauptlast des Zivil- und Katastrophenschutzes, die Freiwillige Feuerwehr und damit auch der ländliche Bereich. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Es ist das mit den Katastrophen zum Glück nicht so häufig, aber ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Das kann man schon fast ein bisschen bizarr betrachten. Sie kennen den Sturm Ela, der im Ruhrgebiet und im Rheingebiet, also im Düsseldorf rum, ziemlich jeden Baum flachgelegt hat, der einfach noch Wurzeln hatte. Das war vor 2-3 Jahren. Nun kommt so ein städtischer Feuerwehrmensch um die Ecke mit einer Kettensäge und fängt an, so eine Eiche zu sägen. Das macht die Kettensäge nicht lange mit, wenn das ein städtischer Bewohner ist. Wir haben hinterher den Schritt gewagt und gesagt, wir holen jetzt die Feuerwehrleute aus dem Hochsauerlandkreis und Siegerland. Und siehe da, die Bäume waren innerhalb von wenigen Tagen waren sie wieder verschwunden. Das heißt, es gibt auch Fähigkeiten im ländlichen Bereich, die hat der Städter einfach nicht. Der sägt nicht jeden Tag so eine Eiche, ne? Das liegt ja nicht so unbedingt auf seinem Grundstück. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und da sollte auch der ländliche Bereich ein bisschen selbstbewusster werden. Ich selber wohne auf dem Land. Mein nächster Nachbar ist 500 Meter entfernt. Traumhaftes Wohnen. Also, wer im ländlichen Bereich lebt, lebt fantastisch. Das muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Und auch da sollte der ländliche Bereich ein bisschen selbstbewusster auftreten. Es gibt ja auch Bereiche, die machen jetzt ein bisschen mehr Reklame für sich selber. Ich will Ihnen aber auch noch etwas zur Wirtschaft sagen. Feuerwehr ist in zunehmendem Maße ein Standortfaktor. Und zwar, Sie können sich als Unternehmen gegen alles und jedes versichern, überhaupt kein Problem.
Wenn Ihr Laden abbrennt, baut die Versicherung wieder neu. Wenn Sie aber nicht mehr lieferfähig sind, läuft Ihnen Ihr Kunde weg. Die einzige Chance, die ein Unternehmen hat, diesen Zustand zu verhindern, ist entweder vorbeugender Brandschutz, das hatten wir vorhin mit dem Baurecht, das ist auch so eine zweischneidige Sache, ne? Baue ich lieber teuer neu oder billig alt. Und die zweite Chance, die Sie haben, ist eine vernünftige Feuerwehr vorzuhalten. Deshalb wird Feuerwehr in zunehmendem Maße ein Standortfaktor sein für die Ansiedlung von Unternehmen. Das wird im ländlichen Bereich, extrem zunehmen. Wenn ich jetzt noch auf den Bürgermeister, wir sind ja kommunal, Feuerwehr ist ja eine kommunale Einrichtung, also unser Boss ist immer der Bürgermeister, ist nun mal so. Förderung des Ehrenamtes. Ich stelle fest, die Förderung des Ehrenamtes kostet nicht immer Geld. Feuerwehr ist erstmal teuer, auf den ersten Blick, übrigens kann ich Ihnen da auch sehr patsche helfen. Es gibt mittlerweile in Österreich eine Untersuchung, wie hoch der Return of Invest ist bei der Feuerwehr. Spannende Zahl. Für einen investierten Euro in die Feuerwehr kriegen Sie 10,2 Euro zurück jährlich. Die Zinsen erreichen Sie bei keiner Bank. Also investieren Sie in die Feuerwehr, das lohnt sich. Nein, Feuerwehr muss nicht immer Geld kosten oder Förderung des Ehrenamtes muss nicht immer Geld kosten. Natürlich brauchen wir eine fantastische Ausrüstung und ich habe auch kein Verständnis dafür. Ich habe das letztens bei einer Besuchergruppe der Feuerwehr hier im Bundestag gesehen. Die beklagten sich darüber, dass sie ihre Uniformen selber kaufen mussten. Das kann nicht sein. Da habe ich auch gesagt, das ist ein Ausreißer. Ne? Also mit eurem Bürgermeister reden wir mal ein Wort. Ich weiß auch, wer es war. Also das kann nicht sein. Aber Förderung des Ehrenamtes ist eine ganz einfache Geschichte manchmal. Die Geschichte mit dem Baden ist gut, geht noch viel einfacher. Feuerwehrleute mögen das einfach nicht, wenn Politiker bei Jahreshauptversammlungen wirklich wohlgemeinte, ernste Worte loslassen und dann flugs wieder verschwinden, weil der nächste Termin ruft. Es wäre viel sinnvoller, wenn Sie einfach mal bei einer Jahreshauptversammlung bis zum Ende bleiben oder auch einfach mal nur beim Dienst vorbeigehen, wenn die montags, freitags, egal wann die Dienst haben, einfach nur mal sich sehen lassen und sagen oder fragen, gibt es irgendwas, wo wir euch helfen können? Da kommt nichts Schlimmes, kann ich Ihnen versprechen. Kostet alles kein Geld, aber Wertschätzung ist eine Frage, wie man die Menschen, wie man den Menschen gegenübertritt, wie man sie wahrnimmt und wie ernst man das dann auch umsetzt. Also mal bleiben bis zum Ende. Und das Letzte, was mir noch am Herzen liegt, wir Feuerwehrleute sind ja manchmal regelrecht brutal. Wir holen Kinder mit 6 Jahren ab in die Feuerwehr, begeistern sie sehr früh. Dann gehen sie in die Jugendfeuerwehr, alles große Klasse, werden mit 18 übernommen in den Einsatzdienst. Das machen die fantastisch alle. Und dann kommt der Tag, ist ein bisschen variabel, in dem einen Bundesland 60, in dem nächsten 63. Dann erreichen sie die Altersgrenze bei der Freiwilligen Feuerwehr und dann fällt mit dem Tag die Klappe, dann sind sie raus aus dem Dienst. Das halte ich für grundlegend falsch. Wir bilden die Menschen bis zum letzten Diensttag noch aus. Und dann sagen wir mit einem Schlag, jetzt ist Schluss für dich, du bist zu alt, du gehst in die Ehrenabteilung, hast nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu tun. Das ist uns auch eine falsche Wertschätzung. Sondern es wäre viel geschickter, die Erfahrung dieser Menschen, die wir wirklich teuer erkauft haben, wir haben da richtig Geld investiert und Zeit investiert, wenn wir diese Erfahrung auch über die Altersgrenze hinaus nutzen, wenn wir die Altersgrenzen bei der Freiwilligen Feuerwehr möglicherweise flexibel gestalten. Die Menschen sind selbstbewusst genug und intelligent genug, selber entscheiden zu können, ich kann auch Dienst machen oder ich kann es nicht mehr. Oder manche wollen auch keinen Dienst mehr machen, das muss man auch akzeptieren. Wenn jemand mit 50 sagt, ich will nicht mehr, das ist okay, das müssen wir hinnehmen. Aber wenn wir fitte, ältere Menschen haben, erfahrene Menschen haben, die mit 65 noch feststellen, ich will noch Einsatzdienst machen und er kann das noch und er entscheidet das für sich selber, dann in drei Gottes Namen lassen wir ihn doch den Einsatzdienst machen. Und jetzt noch ein Wort zur Kirche. Ich bin der Kirche immer unendlich verbunden. Viele Menschen, Nachwuchsmenschen bei der Feuerwehr kommen aus den Messdienergruppen. Wenn die Messdiener also dann zu alt werden, dann nehmen wir die immer gerne auf. Ganz herzlichen Dank. Okay. Ja, schönen Dank, Herr Zieps. Jetzt sind wir bei
Nein, zunächst mal hat Frau Professor Lehr das Letzte natürlich gerne gehört. Das ist ja ältere Generation, die sich weiterhin einbringen kann, ganz praktisch. Aber was Sie angesprochen haben, viel tiefer sitzend auch, die Wertschätzung dessen, was Ehrenamtliche tun. Ob die immer in dem Maße da ist, wie sie wirklich notwendig ist, nicht nur für den Einzelnen, sondern um ehrenamtliches Engagement auch über junge Menschen dann weiter transportieren zu können. Das ist ja die spannende Frage. Ich gebe das aber jetzt in das Plenum rein, auch hier im Podium. Bitte frei, gibt es Fragen zu dem Komplex, den wir jetzt besprochen haben, ehrenamtliches Engagement, um letztendlich Zukunftsperspektiven in den Dörfern und kleinen Städten zu erhalten. Gibt es da Nachfragen an die Diskutanten? Bitte schön. Können wir das mit einem? Ja, da sind ja Mikrofone. Genau. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Alexander Benkert. Ich bin Bürgermeister in der schönen Gemeinde Süderholz, Landkreis Vorpommern-Rügen. Wenn das noch nicht sagt, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben einen Feuerwehrmann auf jeden Fall da vorne sitzen. Das finde ich gerade als Bürgermeister besonders wichtig, weil wir letztendlich auch als Bürgermeister in der Pflicht stehen, dass das alles bei uns auch im Dorf, im ländlichen Raum funktioniert. Und auch, wenn jetzt gesagt wurde, es gibt sogar Mitgliederzuwachs. Wir haben jetzt, ich habe 4.000 Einwohner in der Gemeinde, die verteilen sich aber auf 150 Quadratkilometer. Und da muss ich sagen, ich habe zwar 50 Feuerwehrleute, sind noch ein bisschen mehr, also ungefähr 50 Feuerwehrleute sind es. Mein Problem ist einfach, Arbeitsplätze nicht vor Ort. Und damit sind die am Tag alle weg. Also wenn es abends brennt, alles gut, am Tag habe ich ein großes Problem. Und da muss man sich wirklich nochmal Gedanken machen, dass sicherlich, was gesagt wurde, richtig ist. Feuerwehr ist wichtig, auch für Wirtschaftsansiedlung. Wenn ich keine ordentliche Feuerwehr habe, kann ich im Grunde kein ordentliches Haus mehr bauen. Vielleicht nur noch Bungalow, wo ich aus dem Fenster rausspringen kann, damit ich dann mich dann retten kann, wenn es brennt. Wo man wirklich gucken muss, wie kann ich das noch regeln, wie kann ich das unterstützen. Da ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt Mitgliedergewinnung. Und auch was man wirklich, und da ist es dann wieder ein großes Problem, wie kriege ich das Thema Feuerwehr an die Leute ran. Also wir haben es bei uns gemerkt, wir haben eine Feuerwehr AG an der Schule, um einfach über die ganz Lütten an der Grundschule mal dann auch an die Eltern ranzukommen, weil wir haben mal bei der Umfrage mitbekommen, in der nächstgrößeren Stadt, nur 10.000 Einwohner, die Leute dachten alle, Feuerwehr, kriegen alle Geld, sind alles Hauptamtliche. Und einfach dieses Engagement wieder oder dieses Kenntnis von der, wie funktioniert Feuerwehr, wieder unter die Leute zu bringen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch mal vielleicht die Anregung schon an die Politik, ist zwar eigentlich mehr Landessache, aber auch wieder Feuerwehr als Pflichtfach in die Schule, kann ja auch Gesamthilfsorganisationen wieder als Schulfach in die Schulen reinzubringen. Und auch gerade, es gibt ja auch Anregungen schon in anderen Bundesländern, vielleicht 8. oder 9. Klasse, wo die richtig eine Feuerwehrausbildung genießen können. Und ob sie sich denn dafür entscheiden, das macht ihr denn selber. Aber das Thema Feuerwehr ist auf jeden Fall wieder präsent. Eine ganz wichtige Sache. Und ein anderes Problem wurde auch angesprochen. Jeder Bürgermeister möchte seine Feuerwehr natürlich ordentlich ausstatten. Wenn ich jetzt bei uns gucke, ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug, 400.000 Euro. Da schlucke ich natürlich erstmal. Und dann ist auch wieder ein Punkt, wie finanziere ich das? Und dann ist es vor längerer Zeit mal gekippt geworden, die Feuerwehrabgabe. Ob es da nicht Möglichkeiten gibt, wenn man sagt, Leute, die sich nicht engagieren wollen, müssen sich halt anders wieder an der Feuerwehr beteiligen. Das sind verschiedene Gründe ja damals gewesen. Aber dass man ja versucht, dieses System auch wieder mit finanziellen Mitteln zu befüllen, weil das, denke ich mal, auch würde das auch einiges erleichtern, um die Einsatzbereitschaft am Tage wieder abzusichern, wenn ich sage, okay, dann kann ich halt doch auch als kleine Gemeinde ein, zwei Hauptamtliche beschäftigen. Das wäre, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. So viel erstmal von mir. Schönen Dank. Ich glaube, wir sammeln hier auch. Ich habe hier links, bitte, Wortmeldung gesehen. Und vielleicht Herr Wigbers und Herr Ziebs, die Fragen gingen an Sie beide. Ja, Sonja Ahrens ist mein Name. Ich leite eine private Clusterinitiative in Rheinland-Pfalz, bin selbst hier in Berlin auch ehrenamtlich engagiert. Deswegen eine Frage und eine Anmerkung als Vorschlag. Dankeskultur. Also ich rege mich schon manchmal tatsächlich auf über den oder diejenigen, die so alles geehrt werden in der Bundesrepublik Deutschland und Preise bekommen. Also ich fände es schon ganz sinnvoll, wenn Sie es politisch schaffen könnten,
zu verfolgen, wann jemand ein 10-jähriges, 15-jähriges oder 20-jähriges oder gar mehr Jubiläum in ehrenamtlichem Engagement hat und dann ja quasi automatisch eine Wertschätzung in der Art und Weise erfolgt, wie es Herr Ziebs eben auch ansprach, nämlich nicht, dass da über irgendeinen blöden Automatismus irgendwas überreicht wird, sondern dass wirklich im Rahmen eines feierlichen Aktes irgendwo vor Ort die Person geehrt wird. Ich glaube, das müsste irgendwann mal möglich sein und wäre für viele wichtiger als Geld und gute Worte oder Rentenansprüche gar, über die wir schon so viele Jahre reden, Frau Professor Lea, ich glaube, mindestens so lange, wie ich auf der Welt bin. Da ich mich auch für andere Mobilitätslösungen im ländlichen Raum interessiere, würde ich Frau Professor Lea gerne wissen von Ihnen, haben Sie ein Smartphone? Ob Sie ein Smartphone haben? Ja, natürlich. Ja, lieber Dank. Ach, sowas. Ja, da darf ich Ihnen gleich. Okay, also ich möchte nur gerne, da war eine dritte Wortmeldung, die nehmen wir noch und dann machen wir erstmal die Antworten und dann geht's weiter. Bitte. Genau, mein Name ist Tobias Müller, ich bin Bundesvorsitzender der katholischen Landjugendbewegung. Wir haben jetzt im Vorhinein oder im Forumpodium auch schon noch mal viel über die Rückkehr nach Schule, Studium und so weiter gehört. Ja, da fehlt meiner Meinung nach noch ein Punkt, der jetzt noch nicht so angesprochen wurde, das ist die Identifikation mit der Heimatregion und diese Identifikation, die kann ja eigentlich gut durch Verbände oder hervorragend durch Verbände und insbesondere durch Jugendverbände geschehen und um auch nochmal zum ersten Podium zurückzukommen, wurde viel über die digitale Infrastruktur gesprochen. Jugendverbandsarbeit braucht aber noch eine andere Infrastruktur, vor allen Dingen nochmal finanzielle Ausstattung. Jetzt war vor kurzem hier im Hause die Haushaltsdebatten und da haben wir die Jugendverbände doch mit Entsetzen festgestellt, dass eine Erhöhung, die uns 2016 zugesprochen wurde und auch verstetigt werden sollte, im Haushaltsjahr für 2017 nicht mehr berücksichtigt wurde. Und das ist ein Punkt, den wir Jugendverbände absolut nicht verstehen können. So, vielen Dank. Wir beginnen mit der Feuerwehr. Ich habe gelernt, auf der einen Seite wäre es vielleicht hilfreich, Steuererleichterungen für Feuerwehrleute, andere Ehrenamtliche zu geben. Und die das nicht tun, das ist mir jetzt neu, vielleicht mit einer Abgabe zu belegen, um fördern und fordern, erwerbsweise in ihrer Gemeinde richtig voneinander zu kriegen. Ist das ein Ansatz? Also, da müsste ich eine Nacht drüber schlafen, ehrlich gesagt. Ich halte das zu gestalten, rechtlich zu gestalten, für ausgesprochen schwierig. Aber was mein Bürgermeisterkollege ansprach, ist, er gewinnt ja Ehrenamtliche auch fürs Feuerwehrwesen, aber er kann die Einsatzfähigkeit manchmal nicht regeln. Sie müssen eine gewisse Ausrückezeit haben. Und er hat die Feuerwehrleute nicht vor Ort, weil er die Arbeitsplätze vor Ort nicht anbieten kann, wo denn damit diese Leute als Arbeitnehmer rucki zucki am Feuerwehrhaus sind und im Auto sitzen. Das Ganze hat natürlich auch mit ländlicher Entwicklung zu tun. Das heißt, wir müssen, um Bezug zu nehmen auf das erste Forum, wir müssen natürlich erkennen, dass der ländliche Raum durchaus im Augenblick das Problem hat, dass er leidet unter der Konzentration in fast allen Branchen, die wir erleben, in fast allen Wirtschaftsbranchen und dass wir Gefahr laufen, dass wir im ländlichen Raum Arbeitsplätze verlieren. Es gibt heute ja, ob das jetzt der Einzelhandel ist oder ob das auch Handwerk und Dienstleistung ist, überall wird nur noch in großen Einheiten gearbeitet, mit der Folge, dass ich auch in großen Einheiten häufig nur an Standorten in großen Einheiten arbeiten kann. Wir haben das Thema Banken, hatten wir vorhin. Wir leben das Bankensterben ja schon längst im ländlichen Raum. Wir haben es in fast allen Branchen, müssen wir uns offen eingestehen. Das führt natürlich auch in vielen Bereichen zum Verlust von Arbeitsplätzen für den ländlichen Raum. Das Ganze hat wiederum natürlich damit zu tun, mit der fortschreitenden Digitalisierung. Wenn ich mir die Situation anschaue, die Fußballmannschaft in meiner Heimatgemeinde, die fährt zu einem großen Schuhgeschäft, das sich im Laufe der letzten Jahre
als einziger Überlebender gebildet hat. Wir hatten 20 Schuhgeschäfte in der Nähe, aber einer hat sich herauskristallisiert, er bietet eine Wahnsinnspalette an. Und da fahren meine Jungs hin. Genau, der bietet auch ein paar tausend Quadratmeter Schuhe, soweit das Auge reicht, braucht man ein Fernglas. Und dann ziehen die da ihre Fußballschuhe an, probieren die an und dann fahren sie nach Hause und bestellen übers Internet den und den Schuh, weil sie den im Internet noch 10% billiger kriegen. Dass wir natürlich selbst auf diese Art und Weise auch Infrastruktur kaputt machen, müssen wir auch wissen. Auf der anderen Seite hat das immer auch einen gegenteiligen Effekt in Risiken und so in bedenklichen Entwicklungen, die wir sehen, stecken auch Chancen. Da müssen wir halt Drohnen entwickeln, damit wir demnächst im ländlichen Raum auch eine Stunde nach Mausklick dann das paar Fußballschuhe bekommen. Und dann müssen wir halt im ländlichen Raum Drohnen bauen oder so. Herr Zieh, Feuerwehr. Und dann gehen wir über zu den Ehrungen. Also ich gebe Ihnen übrigens recht. Wir müssen, glaube ich, wieder erklären, wie funktioniert eigentlich Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr und was macht die eigentlich alles. Ein klassisches Beispiel für mich ist immer, dass ich der Kanzlerin erklären musste, wieso 50.000 Feuerwehrleute bei der Flüchtlingshilfe engagiert eingesetzt waren in den ersten Tagen, in den ersten Monaten, und zwar täglich, weil es die einzigen waren, die sofort für die Bürgermeister greifbar waren. Jetzt bitte, liebe Frauen, nehmen Sie mir das nicht übel. Wenn Sie natürlich beklagen zu Recht, dass Sie keine Arbeitsplätze vor Ort haben und die Tagesverfügbarkeit sehr eingeschränkt ist, hat die Feuerwehr eigentlich schon, oder naja, wir die Führungskräfte haben angefangen umzudenken. Wir haben gesagt, sag mal, wieso holen wir nicht mehr Frauen in die Feuerwehr? Natürlich auch mit dem Hintergang, das nehmen Sie mir bitte nicht übel, Sie sind nicht eine Ersatzmaßnahme, sondern wir holen die Frauen in die Feuerwehr auch, um die Tagesverfügbarkeit sicherzustellen. Und das ist gar nicht neu, das gab es schon mal. Es gab schon mal eine ganz lange Zeit in Deutschland, in der Frauen tatsächlich den Brandschutz vor Ort sichergestellt haben, und zwar nicht nur in den Kriegsjahren. Also man muss auch mal andere Wege gehen, man muss auch mal, ja, so wie es im richtigen Leben ist, 50-50, ne? 50% Männer, 50% Frauen, also warum nicht auch in der Feuerwehr? Wie hoch ist der Anteil heute? Das wollen Sie nicht wirklich hören, ne? Doch. Wir sind bundesweit so bei 6-7%. Ja, das traurig, In den sogenannten neuen Bundesländern liegt er höher, liegt er bei 25%, naja, nicht ganz, bei 20%, aber in den alten Ländern katastrophal darunter. Aber ich habe den Eindruck, wenn man übers Land fährt, das ändert sich rasch jetzt. Man sieht überall Pferde. Das ändert sich rasch, ja, aber da könnte ich jetzt ein Buch drüber schreiben. Feuerwehr, also es ändert sich, es ist gut, wir sind auf dem richtigen Weg, aber der muss konsequent fortbeschritten werden. Feuerwehr als Schulfach haben wir versucht. Scheitert an den Kultusministerien der Länder. Auf Bundesebene kein Problem, kriegen wir platziert. Aber die Länder sagen, nee, was machen wir dann mit den Pfadfindern? Die wollen auch als Schulfach eingeführt werden, dann möchten die Paddler noch und weiß der Kuckuck wer alles. Da ist es schwer, aber ich halte es für richtig. Ich halte den Weg für absolut richtig, das weiter zu probieren. Was mir immer wieder auffällt, Finanzierung auf kommunaler Ebene, es gibt die Feuerschutzsteuer, die wird sehr unterschiedlich verwendet in den Ländern. Es ist also eine Steuer, die den Ländern zusteht. Wir haben Länder, die kippen die an die Kommunen aus. Natürlich hat sich erstmal das Land bedient, ein bisschen ist klar, aber das Gros geht an die Länder. Ich bin mir nicht sicher, wie es in MacPom ist, weiß ich echt nicht. Hier müsste man allerdings mal drüber die Verteilung nachdenken. Im Moment wird nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Ob das wirklich der richtige Schlüssel ist, da habe ich Zweifel. Das würde einem Bürgermeister möglicherweise helfen, oder man geht in die Projektförderung, auch das würde einem Bürgermeister helfen. So ein neues Löschfahrzeug kostet 300.000, 400.000 Euro. Wenn Sie eine Drehleiter kaufen müssen, sind Sie nicht ganz eine Million los. Das kann man durchaus aus Mitteln der Feuerschutzsteuer machen. Hauptamtlich als Unterstützung des Ehrenamts, super Idee. Ich kann auch nur Werbung dafür machen, dass gerade wenn Sie neue Kräfte in den Verwaltungen einstellen, vielleicht den Wunsch bei der Einstellung äußern, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen und dann auch damit die Tagesverfügbarkeit sicherzustellen. Und wo wir ganz fein raus sind, das ist die Ehrung für langjährige Mitarbeiter oder langjährige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr. Land auf Land ab kriegen die Feuerwehrleute nach 25, nach 35, nach 50 Jahren eine Ehrung dafür. Frau Müller, die Antwort sehr schön, das hat Zieps hier reingebracht. Ich glaube, die Feuerwehr von den Organisationen, die ich so kenne, am schlimmsten sind die Verbände, und ich kenne ja einen ganz gut. Ehrungen
Nichts gesagt ist schon gelobt genug, das ist bäuerliches Grundverständnis. Ehrungen anders zu praktizieren, ich glaube, da haben Sie eine wirklich gute Ehrungskultur und das hat was mit Wertschätzung dessen, was da der Einzelne anbringt, zu tun, eingebracht. Aber vielleicht, Frau Professor Lehr, was könnte man denn da noch verbessern? Also Ehrenamt gehört anerkannt oder in irgendeiner Weise belohnt. Da muss man jetzt gucken, welche Weise. Es war Annemarie Griesinger, die gesagt hat, es darf nicht heißen, ich bin zu arm, ich kann mir ein Ehrenamt nicht leisten. Also wenigstens Nahverkehrsermäßigung oder irgendwie da. Zweitens wollte ich noch sagen, Altersgrenze. Wir haben in manchen Bereichen Altersgrenzen beim Ehrenamt, leider auch bei den grünen Damen, leider bei der Telefonseelsorge und bei den Schöffen, das ist bekannt, und sicherlich auch noch andere. Altersgrenzen gehören abgeschafft. Die Anzahl der Jahre besagt nichts über Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter. Drittens, auf die schöne Frage, haben Sie ein Smartphone? Da ein ganz kurzer Bescheid, ja, Geschichte. Als ich 1988 das Bundesministerium für Jugend, Frau und Familie und Gesundheit übernahm, hat man noch überall Schreibmaschine getippt. Von der Uni waren wir schon Computer gewohnt und ich habe dann Computer wenigstens für den oberen Teil angeschafft, woraufhin eine Betriebsratsversammlung gab, wie unmöglich die Ministerin, die hier Computer anschaffen will. Und ich hatte dann am nächsten Tag einen Zettel auf dem Tisch, eine Erklärung mit 200 Unterschriften. Über 50-Jährigen darf nicht mehr zugemutet werden, sich auf Computer umzustellen. Haben Sie erstens das Altersbild, über 50-Jährige können es nicht, zweitens Computer so verrückt. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn heute, insofern war Ihre Frage berechtigt, in der Gruppe der über 80-Jährigen nur, ich glaube, 13% der Männer und 5% der Frauen Onliner sind. Alles andere. Was reden wir von gerade Telemedizin, die wir brauchen, wenn mehr Zeit wäre, hätte ich darüber auch mehr gesprochen, die wir brauchen und so weiter, wenn die Leute das nicht bedienen können. Und jetzt komme ich noch zum Ehrenamt. Die BAGSO hat vor 2 Jahren die Technikbotschafter eingesetzt. Das sind die Seniorenorganisationen. BAGSO heißt Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Ja. Und die hat unsere Verbände gefragt, wo habt ihr Leute, die technikversiert sind, die mit dem Computer umgehen. Und wir haben dann zum Teil sogar auch gefördert durchs BRBF an 13 Stellen wirklich Leute eingesetzt und haben gesehen, Ältere, auch über 90-Jährige, lernen noch, wenn sie nicht irgendwo hinkommen müssen, schulisch oder so, sondern wenn die Technikbotschafter zu denen ins Haus gehen und sich mit denen hinsetzen und für sie Zeit haben. Also, und da waren ältere Technikbotschafter beliebter als jüngere. Vielleicht, weil sie mehr Geduld hatten, ich weiß es nicht. Okay, also schöner Hinweis. So, der Herr Groschwitz, der würde wahrscheinlich, Frau Pallmann, wir brauchen Sie gerade nochmal, genauso argumentieren wie der Herr Müller, denn da sei in der Förderung des Bundesjugendplans was nicht so gelaufen, wie es aus der Sicht der Jugendverbände hätte laufen sollen, weil sie los muss. Ich sehe das, ganz schnell. Können Sie was dazu sagen? Haben wir da erstmal ein Mikrofon? Ich bin stellvertretende Vorsitzende im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement und da muss ich jetzt auch hin, weil wir gleich Sitzung haben. Aber dieses Problem ist uns auch vor die Füße gefallen. Wir haben es mit Entsetzen gesehen und wir sind dran, weil wir es sagen, das kann gar nicht sein. Gerade in dem Bereich, wenn wir Jugend für Engagement gewinnen können, können wir da nicht sparen. Das ist wirklich Sparen am absolut falschen Ende. Ich weiß nicht, ob es Frau Lehr sagte, wer in jungen Jahren Ehrenamt, Engagement lernt, bleibt auch im Alter dran. Also wir haben es auf dem Schirm, wir kämpfen drum, wir reden mit dem Finanzminister. Das kann eigentlich nicht sein, das ist wirklich der falsche Ansatz. Und ich wäre gerne noch ein bisschen hier geblieben, weil uns brennt es wirklich immer auf der Seele, wie kriegen wir die Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement gut rüber. Diese Anregung, das in einem würdigen Rahmen zu machen, ist schon mal eine tolle Anregung, weil sie sagt, wir wollen gar nicht unbedingt Geld, weil wir sagen immer, es ist freiwillig und unbezahlbar. Aber die Würdigung in einem vernünftigen Rahmen, und da muss ich sagen, da spreche ich auch als Kommunalpolitikerin, ich weiß, die Feuerwehr, da klappt das. Das ist immer ein würdiger Rahmen mit Ratsmitgliedern, mit Bürgermeister, wo das passiert. Aber es gibt eben ja noch viele, viele andere Punkte. Und da hätte ich mich gerne noch mit Ihnen ausgetauscht, wenn Sie noch
Anregungen haben, bitte ans Büro Konnemann, die gibt das dann gern an mich weiter. Wir nehmen die Anregungen wirklich sehr gern auf, weil das ist für uns wirklich das Elementarste. Man kann Engagement nicht verlangen, man kann es nur befördern und wir wissen auch, dass manche Dinge wie Bürokratie und Ähnliches behindern. Wir wollen diese ganzen Sachen aus dem Weg räumen, so sie gehen. Es geht nicht alles, aber einiges geht vielleicht. Also vielen Dank und noch gute Diskussion. So, schönen Dank. Das war ganz wichtig, dass wir das noch mitnehmen konnten, damit auch die Vertreter der Jugend ihr Anliegen jetzt unterbringen konnten. Also bitte nachsetzen. Mein Vorschlag wäre, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht eine große... da ist eine Wortmeldung. Die nehmen wir noch. Machen wir es andersrum, sonst hätte ich mich hier an die Diskussionsteilnehmer gemeldet. Gibt es noch einen Finger sonst? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, noch mal zu fragen. Ja, Christel Vosbeck-Kaiser, Bundestagsabgeordnete. Ich möchte mal sagen, wir diskutieren. Alles, was gesagt worden ist, richtig und wichtig. Wir sprechen immer davon... Sie haben es auch gesagt, Herr Groschwitz, in meiner Region sind nach dem Studium nur 2 Personen zurückgekommen. Ich sage immer, ich selber komme gebürtig aus dem Münsterland, bin durch meine Ehe ins Sauerland gekommen. Ich war im Münsterland ehrenamtlich aktiv. Ich bin auch im Sauerland ehrenamtlich aktiv gewesen. Und ich wohne in einer sehr ländlichen Region. Wir sind eine kleine Stadt, die... sich in 20 Jahren halbiert hat von der Einwohnerzahl. Und wir mussten auch aktiv werden und haben das gemeinsam Kommunalpolitik und Bürger und Bürgerinnen geschafft. Was ich damit sagen will, wir haben es auch geschafft, und ich habe immer ein nettes Beispiel in meiner Heimatstadt Altena in Nordrhein-Westfalen, wo ein Student aus Berlin der Informatik zu uns nach Altena gezogen ist, weil er über die neuen sozialen Netzwerke Kontakte hatte. Die haben sich besucht, dann hat er sich das angeguckt und hat genau das gesagt, was Herr Ziebs gesagt hat. Och Mensch, hier ist ja nett. Hier gibt es preiswerten Wohnraum. Hier gibt es die Regionalbahn, die stündlich nach Siegen zur Fachhochschule fährt. Das ist für mich einfacher, als hier in Berlin an 2 Fachhochschulen mein Studium zu absolvieren, weil die S-Bahnen häufig nicht fahren. Also, was ich damit sagen will, wir müssen auch mal andersrum gucken. Ich habe selber 3 erwachsene Kinder, die jetzt auch ausschwirren und woanders sich erstmal ausprobieren. Das finde ich auch alles in Ordnung. Aber wir können doch andere unserer Heimat attraktiv machen und dafür müssen wir auch mal gemeinsam dann werben und dran denken. Schönen Dank, Frau Vosfels. Auch das Ehrenamt darf nicht schlecht geredet werden. Ich übersetze es ein bisschen, weil dieser Satz ja eben gefallen ist, grundsätzlich für den ländlichen Raum. Da können wir alle miteinander etwas tun. Meine Bitte wäre, dass die Diskussionsteilnehmer hier vielleicht mit einem Satz noch einen Punkt reinbringen, wo sie sagen, das ist an Forderungen gegenüber der Politik, wer auch immer dann gemeint ist, noch nicht rübergekommen. Wenn nein, verzichten Sie drauf, denn wir sind jetzt so langsam an der Zeitschwelle, die wir nicht überschreiten sollten. Herr Groschwitz. Ich glaube, ich brauche trotzdem ein bisschen mehr als einen Satz. Ja, aber ich achte auf die Uhr. Genau, ich auch. Das, glaube ich, ist, was Sie gesagt haben gerade, ist genau richtig. Der ländliche Raum, die ländlichen Räume dürfen nicht versuchen, die Städte oder kleine Städte zu werden. So, das werden sie nämlich nicht schaffen. Sondern sie müssen direkt darauf hinarbeiten, die Vorteile, die sie haben und die Besonderheiten, die sie haben, herauszuarbeiten. Aus der Perspektive und so in Bezug auf Jugend muss ich leider sagen, bei uns passiert das leider halt häufig, das ist die Jugendarbeit. Wir sind kein Standortfaktor. Das geht ruckzuck, dass über die Köpfe von jungen Menschen hinweg entschieden wird, dass das, was junge Menschen brauchen, einfach man glaubt, es verstanden zu haben. Dass es soweit kommen konnte, dass diese 2 Millionen, das sind Peanuts auf der Bundesebene, für die bundeszentrale Infrastruktur verloren gehen konnten, liegt daran, dass es total einfach ist, die Interessen und die Bedürfnisse junger Menschen einfach mal so als Spielball hin und her gehen zu lassen. Das muss aufhören. Und das muss gerade aufhören, wenn es um den ländlichen Raum geht. Ich kann Ihnen noch mehr Stichworte geben, die also an die Politik, die geändert werden müssen. Wenn Sie Highspeed-Internet an den Gewerbezentren in ländlichen Räumen haben, nützt das dem Jugendlichen, der Jugendlichen vor Ort auch nichts. Die braucht immer noch irgendwie mit ihrem mobilen Endgerät irgendwie Zugang dazu. Da gibt es Flatrates, die keine wirklichen Flatrates sind, sondern wo sie nur 300 Megabyte Highspeed haben. Da gibt es eine Änderung im Telemediengesetz zur Störerhaftung, die es immer noch nicht rechtssicher gemacht hat, dass man freie WLAN-Netzwerke überall anbieten kann. Die Liste kann ich sozusagen massiv weiterführen. Juleika und Anerkennung, da kann man, wir wollen in der Jugendarbeit nicht mal irgendwelche Feiern und große Danksagungen für die massige Arbeit, die da gemacht wird. Gerade
gerade in der Jugendarbeit, der allergrößte Teil wird ehrenamtlich gemacht, das ist nicht hauptamtlich. Ja? Da wollen wir keine Anerkennung, wir brauchen Freistellung, wir brauchen tatsächlich ernsthafte Regelung. Denken Sie daran, wenn Sie über BAföG reden, denken Sie daran, wenn Sie über Freistellungsgesetze reden, da tatsächliche Verbesserungen für die Jugendarbeit vor Ort zu machen. Das wird ihr vor allem in den ländlichen Räumen helfen. Und ein letzter kleiner süffisanter Kommentar. Sie haben gesagt, Altersgrenzen gehören abgeschafft. Ich weiß, es gibt in diesem Raum wahrscheinlich keine Mehrheit dafür, aber die gehören auch nach unten abgeschafft. Ein Wahlalter 18 macht keinen Sinn. So, schönen Dank. Sie merken, das ist jetzt ein neuer Gedanke ist da hineingekommen. Das muss ich erst setzen. Frau Professor Lehr. Ich mache es kurz. Fürs Ehrenamt muss man mit der Kommune zusammenarbeiten und da gilt eins, frage nicht nach den gegebenen Grenzen, sondern nach den noch gegebenen Möglichkeiten. Was lässt sich in unserem Rahmen, in unserer Kommune oder in unserer Pfarrei oder Gemeinde mit den Möglichkeiten, die wir haben, noch erreichen? Frage nach den Möglichkeiten und nutze sie und sehe nicht von vornherein nur die gegebenen Grenzen. Frau Popetinski. Ich möchte, dass im Grunde diese soziokulturelle Struktur als Aufgabe von Kommunen, Kirchen, von allen wahrgenommen wird. Und ich möchte dazu einen Satz noch sagen, der ausgerechnet vom Berlin-Institut, eine Studie, die Zukunft der Dörfer. Vor Ort trägt Engagement dazu bei, dass Dörfer auch unter widrigen Umständen stabil bleiben. Die wenigen wachsenden Dörfer haben die größte Dichte an eingetragenen Vereinen. Umgekehrt haben die stark schrumpfenden Dörfer die geringste Zahl an Vereinen vorzuweisen. Eine aktive Bürgerschaft, die sich um die eigenen Belange kümmert und ein lebenswertes Umfeld schafft, kann zwischen Schrumpfung und Stabilität entscheiden. Danke. So, vielen Dank. Bitte. Ja, also ich glaube, dass der ländliche Raum vor ganz großen Herausforderungen, vor allem deshalb, weil er vor großen Veränderungen steht. Wir werden in den nächsten 15 Jahren, das betrifft jedenfalls meine Region, wird die Zahl der über 65-Jährigen um 30% steigen. Darin liegt auch eine große Chance fürs Ehrenamt, weil dieses Potenzial der über 65-Jährigen, sie sind topfit, gesund, belastbar. Altersgrenze haben wir gerade gehabt, gehört abgeschafft, aber es ist ja nun mal so. Und wir sollten dieses Potenzial nutzen, aber wir sollten es nicht missbrauchen. Und deswegen ist meine Forderung eigentlich, dass wir am Ende des Tages auch über eine finanzielle Anerkennung des Ehrenamtes sprechen müssen. Schönen Dank. Das ist angekommen. Bitte schön, jetzt hören wir Herrn Ziebs. Ich wundere mich immer so ein bisschen über den demografischen Wandel. Das sind wir selber schuld. Wir müssen, glaube ich, wieder, nur bleiben Sie bis zum Ende der Veranstaltung, von der Produktion bis zur Auslieferung vergehen 9 Monate. Nein, Spaß beiseite. Also wir müssen wieder familienfreundliche Verhältnisse schaffen, dass es sich auch wieder lohnt, Kinder zu kriegen. Und dann, glaube ich, wäre der demografische Wandel nicht das ganz große Problem. Ich wünsche mir eigentlich 2 Dinge, dass Sie das Ehrenamt ernst nehmen, wirklich ernst nehmen, so wie es das verdient hat. Und das Zweite, das beziehe ich jetzt auf die Feuerwehr, weil wir eine Pflichtaufgabe der Gemeinde sind. Das heißt, das ist ein bisschen anders als beim Tennisverein oder Fußballverein. Ich wünsche mir ein Zukunftsprojekt, Förderung des Ehrenamtes in der Feuerwehr. Wir können aus DRK noch mitnehmen und alle anderen Hilfsorganisationen auch. Was aber fortgeschrieben wird und stetig angepasst wird, weil die Rahmenbedingungen ändern sich permanent. Wenn Sie 1950 die Prognose hatten, dass wir 1965 über 100% mehr Zuwachs in der Bevölkerung haben, dann hat sich das korrigiert durch den Pillenknick. Also ich will damit deutlich machen, die Rahmenbedingungen ändern sich. Deshalb muss sich auch so ein Zukunftsprojekt permanent ändern. Mein Wunsch wäre, dass wir das Ehrenamt in der Feuerwehr nochmal projektbezogen begleiten. Schönen Dank, Herr Ziebs, auch Ihnen. Wir sind damit am Ende unseres Podiums 2 angekommen. Ehrenamt ist und bleibt sehr wichtig. Herr Ziebs hat völlig richtig
darauf hingewiesen, dass sich das natürlich anpassen muss, aber dass auch Politik, wie alle Menschen im ländlichen Raum, sich überlegen müssen, wie man Ehrenamt entsprechend wertschätzt. Das haben wir, glaube ich, auch herausgearbeitet. Und damit will ich es einfach stehen lassen, unsere Diskussion beenden und an Frau Konnemann abgeben. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Dr. Born, vielen Dank für die Ausbegleitung dieses Podiums, das aus meiner Sicht absolut bemerkenswert war. Das hat zu tun mit exzellenten Podiumsgästen, die jeder für sich mich begeistert haben. Ich muss es wirklich sagen, denn ihnen ist es gelungen, durchaus in zum Teil sehr kurzen, prägnanten Sätzen das Potenzial des Ehrenamtes auf dem Lande zu schildern, aber auch die Herausforderungen oder die Aufgaben an die Politik. Mir ist dabei sehr viel durch den Kopf gegangen, denn ich hatte hier vielfach erwähnt, wer alles vom Land kommt. Ich hatte dabei nicht erwähnt, dass ich selbst auch vom Land komme und dort lebe. Und ländlicher geht es wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin geboren in einem Dorf mit 2200 Einwohnern. Ich lebe jetzt in einem Dorf mit 4200 Einwohnern und zwar dort im Forsthaus. Da gibt es dann tatsächlich gar nichts mehr an Infrastruktur und dennoch wollte ich es nicht missen, lieber Herr Ziebs, denn es ist, glaube ich, das schönste Umfeld, was man sich nur vorstellen könnten, übrigens mit unglaublich starken und engagierten Menschen. Das sagt uns auch eine Studie, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vor über 50 Jahren auf den Weg gebracht hat, die sogenannte Dorfstudie. Ich kann nur empfehlen, sich diese einmal anzusehen. Dort sind zunächst 8 Dörfer aufgenommen und begleitet worden. Alle 10 Jahre gab es eine Bestandsaufnahme. Es wurde dann erweitert nach der Einigung, nach der Einheit. Und zu diesen Dörfern gehörte das Dorf Bockholte in Werlte. Bockholte wurde beschieden zu diesem Zeitpunkt 1952, dass es eine Region sei, ein Dorf sei, das keinerlei Aussicht habe auf Zukunft. Und der Bevölkerung wurde nahegelegt, dieses Dorf zu verlassen und auszuwandern. 70 Jahre später oder 60 Jahre später stellt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fest, wir haben uns massiv getäuscht, denn Bockholte ist der Renner unter diesen Dörfern geworden und hat eine wirtschaftliche Entwicklung hingelegt, die ihresgleichen sucht. Aber übrigens auch eine soziale Infrastruktur, denn in diesem Dorf Bockholte, das 800 Einwohner hat, gibt es inzwischen, ich glaube, 18 Vereine. Das heißt, jeder Bockholter ist mindestens in einem Verein, wenn nicht in 2. Und das Entscheidende an der Dorfstudie war, dass man Kindern einen Sender angehängt hatte, um auch das Streifverhalten der Kinder aufzeichnen zu können und sagte, diese Kinder zeichnet etwas besonders aus, unendliches Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Vertrauen in ihre Umwelt. Bockholte ist die eine Seite der Geschichte. Die Dorfstudie zeigt auch andere Dörfer, die genau diesen Erwartungen gerecht wurden beziehungsweise sich anders entwickelt hatten und tatsächlich eben heute nicht mehr verfügen über die Vereine oder die Prosperität. Und da schaue ich auch mal den Bürgermeister aus Mecklenburg-Vorpommern an. Vielen Dank. Sie haben ja sehr deutlich auch gemacht, welche Herausforderungen für Sie bestehen, auch in der Gewinnung des Ehrenamts, was vielleicht zum Teil auch unterschiedliche Traditionen hat, bei uns in den alten Ländern oder in den neuen Ländern. Das wäre ja auch noch eine Frage, über die es lohnenswert gewesen wäre zu sprechen. Aber eben wie es ist, wenn man auch keine große finanzielle Ausstattung hat, was kann ich dort für das Ehrenamt am Ende tun und was ist insbesondere, wenn wirtschaftliche Prosperität fehlt. Denn eines wird auch deutlich, nur dort, wo ich am Ende wirtschaftliche Entwicklung habe, wo ich Arbeitsplätze habe, biete ich Menschen
eine Perspektive und jeder Ehrenamtliche braucht am Ende eine hauptamtliche Beschäftigung, um Ehrenamt ausüben zu können. Deswegen stimmen am Ende auch die beiden Podiumsüberzeichnungen Wertschöpfung durch Wirtschaft und dann die Wertschöpfung durch Menschen. Das eine hängt zwingend mit dem anderen zusammen. Wobei bei der Wertschöpfung durch die Menschen, und ich glaube, der Reichtum dessen, was stattfindet, ist hier deutlich geworden. Von ganz jung bis ganz alt. Von den unterschiedlichsten Regionen in Deutschland, aber eben auch der Bedarf. Und die Worte, die sich immer wiederholt haben, ist eigentlich dieses Wort, wir wünschen uns wirkliche Wertschätzung. Und ich habe mich persönlich gefragt, wieso wird dieser Wunsch so häufig formuliert? Mir ist durchaus bewusst, dass wir viele, auch Kolleginnen und Kollegen haben, die sehr viel in Sonntagsreden formulieren und im Montagshandeln nicht danach arbeiten. Deswegen war die Klarstellung durch die Kollegin Pahlmann gerade auch wichtig. Wir waren selbst wirklich geschockt, dass im Haushalt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dort ist nämlich der Jugendhilfeplan angelegt, wo wir extreme Aufwüchse für die unterschiedlichsten Leistungen in den letzten Jahren gehabt haben, genau an dieser Stelle gespart worden ist. Das ist mir nicht erklärlich, das ist uns nicht erklärlich. Deswegen gehen wir da hinterher und das ist ein Versprechen. Das sage ich an dieser Stelle auch. Das ist nämlich Montagshandeln. Aber es geht eben auch um Fragen, nicht nur sicherlich der Bundespolitik, sondern auch der Kommunalpolitik, wenn sie einfordern, wie können wir zu Ehrungen kommen. Ja, der Deutsche Feuerwehrverband hat das exzellent, hervorragend. Aber ich habe selbst festgestellt, in meinem Heimatlandkreis bis vor 11 Jahren gab es dort keine Ehrenamtsehrung. Der Landrat und ich, SPD und CDU, haben es dann gemeinsam auf den Weg gebracht. Und heute sind wir dankbar, dass wir diese Ehrung haben, stellvertretend immer für viele, die sich damit ein Stück gewertschätzt fühlen. Und das kostet eigentlich gar nicht viel Geld. Es kostet am Ende ein bisschen Arbeit, ein bisschen Engagement von den Tätigen und ich kann es jedem nur empfehlen, es in seiner entsprechenden Kommune einzuüben, führen, und zwar etwas, was über Sportehrung hinausgeht, sondern Ehrung in Gänze. Ich habe sehr deutlich mitgenommen, die Aufgaben, die Sie uns auch gegeben haben, und ich sage Ihnen eines zu: Ich werde diese nicht nur an Frau Pahlmann weitergeben, sondern ich werde sie auch selbst mitnehmen. Ich bin sehr dankbar, dass heute auch unter anderem Vertreter des Konrad-Adenauer-Hauses dabei waren, die auch sehr deutlich mitgeschrieben haben und sagen, was braucht es? Das sind Dinge, an die ich bislang, ich gebe es ehrlich zu, nicht viel Gedanken verschwendet hatte, wie die Altersgrenzen. Wir hatten eine Diskussion in Niedersachsen wegen der Altersgrenzen. Da sagten viele Feuerwehrleute, wir finden sie eigentlich ganz gut, dass wir sie haben, aber die Zeiten scheinen sich geändert zu haben. Und liebe Frau Professor Dr. Lehr, Ihr Petitum zu sagen, bitte weg damit, habe ich sehr deutlich gehört. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht so recht, weshalb es diese Altersgrenzen überhaupt gibt. Ob man zu einer Erniedrigung des Wahlalters in Gänze kommt, Lieder Groschwitz, darüber müssen wir dann noch mal reden. Im Kommunalwahlrecht haben wir es ja. Ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die ab 16 wählen könnten, überhaupt wählen gehen würden. Damit wäre uns in Gänze schon gedient. Es geht um das Thema der Festhaltung auch der sozialen Infrastruktur. Es ging auch immer wieder um das Petitum, bitte missbraucht das Ehrenamt nicht. Oder wie es Frau Professor Dr. Lehr sagt, auch der ältere Mensch will gebraucht, aber nicht missbraucht werden. Und das gilt, lieber Herr Groschwitz, sicherlich auch für den jüngeren Menschen. Das eint sie nämlich über Jahre und Zeiten hinweg. Mich persönlich hat dieses Podium zutiefst berührt, denn am Ende ist es der Kern jeder Arbeit eines Abgeordneten, jedenfalls eines direkt gewählten Abgeordneten, jedesfalls eines direkt gewählten Abgeordneten einer ländlichen Region, denn da läuft eben nichts ohne dieses Ehrenamt. Wir erkennen die Grenzen, aber wir wissen an der Stelle auch, was wir darüber hinaus zu tun haben. Und da ist auch der Hinweis von Günter Wickbers, auch wenn der eine oder andere geschluckt hat,
sicherlich etwas, was wir heute auch schon diskutieren, aber wo wir vielleicht zu anderen Verhaltungen kommen müssen, wenn es um die Anerkennung, auch eine finanzielle Anerkennung fürs Ehrenamt geht. Nicht per Geld, aber vielleicht Anerkennung in der Rente oder wie auch immer. Wir werden darüber reden müssen, auch wenn wir in diesem Bereich viel getan haben in den letzten Jahren, das sei auch gesagt, sei es steuerliche Vergünstigungen oder aber Haftungsfreistellung oder aber Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige. Da kann ich sagen, als Mitglied dieser Fraktion, da haben wir etliches auf den Weg gebracht, denn am Ende machen wir nicht nur Sonntagsreden, sondern auch Montagshandeln. Ich möchte mich bei Ihnen wirklich von ganzem Herzen bedanken, wie Sie gemeinsam dort gewirkt haben, und zwar vorneweg bei Frau Professor Dr. Lehr, es war ein Fest, Sie bei uns zu haben. Herzlichen Dank. Ich werde Sie zukünftig zitieren und dann werde ich sagen, ich möchte zitieren, und dann werde ich Ihren Namen nennen und sagen, der Mensch braucht eine Aufgabe, wer keine Aufgabe hat, gibt sich auf. Ein wunderbares Zitat und mit so viel Inhalt auch. Ich danke ganz herzlich Frau Podlinski für auch die Darstellung des Wertes der Arbeit, die auch Kirchenfort immer noch erbringen. Am Ende stimmt der Satz, wir sollten die Kirche immer im Dorf lassen. Vielen Dank, liebe Frau Podlinski. Dann danke ich natürlich dem Youngster in der Runde, der aber durchaus Beiträge gebracht hat, die auch einem Alterspräsidenten des Deutschen Bundestages zu Gesichte stehen würden. Und das meine ich voller Hochachtung. Herrn Groschwitz, herzlichen Dank, dass Sie hier und wie Sie sich geschlagen haben. Dankeschön. Dann danke ich meinem Bürgermeister. Er ist auch aus dem Emsland. Wir kennen uns lange. Er steht stellvertretend für viele Kommunalbeamte, die innerhalb manchmal sehr eng gesteckter Grenzen, deswegen wurde ja auch von Frau Professor Dr. Lehr das Thema der Finanzausstattung der Kommunen zum Schluss noch angesprochen, sich bewährt. Davor habe ich Respekt. Vielen Dank, lieber Günther Wickbers. Und zuletzt, aber nicht als letzter, danke ich ganz herzlich dem Herrn aller blauen Engel in Deutschland, seien es nun Frauen oder Männer, seien es nun Ältere oder Jüngere. Es war wichtig auch zu hören, dass Sie auch angemahnt haben, ein Selbstverständnis. Und zwar ein Selbstverständnis zu sagen, wir sind fantastisch, wir sind gut, wir sind so stark und darauf können wir zu Recht so stolz sein. Und ja, Sie können es. Ich kann Ihnen da nur beipflichten. Lieber Herr Ziebs, vielen Dank. Ihnen allen darf ich Danke sagen, dass Sie so lange ausgehalten haben, und das sage ich dann auch an unseren Moderator. Er hat das gar nicht gelernt. Er wird dafür auch gar nicht bezahlt. Aber er hat es fantastisch gemacht. Mir wird nämlich immer gesagt, eigentlich so Leute aus dem Fernsehen, die es gelernt haben, sollten wir doch lieber nehmen. Ich sage immer, nö. Ich finde, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich so einbringen, wie es auch Dr. Born tun, eigentlich alles können. Und er hat es unter Beweis gestellt durch eine hervorragende Moderation mit Leidenschaft und Herz. Und dafür herzlichen Dank, lieber Dr. Born. Ihnen allen einen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Ich sage etwas, was ich am Ende jedes Kongresses sage, den wir veranstalten. Es soll mehr gewesen sein als ein schöner Nachmittag oder ein aufwendiger Nachmittag, je nachdem, den man sieht. Denn Aufwand haben getrieben übrigens das Team der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und da möchte ich stellvertretend erwähnen meine Mitarbeiterin, Frau Dr. Keinhorst, die das seit Monaten vorbereitet. Vielen Dank, liebe Frau Keinhorst. Aber es soll etwas bleiben. Ich habe das vor einem Jahr gesagt, denn am Ende sind Taten mehr als Worte. Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle einen Kongress durchgeführt zum Thema Antibiotika. Zum ersten Mal hatten sich Human- und Veterinärmediziner die Hand gereicht, Herr Mutlauer dabei, und haben gesagt, wir wollen etwas gemeinsam im Sinne einer Strategie auf den Weg bringen, konstruktiv und nicht sich gegenseitig verletzend. Wir haben viele Impulse erhalten, viele Hinweise. Wir hatten gesagt, wir werden es versuchen, ein Papier auf den Weg zu bringen.
Und tatsächlich gab es heute das grüne Licht für einen gemeinsamen Antibiotika-Antrag. Man stelle es sich vor, von Gesundheitspolitikern und Agrarpolitikern. Und das noch der CDU/CSU und der SPD, die am Ende unserer Initiative gefolgt sind. Das kann daraus werden und ich hoffe, auch das wird hieraus, nämlich am Ende Taten, und zwar sonntags und montags. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.